So, das war jetzt so das Ende von dem Petra-Brief und jetzt hat ihr Schreiben angehängt von unserem ausgedachten Robert und jetzt lasst es mal auf euch wirken. Das ist die Meinung von normalen Menschen, die unendlich gescheit sind, die in Vorurteilen leben, die ihnen vollkommen logisch erscheinen. Das ist auch so ein einfacher Holo-Feeling-Satz. Was sollte einer geistlosen Maschine einen Mech Animus? Das ist übrigens interessant, wenn wir das hebräisieren. Mech ist die Radix, das Gehirn, und Ani ist das blaue Ich, wie ich das nenne. Ani heißt eine schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist das blaue Ich, ist praktisch dein Intellekt. Und den betrachte jetzt wie ein Computerprogramm und es verwirklicht Bilder in deinem roten Kopf. Die Bilder in deinem träumenden Geist entspringen praktisch aus einem Programm und aus Daten und das ist dein anerzogenes Wissen, dein Schwamminhalt. Liebe Petra, dass das Göttliche aus Deutschland kommt, und zwar aus Weißenburg, dort her, wo der Gottessohn, in Klammer Udo Petscher, geboren wurde, nicht. Petra, mir liegt sogar sehr an unserer Freundschaft. Du bittest mich um eine Einschätzung eines Videos von Udo Petscher. Das Fette habe ich hervorgehoben, dass ich die schönen Stellen habe. Nun, ich habe dir zu sehr vielen deiner Botschaften dutzenden Zeiten geschrieben, auf denen ich widerlege und erkläre. Ich überlege noch, ob ich das ein weiteres Mal tun will. Weil alle diese Kommentare in ihrer desillusionierenden Schärfe aber auch wehtun werden, habe ich sie in der Regel nicht abgesandt. Vielleicht ist das aber doch nötig. Ich lasse vorläufig den genannten Video-Patchers mal beiseite und gebe dir eine etwas allgemeinere Antwort. Das habe ich jetzt wieder eingefügt, wenn du das liest. Alles, was du liest, beobachte immer bewusst, welche Vorstellungen und zwanghaft logischen Interpretationen die folgenden Worte in dir Geist auslösen. Das gilt für alles, was du liest. Sich auf sektenartiges Gedankengut einzulassen, ist eine höchst komplizierte Angelegenheit. Wie viele Menschen haben sich schon berufen gefühlt, die Welt zu belehren? Manche hatten großen Erfolg damit, wie sich seit Jahrtausenden zeigt. Das soll ich gleich von vornherein reines chronologisches Denken wissen, das er angelesen hat. Es bedürfte der richtigen Zeit und der großen Geister der Aufklärung, um dem Aberglauben einer rationalen Komponente entgegenzusetzen, die die Welt nicht mehr mystisch zu erklären, sondern faktenbasiert erklärt. Fakten. Das ist Wort im Mund eines normalen Materialisten, eines Naturwissenschaftlers, ist Frevel. Was auf hundertprozentigen Fakten aufbaut, ist Holo-Feeling. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Kommt aus dem Lateinischen, wortwörtlich Tatsache, weil das lateinische Wort Fagere ist, tun, machen, handeln. Man übersetzt es auch etwas legerer mit ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Und ich, UB, werde dir jetzt sagen, was Fakten sind. Fakten sind deine Tatsachen. Es existiert etwas in dir, sobald du dir das ausdenkst. Das ist es, Faktum. Das heißt, diese sogenannten historischen Tatsachen, die historischen Fakten, sind geistloser Schwachsinn, weil das ein Oxymoron ist, das ist ein Widerspruch in sich selber. Die Tatsache besteht darin, dass du jetzt aus welchem Grund auch immer an irgendwas denkst, zum Beispiel an Neandertaler. Diese Tatsache, dass du das denkst, erzeugt diese Vorstellung hier und jetzt in deinem Kopf, die du dir in die Vergangenheit denkst. Das ist das Faktum, aber nicht, dass das, was du jetzt denkst, aufgrund von angelesenen oder gehörten Wissen auch in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Das kannst du nämlich nicht überprüfen, das ist Geschwätz vom Zweiten. Darüber diskutiere ich nicht mit einem Trockenhausen auf eigener Definition. Und ich kann nur immer wieder wiederholen in einer gewissen Strenge, und das mache ich aus Liebe, nicht weil ich dir drohe. Ein Beispiel, das ich seit über 30 Jahren hier und jetzt gedacht, immer jetzt, ganz klar mache, wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, lang nicht auf eine heiße Herdplatte, droht er dem Kind nicht, sondern er warnt das Kind. Und du bist ein Gotteskind, ob du das glauben willst oder nicht. Du bist ein Adam. Und ich sage, wenn du diesen Glauben nicht zum Teufel haust, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, weil du ewig bist. Das ist das, was man Reinkarnation nennt. Du wirst ein Leben nach dem anderen durchleben, solange bis du das akzeptierst, was du selbst bist. Keine Drohung, sondern eine Warnung. Das sind Fakten. Ob das Fakten sind, was du jetzt hörst, bestimmst du wieder selber. Aber mach dir mal Gedanken, kann ich es überprüfen? Und ich betone nochmal, ich werde dir beweisen, selbst als Brüssel Udo, wo ich kein Interesse dran habe, weil mich der Mensch, der du zu sein glaubst, nicht interessiert, mich interessiert bloß der, der mich jetzt ausdenkt. Dass du irgendwann einmal lernst, was wirkliche Fakten sind. Fakt,
Egal, was du liest, wenn du ein Geschichtsbuch liest, das Faktum besteht darin, dass du hundertprozentig sicher aus Worten, aus Schriftzeichen, hier und jetzt im Maßsetzung deiner zwanghaften Interpretation dieser Zeichen eine Vorstellung in dir aufbaust. Das ist das Faktum, das ist die Tatsache. Und jetzt kommt ein zwanghafter Mechanismus, dass du diesen Gedanken, den du jetzt denkst, zeitlich oder räumlich um dich herum in eine ausgedachte Traumwelt verstreust, dass hundertprozentig sicher jetzt nur eine Information in deinem, als Materialist in deinem Gehirn ist. Das gilt selbst für Materialisten. Das ist das Faktum. Aber nicht, dass diese Information oder der Gedanke, der jetzt von dir erschaffen wird, gedacht wird, dass der schon existiert hat, wenn du ihn nicht, bevor du ihn gedacht hast, oder dass der da außen existiert, wenn ich nicht mehr an ihn denke. Das Schöne ist, dass wenn ich jetzt auch jetzt denke an einen Osterhasen, das sind Worte, da kannst du dir einen Osterhasen vorstellen. Da wirst du in keinster Weise glauben, dass der irgendwo da außen existiert oder jemals existiert hat. Sag, ich denke jetzt an Merkel oder an eine Erdkugel, die du genauso aus den Büchern heraus kennst. Da ist es natürlich hundertprozentig sicher bewiesen, dass es so ist. Und das Gemeine an dem Programm, an dieser Falle, in der du hängst, die du logisch nennst, dass du dir ständig mit dieser Logik beweisen lässt, dass die Logik richtig ist. Ich sage immer, was soll dir einen Computer denn logischer erscheinen, mehr logisch erscheinen als die eigene Logik, mit der er läuft. Der Computer kann nicht unterscheiden, ob er ein Virus kriegt oder ob er eine Update bekommt. Sobald dieses Programm verändert wird, wird die Maschine, die nackte Maschine, der Computer, das hast du träumender Geistes ausführen, weil du nicht in der Lage bist, selber zu denken. Das wird sehr präzise erklärt, zuerst auf so eine einfache Art und Weise und dann sogar in einer arithmetischen Struktur dieses göttlichen Programms. Da waren wir faktenbasiert. Petra, alle deine Modelle funktionieren in der Weise, dass sie Zusammenhänge plausibel machen und sie auf die Prämisse der eigenen Wahl beziehen, sodass ein, in Klammer, vordergründig schlüssiges Erklärungsmodell eines Sachverhalts entsteht. Und bevor ich jetzt weiterlese, erinnert euch an dieses Du bist ich. Ich sage, was siehst du in mir? Alles, was er diesen ausgedachten Udo Petscher vorwirft, ist das Spiegelbild von ihm selber. Er meint, er denkt faktenbasiert. Es ist aber das große Problem, dass ich nochmal sage, du wirst feststellen, wenn du wirklich hundertprozentige sichere Fakten erkennst, muss ich zuerst wissen, was das Wort Faktum bedeutet. Und dann wird dir klar sein, dass das dir logisch erscheint, was du denkst. Und ich sage, das Geschwätz vom Zweiten kannst du nicht einmal de facto überprüfen, wenn du wolltest. Zeig mir Wassermoleküle. Wir haben nämlich drei Bereiche. Wir haben einen in deiner Wahrnehmung. Jetzt rein geistig hast du zwei Vorstellungswelten, die du vor dich hinstellst und wohlgemerkt, du bist in der Mitte. Wenn du dir den Himmel nach oben denkst, ist unten eine Erde. Ich sage jetzt, ich denke die Wolken da oben, dann habe ich unter mir einen Boden. Und wenn ich nach unten schaue, fällt mir das oben. Mir fällt immer eine Seite von 16 Seiten. Ich weise nur darauf hin, das wäre ein Thema für sich selber über 2-3 Stunden, bis du das verstehst. Und jetzt ist es also so, dass dieses faktenbasierte Denken, eine Maschine ist logisch und du kommst aus diesen Gleisen deiner Logik nicht raus. Das heißt, was er hier vorwirft, weil er meint, es ihm logisch erscheint. Und dann kann ich immer wieder sagen, komm zu mir, ich zeige dir auf jeder Seite in den Physikbüchern Sachen, die wirklich nur Hirngespinste sind. Das geht in Kleinigkeiten, ihr Insider wisst es, schau mal nach eine Stimmgabel. Dann gehst du ins Internet und du schaust nach, wer das erfunden hat, wann die erfunden wurde, der Kammerton A, und dann liest du in der Schweiz, hat es 1800 diesen Kammerton, diese Frequenz gegeben, diese Frequenz. Und jetzt stelle ich eine ganz einfache Frage. So wie du dir Vergangenheit jetzt ausdenkst, die kann immer nur jetzt sein, wenn du sie denkst, weil wenn du sie nicht denkst, existiert sie ja nicht mehr. Es ist rein, das ist wie die Bilder, die du aus einem Computer raushast, existieren du die erst, wenn sie auf dem Bildschirm sind. Sie sind natürlich auch dann da, wenn sie nicht existieren. Ich kann mir die jetzt in eine Datei reindenken, wobei auf der Datei ja gar keine Bilder sind, sondern bloß Bündchen und Strichen, so denkst du dir das zumindest aus. Und das sind diese verschiedenen Ebenen in der Transversalen. Da ist es gleichzeitig da, aber die Stimmgabe, so wie du dir jetzt mit deiner anerzogenen Logik Vergangenheit ausdenkst, wie willst du 1800 etwas, ich gebe dir Stimmgabe, wie haben die Frequenz gezählt? Konnten die damals so schnell zählen? Konnten die Augen zählen? Kann das weiter so schnell fliegen? Das hat keine Möglichkeit gegeben, überhaupt zu zählen, wie viel 440 Mal in der Sekunde das Ding hin und her schwenkt. Wie haben die das vor angeblich so und so vielen Jahren gemacht, wenn keine Werkzeug und nichts dafür da war? Oder nimm ihn Mendeleev, das Periodensystem, wann er festgestellt hat, dass das erste Element ein Wasserstoffatom ist, wo ein Proton ist und ein Elektron drumherum kreist. Sogar die Abstände und die Maße ist dann alles da. Jeder, der dir das erzählt,
1:1, schlichtweg und einfach das noch, was man in den Elternhaus, Schule oder an der Universität erzählt hat. Und seine Lehrer helfen genauso noch. Jetzt haben wir das Problem mit dem Ei und mit der Henne. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, da ist das Problem zu glauben, dass in der Vergangenheit was entstanden ist. Es entsteht überhaupt nichts in der Vergangenheit. Das wirkliche ewige Hier und Jetzt hast du dann erreicht, wenn dein Denken mit Lichtgeschwindigkeit passiert. Dann müssten wir jetzt Physik wissen, weil alle physikalischen Formeln in den Physikbüchern erklären dir genau dieses Prinzip, wie du wirklich funktionierst. Immer dran denken, ich behaupte, dass nichts, was du liest, in irgendeiner Form nicht stimmen würde. Wenn du sagst, der Henkel ist rechts und ich sage, der Henkel ist links, haben wir beide recht. Aber nur ein bisschen. Es ist das Auslegungsmodell. Das beginnt schon bei der Sprache. Du hörst ein Geräusch, du liest was und dann machst du aus dem Geräusch eine Vorstellung. Mein berühmtes Beispiel mit Krebs. Da kannst du nicht einfach bloß sagen, das ist eine Krankheit. Wenn du dich von morgens bis abends mit Astrologie beschäftigst, wirst du bei dem Wort Krebs erst einmal an das Sternzeichen denken. Und wenn du Spitzenkoch bist, dann erscheinen dir. Und dann sag ich, ja, das ist es natürlich auch noch. Und es ist noch wesentlich mehr wie die paar Sachen, die du dir bei dem Wort Krebs ausdenkst. Ich sage, ich mache dir aus jedem einzelnen Wort aus dem Stegreif, ohne irgendwas anzufassen, ein 400-Seiten-Buch. Beweise ich dir auf der Stelle, du brauchst nicht einmal ein Wörterbuch. Du nimmst ein Wörterbuch in die Hand und ich sage, schau nach. Ich sage, alles, was ich behaupte, kann jedes Kind nachvollziehen. Die wesentlichen Aussagen hier und jetzt sofort auf der Stelle und alles, was ich über Worte behaupte, garantiere ich dir, egal in welches Buch du reinschaust, wenn ich sage, das ist das und das ist das, dann wirst du irgendwann einmal feststellen, wenn du das überprüfst, dass genau das drinsteht, was ich behaupte. Das gibt übrigens jetzt von mir aus gedacht. Hunderte von Menschen, die das seit 15 Jahren überprüfen, und das sind hochstudierte, ältere Menschen dabei, die sagen, der Mann weiß alles, der weiß wirklich alles. Muss bloß immer, wenn du schaust, wir haben Professoren hier, die ist mein Professor Rainer, intellektuell, meint er zumindest, auf der einen Seite aber innerlich neugierig. Da ist nur um Betriebswirtschaft Lehre gegangen, eine Woche lang. Und ich weiß nicht, wie viele 30 Bücher oder was der geschrieben hat. Und der hat dann auch festgestellt, du, ich habe von meinem Fach keine Ahnung, wenn ich dir zuhöre, du sprichst Sachen an, da habe ich was gehört, weil du kannst das ja gar nicht wissen. Aus einem Fachgebiet. Der Physiker, Mathematiker, der mag noch so gut sein. Man sagt, dass die besten Mathematiker deiner Welt zurzeit maximal 2% von dem mathematischen Wissen haben. Jetzt geht das Problem mit der Mathematik schon los. Da gehe ich aber später eventuell nochmal drauf ein. Dieses Wissen, was ist Mathematik? Aber lass uns hier weitermachen. Petra, plausibel erklären, Sachverhalt erklären, da waren wir. In deiner Filterblase herrscht weitgehend Einigkeit über die ideologischen Prämissen. Er hängt in einer Filterblase. Jeder, der in einer Sekte ist, hängt in einer Filterblase. Jeder, der in einer Partei ist, hängt in einer Filterblase. Ob du rechtsradikal faschistisch bist oder ob du linksradikal faschistisch bist, das geht schon wieder los mit dem Wort Faschismus. Genau genommen ist das Wort Faschismus ist ein Bündel, ein Bund, das nur auf eine rechte Gesinnung zu machen, ist eine Programmierung. Das Wort Nation, ein Nazi, ist einfach ein Mensch, der in einer gewissen Nation geboren wurde. Und ein Neger ist ein Neger. Und jetzt zu sagen, das ist diskriminierend. Wieso? Ob ich jetzt schwarz sage oder negroid oder black, es sind verschieden, in verschiedenen Sprachen ist das einfach das Wort für schwarz. Die Definition dessen, dass das eine Beleidigung ist, das ist das Problem. Und an dem Problem leidest du. Und wenn irgendjemand in dir auftaucht, der irgendwas äußert, den du dir übrigens selber ausdenkst, wenn du träumst, jetzt rede ich wieder mit dem, der sich das ausdenkt, hast du die Filterblase, dass du alles filterst. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Sofort reagierst du mit einer Maschine vollkommen, du hast keinen Einfluss drauf, weil du ein träumender Geist bist. Obwohl das doch genau das ist, was du glaubst. Wieso bist du dann beleidigt, wenn ich in klaren Worten ach so, weil ich das Wort dumm gesagt habe. Da müsstest du jetzt wieder mal nachschauen, was du Depp eigentlich, was das Wort dumm heißt. Depp, ach, schon wieder beleidigt. Das Wort Depp kommt von Deppen. Deppen, mach deine Augen auf und schau endlich einmal hin, was da ist, wenn du eine Zeitung lesen tust. Ein Fetzen Papier, wo Schriftzeichen, wo Farbe drauf gespritzt ist. Das siehst du doch gar nicht mehr. Das führt uns zu dem großen Bereich der Illusionen. Bevor ich jetzt da weitermache mit diesen plausiblen Modellen, springe ich da gleich einmal schnell rein. Alle Informationen hier, ich mache jetzt Sprünge, einfach folge, ich gehe dann immer wieder zurück. Das erste ist das Wissen, das, was du dann rausstellen, hat sich natürlich, jetzt hast du mal über diesen Dilettanten Udo Petscher informiert. Wenn du das jetzt machst, dann suchst du Udo Petscher oder Holofeeling und dann landest du zuerst einmal, das Einzige, was es gibt hier ist, außer dann Film,
Foren, wo natürlich diskutiert wird, wo ich überhaupt meine Finger, habe ich ja gesagt, habe ich noch nie einen Eindruck gemacht, lese ich nicht, als Udo interessiert mich nicht, normal gesprochen, ist dieser Bericht Facebook Infosektor, Holofeeling. Dieser Bericht wiederum, die Brüssel hier sehen das nicht, weil wir keinen Biber haben, denke ich mir jetzt aus, du siehst es, weil du vor dem Computer sitzt. Dieser Bericht Infosektor ist ein Ausdruck, der weist hier, der neue Messias kommt aus Weißenburg. Und da muss man wissen, das ist der Weißenburg-Vortrag, den ich jedem ans Herz lege, der extrem tief dich aufklärt. Wenn du keine Filter eingeschaltet hast, von vornherein sagst du, dann scheiß du ich mir nicht an. Das ist nämlich in dem Stil bloß mit vielen Videobeispielen und Beweisen. Da schreibt mir jetzt einmal den Original dieser Messias und jetzt schauen wir uns das einmal die 8 Kommentare an bei Infosektor. Das ist der einzige Bericht, wo es in dieser Richtung gibt, baut auf einen Zeitungsbericht, nachdem wir in Weißenburg diesen Vortrag gehalten haben. Zum Weißenburg-Vortrag selber. Ich habe gesagt, ich habe noch nie irgendwie jemandem gesagt, ich will einen Vortrag machen. Die Leute kommen, magst du einen Vortrag? Dann habe ich gesagt, gut, wenn du unbedingt wollt, aber ich will nicht mehr ein paar, zwei, drei Tage wegfahren. Wenn, dann schaut er, dass es in der Nähe von Weißenburg ist. Und dann komme ich hin, sag mal, wenn ich da sein soll, dann haben die in Weißenburg im Wildbadsaal gemietet und dann habe ich den Vortrag gehalten. Jetzt die Kommentare. Ich lese ganz kurz vor. Ich war mit einem Mann zusammen, der sich diese Lehre täglich reinzog, unfähig, andere Meinungen zu akzeptieren, ganz täglich. Wirklich brauchte ich nach diesem Mann eine Therapie. Dann hörst du wieder, ich kenne mehrere, die sich dafür interessiert haben, die sind in der Klapse gelandet. Dann ist hier, wow, wieder ein Jesus. Und was habe ich jetzt schon rauslese, und was ich jetzt schon rauslese aus diesem Bericht, ich nehme unbedingt dein Geld, hab und gut. Nächstes, der Krieg gegen unorganisierte Spiritualität bahnt sich unaufhörlich seinen Weg. Ich weiß nicht, was der in dem Artikel angesprochene angebliche Messias in seinen Büchern und Seminaren verbreitet, aber wenn ein Kirchenrat Billmann eine offenbar noch bla bla bla, das ist jetzt einer, der sich nicht über die Lehre aufregt, sondern weil die sagt, es hätte man verbieten müssen, dass die in den Saal rein dürfen. Aua, echt bescheuert, wie kann man so einen Schwachsinn glauben? Es ist es irre, das ist der Zeitungsbericht und den schauen wir uns genauer an und jetzt lesen wir mal, was in den Zeitungsbericht war und jetzt sage ich euch von vornherein, es sind 215 Mann in dem Saal gewesen, obwohl bloß 200 zugelassen sind. Es sind viele Absagen gewesen, weiß ich jetzt, von dem Organisator, die rein wollten, aber sie sagten, wir dürfen maximal bloß 200 reinlassen, mehr sind nicht zugelassen und jetzt haben wir noch gebittelt, wir dürfen 15 mehr reinsetzen und die waren dann schon ein wenig kritisch. Das ist diese 215 Mann, die an dem Datum hier und jetzt ausgedacht im Weißenburg sind, alles, was ich jetzt sage, kann jeder Einzelne wirklich beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören. Alles, was in diesem Zeitungsartikel drin steht, alles, bis in die letzte Kleinigkeit, ist zu 100% Lüge. Jetzt ist noch interessant, dass genau gegenüber von dem Saal, 30 Meter davon ist die Zeitung, hat er sein Büro. Dieser Redakteur ist ein Weißenburger. Es ist alles Lüge. Ich gehe jetzt etwas genauer darauf ein, aber das Bonbon kommt am Schluss. Sofort widerlegbar. Und die Schwierigkeit, wenn dir das jetzt lesen tut, vor allem wenn man dabei war, nicht nur, dass ich der neue Messias bin, also ich fange mal, ist nicht allzu lang. Weißenburg, Holofeeling, lautet der Name einer esoterischen Bewegung, die nun zu einem zweitägigen Workshop in Weißenburg zusammengekommen ist. Ein gut gebürgerter Weißenburger hat die Bewegung gegründet. Gut, erinnert euch an den Brief, was ich sagte. Ich habe nie eine Bewegung gegründet, war noch nie meine Absicht, weil mich die Idioten, die du dir ausdenkst, Idiote heißt einfacher Mensch und einfache Menschen sind trockenlaufen auf ein paar einfache, bei eigener Definition, mich gar nicht interessieren, mich interessiert der Denker. Er versteht sich als neuer Gottessohn und behauptet, dass ihm von 1996 bis 1999 Gott erschienen ist. Also wenn du jetzt zugehört hast, ich sehe mich nicht als Gottessohn, ich bin der Gedanke, den du dir ausdenkst, das meine ich vollkommen ernst. Und mir ist niemals ein Gott erschienen. Und wenn ich jetzt als Udo, mit diesem Udo-Programm, Brüssel-Programm denke, ich habe noch niemals Stimmen gehört, mich hat diese ganze religiöse Kacke überhaupt nie interessiert, weil ich an der Wahrheit und an Fakten interessiert bin. Ich mache mal ein kleines Beispiel, wie ich noch Geschäftsmann war, als wir einen kleinen Laden hatten, kommt der Pfarrer zu mir, dann rede ich mit ihm. Dann hat er mir alles erzählt, was der Jesus hier alles gesagt hat. Dann sage ich zu denen, du entschuldige mal, das ist mir alles zu hoch, aber was mich jetzt interessiert, was hast du dir gestern eigentlich um 14.30 Uhr gedacht? Dann schaut er mich an, weil das eigentlich für einen normalen Menschen eine blöde Frage ist. Sagt er so, sagt er, das weiß ich nicht mehr.
Also für mich ist es hochinteressant, du weißt nicht mehr, was du dir selbst gestern um 14.30 Uhr gedacht hast, aber du laberst mich jetzt eine halbe Stunde zu, was Jesus vor 2000 Jahren alles gesagt hat. Habe ich gehört, hat man mir einprogrammiert. Okay, also das ist schon die erste Lüge. Es gibt hier im Internet, in diesen Seiten, Bücher von mir und extrem viele Videos auf Vorträgen. Zeig mir eine allereinzige Stelle, wo ich sage, der Mensch Udo Betscher ist der neue Messias und der Gottessohn. Ich wechsle auf die Ebene, dass ich jetzt ganz ich durch den Udo rede, aber ich sage immer wieder, es ist das erste Mal, es wird von dir geträumt, dass ich du bin. Und du bist Gott. Du bist der neue Messias. Ich bin bloß eine Figur in deinem Traum, und dich darauf hinzuweisen, dass du irgendwann nochmal wieder wach werden solltest. Einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals die Figuren, die haben auch keine Schmerzen, die können nicht sehen, die können nichts wahrnehmen. Es hat für dich den Eindruck, weil du das so träumst, aber da ist kein eigener, eigenständiger Geist in diesen Figuren drin. Und dann doch wieder, da wirst du nämlich merken, weil jede dieser Rollen, die du dir ausdenkst, du letztendlich dann selber bist. Aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre. Gibt es genügend Schriften dazu? Okay, und dieser Gott, der mir erschienen ist, angeblich hat mir dann die ultimative Weisheit offenbart. Dass der Workshop in einem Gebäude der Stadt Weißenburg stattfand, sieht etwa der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern kritisch. Ist natürlich klar. In dem Moment, wo du in einem Verein, in einer Sekte bist, das ist eine Sekte, hast du eine klare Meinung. Und ich mache jetzt mal, ich nenne es mal ganz einfach Gruppierungen. Ob ich das jetzt weltlich eine Partei nenne oder ob ich das eine religiöse Sekte, Glaubensgemeinschaft nenne oder einen Fußballverein nenne, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist immer eine gewisse von Gruppen von Menschen, die sich zusammenfassen, die in irgendeiner Form ein gewisses Interessensthema haben, ein politisches, ein religiöses. Und ich sage euch jetzt, was all diese Grüppchen gemeinsam haben. Zuerst einmal, sie bekämpfen Feindbilder. Ein Fußballverein macht es zumindest spielerisch. Sie bekämpfen massiv Feindbilder. Das zweite, nächste Problem, was alle gemeinsam haben, sie leben, wenn es jetzt gläubig, religiös, politische Einstellungen sind, jeder dieser Gruppen lebt in der impertinenten Arroganz zu glauben, das, was wir glauben, was uns logisch erscheint, ist richtig. Und all die Leute, die irgendwas glauben, was unserer Meinung widerspricht, das ist verkehrt. Ist doch logisch, aus unserer Logik heraus. Jetzt denken wir an die Tasse. Ich sage jetzt, statt der Tasse nenne ich die Tasse einfach Politik. Und dann wirst du feststellen, gibt es welche, die sagen, rechts ist richtig, die anderen sagen, links ist richtig, und ich sitze bloß da, schaue mir die Deppen an, wie sie um Standpunkte streiten, und sage, ich weiß nicht, was die Tasse ist. Ich kann auch das Glaube nennen. Ich kann das Christentum nennen, Katholiken, Protestanten, Zeuge Jehovas. Das zerplatzt immer in viele, viele kleine Perspektiven und bist so in einer kleinen Schublade, wo du mit deiner Logik drin steckst. Jedes Glaubenssystem, jedes Denkmodell, das im Widerspruch zu einem anderen Denkmodell steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Und du solltest dir diese ganzen unterschiedlichen Denkmodelle zu eigen machen. Das sind kindgerechte Beispiele, die du eigentlich verstehen solltest. Darüber diskutiere ich nicht mit offen. Ein Beispiel aus Offenbarungen, fast 30 Jahre alt. Du denkst jetzt einfach mal deine Sinnesorgane, deines Körpers. Das sind ja Spezialisten. Ich sage, jede Religion ist eine Spezialität, ein Spezialist. Jede Religion, die du dir ausdenkst, von den vielen Religionen, ist wie Sinnesorgane. Die haben ganz bestimmte Schwerpunkte. Das heißt, der Hinduismus hat einen ganz anderen Schwerpunkt, ist voller Fehler, hat aber einen ganz klaren Schwerpunkt im Vergleich zum Christentum oder zum Judentum. Und es ist alles gleich wichtig, so wie du zum Autofahren, wenn ich ein Auto als dieses System nehme, da kann ich nicht sagen, der Motor ist zum Autofahren wichtiger wie der Benzinschlauch oder der Kabelstecker, der die Zuführung zur Zündung macht. Ich, wenn den Stecker abziehe, kannst du nicht mehr fahren, dann ist das System tot. Ich, wenn den Benzinschlauch rausmache, kannst du auch nicht mehr fahren, ist das System tot. Wenn du irgendeine dieser Religionen weglässt, funktioniert das ganze System nochmal. Das ist Holofeeling. Ich sage nicht, das ist besser und das ist besser. Holofeeling, wenn einer sagt, es ist richtig, selbst die, die glauben, Holofeeling verstanden zu haben, das sind übrigens die, wo es dann durchaus sein kann, der sitzt in der Klapse, ich kenne einen, der hat ihn Holofeeling gemacht, das hat er ihm nicht gemacht. Er hat mit Holofeeling sein Ego aufgeblasen, weil er die Hybris aufbläht und sagt, ich bin Gott. Aber er meint dann mit dem, den er sich ausdenkt, der ja eigentlich nicht ist. Das ist das große Problem. Und jetzt, bevor ich jetzt da weiterlesen, du, dieses Kritische, ist noch interessant, aber ich warte mal einen kleinen Moment. Es war ein Bundesvölkchen, das sich diese Woche für 2 Tage vor dem Wippertsaal in Weißenburg
versammelt hatte, im und vor dem Wildbadsaal versammelt hatte. Interessant, er schreibt noch im und vor dem Wildbadsaal. Etwa 50 Interessierte aus ganz deutschsprachigem Raum, war übrigens Österreicher da, waren Schweizer da, waren nach Weißenburg gekommen, um den Offenbarungen eines knapp 60-Jährigen zu lauschen, der in Weißenburg aufgewachsen ist und nun in Ellingen lebt. Nochmal, sein Büro ist unmittelbar über der Straße gewesen. Ich habe über 215 Zeugen da, dass da mindestens 215 Mann, also 15 mehr, wie in den Saal überhaupt rein dürfen. Und da war nicht bloß ein kleines Häufchen von 50 Mann. Es ist schlichtweg eine Lüge. Ich könnte jetzt wieder sagen hier, Lüge, Lüge, das ist das, was du merkst hier auch, was die öffentlichen Zeitungen anbelangt. Es kann so oder so sein. Das ist hundertprozentig Lüge. Jetzt machen wir ein zweites. Er nimmt für sich in Anspruch, der neue göttliche Lehre zu verbreiten. Die Lehre, die ich dir verbreite, ist überhaupt nicht neu. Die ist so alt, wie es Geist gibt. Alle heiligen Schriften erklären dir bis ins Detail das, was ich dir erkläre, die Schwierigkeit, die Tora, die Bhagavad Gita, die Upanishaden, ich werde dir das zeigen. Das sind so Kleinigkeiten, wenn er nicht kommt. Ich schreibe dir, wenn du willst, die hebräische Tora aus dem Kopf, ohne dass ich hinschaue, hin und in Koran daneben. Und ich werde dir zeigen, dass dasselbe drinsteht, bloß minimal aus verschiedenen Perspektiven verändert. Bei mir waren durchaus schon Rabbis, die sind wie kleine Kinder, haben die mir zugehört, weil sie das nicht wussten, weil man es ihnen hier in der Synagoge nicht beigebracht hat. Und alles, was ich sage, kannst du nachschauen. Wenn ich sage, schau in dem Buch nach, da steht es drin. Es ist ein Auslegungsproblem. Das Auslegungsproblem hast du, weil du eben von den Sinnesorganen, den geistigen Sinnesorganen bloß in eine kleine Gruppierung hast. Um das nochmal klar zu machen mit den Sinnesorganen, wir sagen jetzt einmal, die Sinnesorgane von dir, du wärst das Ganze, kann ich jetzt sagen, das sind verschiedene Sprachen oder ich sage, es sind verschiedene Religionen. Und jetzt haben wir hier ein See, eine Seenreligion, ein Seevolk und wir haben ein Ohrenvolk und wir haben ein Speckenvolk. Und wenn du so ein Volk hast, das ist die Filterblase, das ist die Logik. Ich könnte jetzt auch sagen, du bist, zuerst einmal haben wir Betriebssysteme, das war dann komplexer, aber bleiben wir bei Betriebssystemen. Du arbeitest auf Basic, du arbeitest auf Windows, du arbeitest auf Linux oder auf Apple. Die sind nicht kompatibel auf dieser Ebene. Und jetzt ist es, dass hier die eine Gruppe eine Behauptung aufstellt. So, ah, die Farben, das ist alles so schön. Das hört einer vom Ohrenvolk, von der Ohrenlogik und sagt, was redest du für einen Blödsinn? Ich höre keine Farben, was soll denn das sein? Das existiert doch überhaupt nicht. Gehörst du zu der Ohrenlogik, zu der Hörenlogik und du sagst, Mensch, hör dir diese Oktaven an, diese Symphonie an, dann sagen die von Augenfolge, ist der wenn blöd, ich sehe keine Symphonie, da ist doch nichts da. So funktioniert es. Alle die anderen vorwerfen, du hast ein Spiegelbild, die Welt ist ein Spiegelbild deiner Psyche, wenn du lächelst, lächelt der Spiegel. Es gibt dann ja dann nur einen Kantenspiegel und einen Dreierspiegel, das wird dir mit Holofeeling, da gibt es verschiedene extreme Spiegelungen, das ist ein arithmetisches Prinzip dieser Matrix, dieses Computerprogramms, wo deine jetzige Traumwelt erschaffen wird. Aber wir bleiben bei den simplen Beispielen. Und das ist jetzt das Verrückte, auch wenn du in die Esoterik gehst mit Astrologie, das stimmt alles. Natürlich nur, wenn du es glaubst, weil es verwirklicht sich der Glaube, AUB, die Beschwörungskunst. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und ich sage dir sogar, du kannst sogar die angeblichen Naturgesetze, mit denen der Mensch nichts zu tun hat, so leicht verändern wie nichts, wenn du weißt, wie es funktioniert. So wie ein Computerprogrammierer in einer virtuellen Welt, in einer Cyberspace-Welt, ich sage immer GDA, komplett alles, die sogenannten Mods, glaube ich, nennen wir das heute. Du bist so ein Computerfachmann. Mit Mods alles Mögliche verändern kann. Ich muss aber das Programm verändern. Was die sogenannten Revolutionäre machen, die gehen als Avatare, mit denen sich verwechselt, auf die Straße und quatschen in dieser Cyberspace-Welt mit den KIs, die da auftauchen. So veränderst du das eigentliche Programm überhaupt nicht. Es ist eine Wunderwelt, wo sich dir öffnet, wenn du anfängst, das zu verstehen, was ich dir jetzt sage, aber es ist was Intimes. Es wird nämlich nur der Geist erleben, der jetzt träumt, weil der einen anderen Traum zu träumen anfängt. Mit ganz anderen Möglichkeiten. Okay, die echte Wahrheit auf Erden darstellt und alle religiösen und naturwissenschaftlichen Wissens- und Wahrnehmungselemente widerspruchslos zusammenführt. Genau so ist es. Genau so ist es. Die Welt formell. Ich sage ganz nebenbei, wenn wir jetzt wieder hebräische Zeichen hinschreiben, dann heißt es, und das Brandopfer, BR in dem Brand ist schon der polare Rand. Denke mal, AB ist der zweite Buchstabe.
Dieses Brandopfer, das ist die Welt, der polare Rand. Und du musst jeden Augenblick opfern, um einen nächsten Augenblick zu kriegen. Die Wissensgebiete selber, die Religion, wird in einem Punkt zusammengefügt. Das ist übrigens, wenn man hier reinschaut, da könnte ich jetzt nochmal ganz kurz, ich springe mal, das sind die Schriften. Das lasse ich da stehen. Sonst würde ich zu weit wieder ausgleiten. In seinen mittlerweile 8 Büchern zusammenführt. Er hat ja 8 Bücher geschrieben. Sieht er als Neuoffenbarung Gottes, in einem dieser Bände lässt er Gott über seinen neuen Menschensohn sagen, würde sich in deiner Welt alle Gelehrte zusammentun, bis sie nicht annähern seine Weisheit. Das ist übrigens einer der Sätze, wo er sich da rausgezogen hat, wie vermessen dieser Dilettant eigentlich ist. Aber das lässt er nicht sagen, sondern du liest ein fetzen Papier, wenn du das liest, und ich sage alles, das sind jetzt Worte, und du machst aus den Worten Vorstellungen. Darum wiederhole ich dann immer wieder die Sachen. Das wiederum aufbauen, der hat sich ja informiert, basiert jetzt, was er zitiert, diese 8 Bände hat er aus dem Sorschermer Verlag. Der kommt übrigens hier in Infosektor Weißensee hin, Auszug aus Sorschermer Verlag. Ich habe mit dem Verlag nicht das Geringste zu tun. Das ist eine esoterische Sekte, wo ich als Udo sagen kann, sowas wieder mich an. Der Witz ist bloß, dass diese 8 Bände kostenlos im Internet sind und die haben das einfach mit übernommen. Die haben auch nachgefragt, wer ich es das nehmen dürfen, und gesagt, mach damit, was du willst, das ist mir wurscht. Da werden die 8 Bände zitiert. Jetzt zeige ich aber euch einmal was. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sammelschrift. Da müssen wir her. So, da gehe ich jetzt einmal in die Stadt und dann mache ich da Lesezeichen. Das ist jetzt eine Zusammenfassung der sogenannten Hauptwerke. Schau mal da unten hin. Das sind 4.789 Seiten. Die 8 Bände, die erwähnt werden, sind bloß diese 8 hier. Das sind die ersten 8 in Schwarz-Weiß. Ich sage immer, das ist ein Amiskill. Und ich sage nicht, dass das mehr Weisheit ist wie die ganze Menschheit. Deine Menschheit, deine ganzen Professoren, alles, was du dir ausdenkst, werden limitiert durch das, was du ihnen an Wissen zusprichst. Es ist für mich das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Dir sollte klar sein, dass ich das jetzt nicht als Udo sage, den du dir ausdenkst, sondern als der, der dich jetzt den Udo ausdenken lässt. Du stehst zwischen den Stillen, zwischen mir und zwischen der Welt, die du dir ausdenkst. Du stehst da. Das denkst du dir aus? Das ist außer Ha'al. Ha'al heißt das Nichts oder Gott, der Gott. Und inner Ha'al. Da stehst du. Alles, was aus dir entspringt, entspringt aus dem Nichts. Creatio ex nihilo, das hast du mal in dein Innerhalb. Aber ein Innerhalb, das du dir ausdenkst, ist nicht mehr innen, sondern das ist schon ausgedacht. Und dort zu jedem unten ein oben gehört, gehört zu einem Innen, einem Ausdruck, hast es innerhalb und außerhalb. Ha'al. Und das ist das Nichts auf Hebräisch. Unter anderem und auch Gott. Und darum ist das Problem, wenn wir jetzt das Wort Gott, rein einmal das Wort Gott ohne Vorstellung, als die absolute Quelle eines Seins nennen. Ich nenne das übrigens gern Internet. Internet, das heißt nicht Außernet, sondern Internet. Ganz abstrakt. Dann ist die Schwierigkeit, dass du dir einen Gott ausdenkst, damit bist du der Schöpfer. Du schöpfst aus dir, aus deinem tiefsten Inneren, eine Vorstellung heraus, die du dir ausdenkst. Und der normale Mensch sagt, der Mensch ist im Himmel da oben. Also wenn du die Quelle nach oben denkst, denkst du dich selbst automatisch nach unten. Und dann ist es, dass du sagst, mir fällt was ein. Wenn du jetzt aber dieses Gott, habe ich gesagt, heißt eigentlich Gott das Meer, nach unten denkst, weil du selbst bist ja bloß ein Gedankenwelt, dann taucht was in dir auf. Dann taucht irgendwas, oh, ist ein Gedanke, ein neuer Gedanke in mir aufgetaucht oder eingefallen. Was du dabei aber vergisst, dass die ausgedachte Quelle allen Seins ja irgendwo herkommen muss, und die kommt aus dem absoluten Mittelpunkt. Das heißt, mit Gott, mit diesem Nichts in einem Punkt zusammen, und zwar einen idealen geometrischen Punkt, der kann Radius und gar nichts hat, der ist ein absolutes Nichts. UB ist El Hayom, Gott das Meer. Aus dem entspringt alles. Und wenn wir jetzt das schauen, diese 4.789 Seiten, die jetzt die Hauptwerke zusammengefasst sind, die übrigens sehr, sehr tief dann reingehen, das beginnt, das ist hier nochmal beschrieben mit den einfachen Schwarz-Weiß-Schriften, das ist ein Amiskill. Dann kommen wir die weiterführenden Schriften, da kommen wir dann noch weiter. Und dann wird es immer farbiger, weil ich ein System habe, dass man das einfacher lesen kann, das im wahrsten Sinne des Wortes göttlich ist, wenn man das versteht.
Ich sage, Leute, die das verstehen, dann mache ich irgendeine komplexe quantenmechanische Formel, die der noch nie gesehen hat. Und der kann das sofort lesen und kann dir erklären, was die Formel bedeutet. Der wird dir was ganz was anderes erzählen wie ein studierter Physiker. Aber ich sage dir, das, was der erklärt, ist richtig, weil der weiß, was im Hintergrund für ein System steht. Was der Physiker dir erzählt, was die Formel bedeutet, ist das, was man ihm beigebracht hat. Dasselbe gilt für Religionen. Das, was in der Tora, im original hebräischen Urtext drinsteht, stimmt. Die Schwierigkeit ist, dass das, was dir ein Theologe oder ein Pfarrer erzählt, der erzählt dir das, was er an der Universität gelernt hat. Wir sind immer im selben Problem. Ihr äfft nach. Was sind meine Wahrheiten? Was sind meine Weisheiten? Es sind die Wahrheiten und die Weisheiten meiner Lehrer und meiner Erzieher. Und wenn ich im Kleinen in einem Volk groß werde, wo die Leute, wo ist denn unser Idi, wo ist denn unser Inderin, wenn ich groß werde und ich war von klein auf erzogen, dass Fleisch essen kein Problem ist, aber Rindfleisch ist heilig. Rind darf man nicht essen, das ist Sünde. Das ist heilig. Dann werde ich kein Rindfleisch essen. Ich sage, für einen tiefgläubigen Inder ist es so, wenn du Rindfleisch auf Filetsteak isst, das ist, als wenn er Menschenfleisch essen müsste. Es ist ein tiefer Ekel in dem, weil er so erzogen ist. Da gehen wir nach Persien. Die haben dasselbe Empfinden beim Schweinefleisch. Die haben mit Rindfleisch überhaupt kein Problem. Der Inder wiederum hat aber mit einem Schweinekarree kein Problem. Und es geht in deinen ganzen psychophysiomatischen, ganzen ein Glauben, die Psyche selber, psychosomatisch. Psyche wird normal die Psyche, griechisch unter anderem auch Schmetterling. Und Soma ist Körper. Aber Somnus ist der Traum. Ich spreng jetzt die Verbindung der Sprachen. Griechisch heißt es praktisch, die Psyche lebt in einem körperlich wahrgenommenen Traum. Das ist das psychosomatische Problem, wenn du das ein bisschen erweiterst. Und diese tiefergehenden Schriften, wenn wir reinspringen, ich müsste jetzt fast schnell, ich will mal genau, ich sage von vornherein, dass jedes Wort ist bei mir so ein Riesenkomplex und ich versuche das möglichst einfach zu halten. Da muss ich hin. Also dieser Sascha Mörferlach, das habe ich jetzt gedacht, das können wir jetzt einmal abhängen, dann machen wir hier beim neuen Messias weiter. Seine mittlerweile 8 Bücher, Offenbarungen, also diese Weisheit. Die Weisheit hier, Holofeeling, ist allumfassend. Das ist immer wieder, ich betone, du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht, Krieg, Krankheiten, alles, egal was in dir auftaucht, sind systemrelevante Parameter für das heilige Ganze. Wenn du irgendeinen Gedanken, der in dir auftaucht, verwirfst oder verändern willst, entheiligst du dich selber. Und solange du in einem Denkmodell lebst, wo alles, was deiner Logik widerspricht, bekämpft wird, was alle religiöse Menschen machen und die rechtfertigen das dann immer mit dem Satan, das habe ich so oft gesagt, dann solltest du mal wirklich mit offenen Augen nicht so oberflächlich alles nachplappern, sondern schauen, was in den heiligen Schriften, egal in welcher Übersetzung drinsteht, mit dem Satan. Ich verweise bloß auf Hiob, das Böse in der Welt. Aber von wem hat eigentlich dieser Satan den Auftrag bekommen, hier das mit dem Hiob zu machen? Von Gott selber. Das ist eigentlich der Staatsanwalt. Es geht um einen Test, ob der Hiob gläubig ist. Lies einfach dann Hiob. Das ist die einzige Stelle, wo das hebräische Wort Satan, Scheitern, schreibt sich Shin Tet Nun. Das heißt eigentlich eine Logik gespiegelte Existenz, wenn man es mit Holofeeling liest. Deine logischen Spiegelungen. Wenn du eine ganz, ganz böse, schlechte Traumwelt hast, wo kommen die eigentlich her? Aus dem Geist, der das träumt. Und was ist die Ursache? Den Glauben, das Programm im Hintergrund. Denk an die Computermetapher. Du denkst dir eine oberbeschissene Welt aus und regst dich so gnadenlos auf, weil du meinst, ich habe ja nichts damit zu tun. Wenn ich mir jetzt ein grünes Marsmännchen ausdenke, dann habe ich sehr wohl was damit zu tun, weil das existiert. Das bin die Ursache ich selbst. Und dass es grün ist und nicht rot ist, ist es nicht irgendein anderer dran schuld, sondern ich. Und wenn dieser Udo Betscher ein Dilettant ist, dann hat er keinen Einfluss drauf. Es wird für dich so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich sage dir nur eins, abgerechnet wird am Schluss. Und der Schluss, das absolute Ende, ist immer hier und jetzt. Das ist das, was ist. Tausende Klicks im Netz. Es handelt sich, wir sind mittlerweile über 1 Million, glaube ich. Aber das ist auch wieder so oberflächlich, weil das gar nicht stimmt. Ich sage, letztendlich sind es 150, 200, sonst 300. Ich weiß es nicht. Mehr sind es nicht, die sich dafür interessieren. Mich hat die Masse noch nie interessiert, weil die Klicks, wie auf der Seite angelesen, das sind ja immer dieselben, die da reinschauen.
über die Jahre. Das ist trügerisch, das ist wie mit den Statistiken. Wie fälsche ich eine Statistik? Das ist die Masse, um da geht's gar nicht. Ich sage das immer, die 100 Affen. Du könntest einer davon werden, wenn du willst. Aber nicht der, der du zu sein glaubst, sondern der, der du bist. Es handelt sich bei der Holofeeling-Bewegung nicht, jetzt interessant, es handelt sich bei der Holofeeling-Bewegung nicht um eine Sekte, stellt Dr. Matthias Billmer, der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Bayern, auf Anfrage unserer Zeitung fest. Die haben sich natürlich immer wieder, jeder recherchiert und fragt. Die sind mittlerweile so weit, dass die festgestellt haben, die haben gesucht und gesucht, da gibt es keine Organisation, da gibt es keine Sekte, es gibt nichts, wo du eintreten kannst. Ich habe gerade eins vergessen, ich werde immer vergesslicher. Ich muss noch gar fertig machen mit unseren Grüppchen. Also Grüppchen, egal in welcher Gruppe du bist, bekämpft irgendwelche Feindbilder. Wenn du in einer Gruppe, in einer Glaubensgemeinschaft lebst, lebst du in einer einseitigen impertinenten Arroganz, dass wir haben Recht und alle, die was anders behaupten, zum Beispiel, wenn wir sehen, dass das ein Becher ist und kein Henkel ist, da können wir noch so viel kommen und sagen, da ist ein Henkel rechts oder links oder in der Mitte, das sind Blinde, die sehen nicht. Das ist das Prinzip. Und das Dritte habe ich vergessen, was das Wichtigste ist, was haben noch alle Gruppen gemeinsam? Weltliche Gruppen, die du dir ausdenkst, wenn du hinschaust. Feindbilder haben wir schon gehabt, das war das Erste. Es ist ganz wichtig, umso mehr zahlende Mitglieder wir haben, umso mächtiger werden wir. Zeig mir eine Gruppe, eine Sekte, die nicht einfach nur aufbaut auf Geld, bis hin allen voran die katholische Kirche. Es sind Machtmonopole. Diese unendliche Verlogenheit, und jetzt immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und nichts und nichts, was ich mir ausdenke, Vorwürfe, dass es so ist, wie ich es mir ausdenke, wie ich es erschaffen habe. Deine jetzige Welt, die du dir ausdenkst, konntest du dir nicht raussuchen. Und ich bringe das simple Beispiel mit dem Führerscheinprüfungsbogen. Du lebst zurzeit in einer Prüfungswelt. Es ist rein wie ein Führerscheinprüfungsbogen, der ist voller Fehler. Die siehst du natürlich, aber Fehler, die du mit deiner Logik postulierst. Und der Sinn des Bogens ist es nicht, diese Fehler rauszumachen, sondern zu erkennen, anzuhaken, umzublättern und dann hast du die Prüfung bestanden. Sobald du dich aber darüber aufregst, hast du die Prüfung nicht bestanden, weil ich sage dir jetzt, das Erste, was du in dieser Traumwelt zu lernen hast, ist, dass du zuerst einmal dich über nichts und niemand mehr aufregst, dass du in eine absolute apathische Ruhe kommst, dass du nicht eine Sekunde vergisst, was du selbst bist. Und der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, dass du lernst, alles und jeden zu lieben und vor nichts Angst zu haben. Was heißt Angst? Du bist doch immer. Das bist du auch, wenn du das nicht glaubst. Du bist natürlich nicht immer, wenn du dich verwechselst mit dem, der du zu sein glaubst. Ich als Erster behaupte, dein Körper, der eindeutig existiert, wenn du an deinen Körper denkst, der existiert in dem Moment schon einmal, wo du nicht an deinen Körper denkst. Weißt du, wie oft du über irgendwas nachgrübelst, wo nicht ein Hauch, nicht ein geringster Hauch ist von dem Körper? Jetzt könnte ich wieder sagen, wenn du einigermaßen aufmerksam zugehört hast, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Beine? Jetzt denkst du natürlich dran, weil ich das ausspreche. Das sind so kleine Spiele mit Holofeeling. Und jetzt schau wieder rein, was der Zweite, was deine Logik zu dir sagt. Ich behaupte, dass jetzt, wenn du vom Computer sitzt, die ganze Zeit nicht einmal stimmt, die Tastatur da war. Geschweige denn der Computer. Dann sag ich, wenn der Computer nicht da wäre, dann hätte ich doch nichts gesehen. Das ist wie beim Auto. Meinst du die Windschutzscheibe, wenn du mit dem Auto längere Zeit fährst in deinem Traum oder das Lenkrad existiert? Wenn du das jetzt denkst, ist es natürlich da. Immer wenn du was denkst, existiert es. Aber existiert es dann auch, wenn du 200 Kilometer fährst die ganze Zeit? Ich könnte jetzt mal sagen, du fährst so durch den schönen Sommer, durch einen Sommertag durch, schaust dir die Landschaft an und plötzlich macht es Klatsch auf der Windschutzscheibe, weil die geschnorkelt oder was zerbröselt und in dem Moment wird dir bewusst, hey, da ist ja eine Windschutzscheibe. Das wird auch erklärt, wie dann die Illusion entsteht, durch Überprüfung mit einer normalen materialistisch-chronologischen Logik, dass du komplettes Gefühl erzeugst, dass das vorher auch schon da war. Aber das mache ich jetzt nicht, weil da gibt es andere Videos dafür. Also gut, der hat festgestellt, da gibt es keine Sekte. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die haben dann nachgeforscht, angeblich, es gäbe keine feste Struktur oder offenbar auch keine finanziellen Interesse. Erinnere dich, was ich der Petra geschrieben habe am Anfang. Ich schwöre bei Gott, ich kann das jederzeit behalten. Ich habe noch nie, was Solo-Feeling anbelangt als Mensch, in irgendeiner Form auch nur einen Pfennig Geld verlangt, auch keinen Energieausgleich, nicht einmal spendet. Wieso denn? Ich habe ja keine Internetseite, wo irgendeiner was spenden könnte. Ich habe ja nicht einmal ein Konto seit über 25 Jahren.
Ja, von was lebst denn dann du? Höre ich dann immer wieder. Ist ganz einfach von dir. Muss jemand Geld haben, der nicht existiert, der gar nicht da ist? Und die Momente, wo ich in dir existiere, bin ich deshalb da, weil du mich ausdenkst. Es klingt natürlich mit materialistischer Logik, wird jetzt sofort, das ist ein Spinner, der ist ja total durchgedreht. Aber was, ich verweise wieder an den Anfang. Ich habe gesagt, das ist der Erste, der in dir auftaucht. Da ist einer, der behauptet, alles, was der sagt, kann jedes Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle hundertprozentig sicher überprüfen. Und der Zweite behauptet Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Aber weil dir das logisch erscheint, glaubst du den Zweiten. Für dich ist es hundertprozentig logisch, dass auch dann da außen irgendwo in deiner Welt ein Udo Petscher rumläuft, wenn du nicht an ihn denkst. Dann habe ich manchmal gesagt, ja, wenn er bis dahin nicht gestorben ist, oder was? Makabre Humor. Nein, für dich existiere ich nur, wenn ich existiere und jetzt in deinem Kopf. Ich bin ein Gedanke jetzt von dir, eine Information. Und das Pixelmännchen, das du eventuell vor dir hast, auf dem Monitor oder auf deiner Verabredung, wenn du jetzt einer der wenigen Brösel bist, die sich jetzt den Udo real, sinnlich wahrgenommen, ausdenken. Acht auf die Sprache. Ich will gesagt, was du erlebst, hängt erst einmal ab von dem, der du zu sein glaubst. Und das, was du zu sein glaubst, dieser Mensch, das symbolisiert das blaue, große Ich, ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist zurzeit das Videospiel mit dieser KI, du das Leben dieser künstlichen Intelligenz erlebst. Laut Billmann habe sich um den knapp 60-jährigen Elliger aber eine Art Leser- und Hörkult gebildet, weil alle, die Masse, die den Udo kennt, Masse ist natürlich, habe ich gesagt, reduziert sich vielleicht auf 300, 400 Mann. Das sind natürlich dann oft, wenn du jetzt ältere Videos siehst, das ist alles so lächerlich, wenn sie vielleicht hier, sage ich mal, 20 Jahre, 2001 bei Reut, kann ich jeden anempfehlen, 2001, 19 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, müssten wir jetzt nachschauen, schätze ich mal, das sind um die 10.000 Klicks. Aber was ihr dabei nicht bedenkt, dass von den 10.000 Klicks behaupte ich einmal gut und gern 9.200 Klicks 2 Minuten reinhören, weil sie Idioten sind und so einen Scheiß tun mir nicht an und schalten es wieder weg. Dann ist es ein Klick. Mich interessiert die Masse nicht. Er selbst tritt regelmäßig in der Region, aber auch außerhalb auf. Regelmäßige Treffen in Ellingen sowie Vorträge im Bleinfeld, Fiedenstein und nun auch im Weißenburg sind bekannt. Seine zahlreichen Videos im Internet bringen es immerhin jeweils auf mehrere tausend Klicks und eine Lehre wird in verschiedenen Esoterikforen breit diskutiert. Das ist der nächste Punkt. Ich mache jetzt mal einen Sprung in einen meiner ersten Vorträge, die ich mir jetzt in die Vergangenheit, die ich auch jetzt gehalten habe. Almena. Die ersten Worte, wo ich gesagt habe, mich interessiert hier nur ein Allereinziger, nämlich der, der mich sprechen hört. Wenn du jetzt glaubst, du sitzt hier in Almena in dem Saal, und um dich rum sind jetzt Menschen. Dreh deinen Kopf, da kannst du die sehen. Und du glaubst, die hören mich auch. Wirst du dich irren. Weil das alles Figuren sind, die du dir ausdenkst. Und dann wirst du auch den Eindruck haben, dass die dich hören. Aber Figuren in einem Traum hören nichts. Den Traum, der Traum ist so, wie er geglaubt, wie er ausgeglaubt wird. AUB, Beschwörungskunst. Aber dass das ein Meinheit ist, den du schwörst von dem göttlichen Richter. Das ist das große Problem. Dass ihm nun die Stadt Weißenburg ein öffentliches Gebäude, immer mir, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Wobei das jetzt nicht ganz stimmt, ich bin ganz korrekt. Ich habe hier meine Frau, ich ja sowieso nicht, weil ich nichts habe, aber meine Frau hat den Vertrag unterschrieben, weil nämlich die Bedingung war, es hat eine Helga gemacht, ich nenne einfach Helga, aber die Bedingung, wenn ein Weißenburger den Saal mietet, kriegt er dann ein paar hundert Euro billiger. Und die Eintrittsgelder, die verlangt wurden, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das waren hier dreistellig. 4.000, was nicht, das ist am Tag, das ist teuer, den Zahl musst du ja bezahlen. Und das sind die paar Euro, wo die gemacht haben, plus Trinken und Getränke, Romy ist ja, du weißt das besser wie ich, ich habe da keine Ahnung am Rand. Also das ist alles zusammen gemacht, also die Stadt hier zur Verfügung stellt, das halte ich für sehr schwierig, klar, wir haben Religionsfreiheit, aber man muss immer überlegen, wen man da Tor und Tür öffnet. Damit ist immer auch ein gewisser Prestigegewinn für Gruppen verbunden, weil die dürfen ja in die Stadt rein, aber das kann man ja nicht lassen. Das sind alles Vorurteile. Aber jetzt wird's ganz heiß. Heiko Steffke, Rechtsdirektor der Stadt Weißenburg, weist die Kritik seitens der Kirche zurück. Wir müssen alle gleich behandeln. Und solange es keinen verfassungsfeindlichen und kriminellen Hintergrund gibt, vermieden wir die öffentlichen Räume, wenn es eine Anfrage besteht, weil die wollen ja das Geld haben. Okay, alles andere ist eine Frage des Geschmacks, das interessiert die Stadt nicht.
das Holofeeling-Gedankengebäude sei, Anführungszeichen, auf jeden Fall ein Angebot mit Risiken und Nebenwirkungen, stellt Böhmann allerdings fest. Das ist vollkommen richtig. Das muss ich sagen, das ist einer der wenigen Sätze, was da stimmt. Es ist nämlich so, dieses Gedankengebäude zerstört ein jetziges Gedankengebäude. Was ich durchführe, versuche durchzuführen, aber nicht zwanghaft, sondern ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du mich das tun lässt in dir. Jetzt rede ich natürlich nicht von dem Oder, den du dir ausdenkst. Ich führe bei dir eine absolute Ab, immer zu denken. Wenn ich absorge, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das UB schreiben, englisch. Das ist praktisch der Zahlenwert, das heißt verbundenes Wissen, das ist die göttliche Weisheit und das ist der Wert in der hebräischen Tora für Gott. Punkt 1. Oder ich schreibe A, B, wie im Deutschen, dann heißt es aber Vorder. Auch aufblühen, ausgesprochen. Ich führe mit dir eine absolute Gehirnwäsche durch. Jetzt frage ich dich, was ist an einer Wäsche eigentlich was Negatives? Ich sage dir, dein jetziges ausgedachtes Gehirn ist sowas verdreckt, so unendlich verdreckt mit Dogmen und Geschwätz vom Zweiten, mit Meinungen, mit Glaubenssätzen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, und du fährst auf diesen Gleisen dieser Lügenwelt, dieser Lügenmeinungen, die du nachblabberst, egal ob du rechts, links faschistisch bist, ob du Moslem bist. Und alles wird dir vollkommen logisch erscheinen. Und das, was dir logisch erscheint, ist gut. Und sobald irgendeiner, ein Gegenteil, irgendeiner behauptet, der Henkel ist links, obwohl du ihn rechts siehst oder umgekehrt, dann muss der bekämpft werden, dann ist das ein Lügner. Und du merkst gar nicht, dass du bloß deine eigene Lüge spiegelst. Es ist nämlich immer wieder, zuerst einmal von der Etymologie der Worte, und das ist das Wichtigste, was es gibt, weil am Anfang war das Wort. Das Wort richtig. In Almena habe ich gesagt, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals deine ausgedachte Erde betreten hat. Rechts kommt von Recht, von richtig in der Sprache. Radix, radikal, die Radix des Radieschen kommt vom Wurzel. Rechtsradikal heißt die richtige Wurzel. Das ist das, was die Worte bedeuten. Was du draus machst, ist was anderes. Nazio heißt Geburt und Sozio setzt sich immer ganz frei mit Brüderlichkeit. Rechtsradikaler Nationalsozialismus ist die richtige Geburt, die richtige Wurzel, Entschuldigung, zur Geburt der Brüderlichkeit. Bloß, dass meine Brüderlichkeit sich nicht auf irgendwelche Affenvölker bezieht, sondern auf die ganze Schöpfung, auf die Geisteswelt. Allumfassend. Religion, politische Systeme, alles. Und da ist nichts, was existiert, kann überleben. Also müssen wir uns keine Gedanken machen im Großen und Ganzen. Hier Deutschland wird zerstört durch die Ausländer und all das. Ich denke in anderen Zeiträumen, nämlich unendlich. Und ich garantiere dir eins, deine jetzt ausgedachte Menschheit, die du erschaffst, wenn du an sie denkst, da müssen wir jetzt in Ich-Bin-Du-Quadrat reingehen, das ist Theorie der logischen Typen, hast du die kleinsten Gesetzmäßigkeiten der Mengenlehre nicht verstanden. Ich sage immer wieder, die Bücher, alles, was in Büchern steht, stimmt. Das Problem ist die Auslegung. Mal Russell lesen. Da geht es um die Theorie der logischen Typen. Eine ganz einfache Sache. Das ist Mengenlehre. Ich habe Professoren, die das studieren und haben es nicht begriffen. Dir sollte klar sein, dass ein Denker von etwas was anderes wie das, was er sich ausdenkt. Das hat mit Mengenlehre zu tun. Das heißt, die Menschheit als Ding an sich, als Gruppierung, ist eine Vorstellung von irgendjemandem. Und der, der sich das vorstellt, ist mit Sicherheit nicht ein Mitglied von dem, was er sich vorstellt. Einer, der sich träumende Geister ausdenkt, ganz bewusst, ist selber kein träumender Geist. Weil ein ausgedachter Geist eine Vorstellung ist und ein ausgedachtes Bewusstsein eine Vorstellung ist. Aber der Witz ist, Geist und Bewusstsein oder Energie wird hier rot geschrieben. Wie das Wort Nichts rot geschrieben ist in den höheren Schriften. Das heißt, dass es gewusst werden kann, was es ist. Du Geist, kannst wissen, was es bedeutet. Das Wort Nichts bedeutet, so rum. Und du kannst auch wissen, was das Wort Alles bedeutet. Aber es gibt keine Möglichkeit, dir das irgendwie in einer Art von Form, Information vorzustellen. Weil wie sieht nichts aus? Und dann kannst du dann tausendmal sagen, ist jetzt schön still, ist dir noch nie aufgefallen, dass man das gar nicht hören kann? Du hörst was, was man nicht hört, aber der Witz ist, dass im selben Moment das Gegenteil auftaucht, der Lärm. Bloß da er jetzt still ist, muss der Lärm vorher gewesen sein oder woanders sein. Aber jetzt denkst du, geht es schon wieder woanders hin? Das ist immer dieser Kontrast. Auch das simple Beispiel hier, jetzt ist es hell und es wird wieder finster werden. Und vorher war es auch finster. Das macht deine Logik. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn sich dein Geist erhebt? Man hat dir erzählt, du befindest dich auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, um die eigene Achse dreht.
Das ist deine Vorstellungswelt. Wenn man dir das nicht erzählt hätte, dann wüsstest du das nicht. Entdecken kannst du das übrigens nicht. Und du kannst jetzt tausendmal sagen, das ist bewiesen, und Max mir wieder Bücher, wo das bewiesen ist. Ich sage dir, jede Seite, wo du mir zeigst, zeige ich dir tausend Seiten, wo es Gegenteil oder was anderes behauptet wird. Ich zeige dir Bücher, da steht drin, die Welt ist eine Scheibe, die Welt ist eine hohe Kugel. Ja, aber das ist doch, das sieht doch jedes Kind, dass das ein Scheiß ist. Weil du immer mit einer Logik vergleichst, die dich festhält in einer Perspektive. Das macht Holofeeling nicht. Holofeeling erklärt dir, dass jeder recht hat, aber er erklärt dir, warum die so unterschiedliche Meinungen haben. Es geht darum, was manche aus ihren Offenbarungen machen und wie sie auf sie wirken. Immerhin spricht der Menschensohn, immer hämisch in Klammern gesetzt, eine Lösung für alle Probleme und stellt fest, dass seine Sicht der Dinge die einzig richtige ist. Das ist verkehrt. Da komme ich gleich drauf. Ich sage, meine Sicht der Dinge ist allumfassend. Wäre meine Sicht richtig, wäre sie nicht verkehrt und dann wäre sie nicht verkommen. Das heißt, auch jeder in Holofeeling für neugierig, aber darauf eingegangen, wenn sich eine Gruppe bildet und sagt, wir machen ja in Holofeeling, wir haben ja die richtige Wahrheit, hast du das jetzt nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe? Darum lehne ich auch jegliche Art von Gruppen ab. Es gibt in Du bist ich einen schönen Prüfer, ich sage, ich kann dir all deine Probleme lösen, aber nicht mit deiner Logik. Du wirst also mit, solange du Basic-Betriebssystem in dir laufen hast, ich nenne das einmal so, wirst du immer nur Möglichkeiten und Programme mit Basic-Logik bearbeiten können. Und da kannst du das, was jetzt mit Windows oder Linux oder so mit höherwertigen Betriebssystemen möglich ist, fotorealistische Bilder erfinden in 3D mit einer VR-Brille, in Dolby 7. Sound, wirst du mit Basic niemals programmieren können. Und deine Welt, so gigantisch die ist, wie du sie jetzt erlebst, ich bleibe jetzt einmal in normalen Worten, du kannst jetzt hier rumreisen, ins Flugzeug setzen, Südamerika, Afrika, Asien, diese Flora und Fauna, diese Tierwelt, diese unendliche Vielfalt von Menschen und Charakteren. Wenn ich gerade die Schimmelpilzkolonierung gesagt habe, das ist für mich eine Basic-Programmierung. Gibt es übrigens genügend Beispiele. Für mich ist natürlich vollkommen klar, das ist jetzt nicht der Gedanke Udo. Du stehst in der Hierarchie des Lebens. Du Geist, der du mich jetzt ausdenkst, wesentlich höher wie dieser Gedanke Udo. Das ist nur eine Welle. Du bist immer. Du bist immer. Im Meer. Du bist Gott. Das ist meine Botschaft. Und jetzt zeigt sich, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da mache ich immer ganz einfache Beispiele. Die hier, diese Anhänger, das sind ganz in der Regel gemischt, aber ich sage oft ganz einfache Leute, die lesen die Schriften, die lesen 15 Zahlen, ich höre immer von allen dasselbe. Jetzt muss ich wieder normal reden. Und die sagen, das ist anders, das ist es. Ohne große intellektuelle Bildung, darum sind das meistens sehr einfach. Ich erinnere an die Jesus-Geschichte, der mit den Pharisäern überhaupt nichts zu tun hatte. Schau dir deine ganzen Jesus- und Christus-Filmchen an. Gerade die sind das Problem, es sind Wissensverhinderer. Wenn du in deiner Traumwelt einen gewissen Status aufgebaut hast, ich habe immer wieder, wir haben hier einen Professor da, da soll ich, beim ersten Tag sage ich, hier halt den Mund, du musst keinen missionieren. Ich habe Lehrer da. Ich sage, mach, gib des Kaisers, was des Kaisers ist, lerne den Stoff, den du zu lehren hast. Haltet euren Mund. Das ist das Erste, was ich immer wieder sage. Deine Aufgabe ist es nicht, die Figuren in deinem Traum von irgendwas zu überzeugen. Das wird dir nie gelingen. Das ist die normale Menschen. Die meinen, wenn alle meine Meinung haben, weil die logisch ist, haben alle die richtige Meinung. Es ist immer ein Ausrotten von irgendetwas und ein Ausrotten ist ein Minimieren und es ist ein Entheiligen von dem absoluten göttlichen Ganzen. Und ich zeige den richtigen Weg ins Himmelreich. Ins Himmelreich könne man somit nur gelangen, wenn man seine Offenbarungen folgt. Der Satz steht in keinster Weise, was ich immer wieder sage, du kannst nicht irgendwo hingelangen, wo du schon bist. Du hast es nur vergessen. Du bist hier. Du bist das nicht denkbare Nichts. Und aus dir entspringt immer Gedankenwellen, wo du von immer nur eine Seite siehst. Wenn du sagst, jetzt ist es hell, wenn es hell ist, kann es ja nicht dunkel sein. Und ich sage, jetzt mach dich einmal zu dem, der du bist. Du machst dich jetzt zu dem, der sich aufgrund seiner Erziehung ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt. Dann denkst du dir eine Kugel und die strahlen wir mit einem Scheinwerfer an. Und dann siehst du, eine Seite ist hell und eine Seite ist dunkel. Jetzt lassen wir mal diese Kugel um die eigene Achse drehen. Ich mache jetzt das Wind nicht so weit aussuchen. Was ändert sich von dir aus gesehen an der hellen und der dunklen Seite? Wechselt sich hell und dunkel ab? Kein bisschen. Es ist gleichzeitig. Jetzt wird es aber interessant, so wie du dir das vorstellst, mit einem Wissen, was du übrigens noch nie gesehen hast. Wenn du das beschwörst, dass dir die Kugel schwörst, dann meine ich. Du kannst beschwören, dass du sagst, man hat mir erzählt, dass es so ist.
In dem Buch steht es drin, aber du kannst es nicht beschwören, weil beschwören solltest du nur, was du am eigenen Leib erlebt und mit eigenen Augen gesehen hast. Also gut, ich behaupte jetzt noch weiter, dass in dieser Kugel, die du dir ausdenkst mit deinem Wissen, ich kenne dein eigenes Wissen wesentlich besser wie du selber. Ich könnte jetzt selbst als Brösel Udo sagen, egal wen du mir bringst, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, was er gelesen hat, was er nachplappert, welche Lehre, welche Religion, in welchem physikalischen Bereich der Quantenmechanik ja drin hängt, gibt es überall die Streit, Gespräche. Da ist hier und hier, ist scheißkalt. Und außenrum ist in der Regel warm. Und da regnet es, da scheint die Sonne und da ist das und so, aber alles gleichzeitig. Solange du den Fehler machst, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, das ist der erste Fehler, und jetzt glaubst, ich bin ja irgendein kleines Äffchen auf dieser Kugel, ist natürlich klar, dass es jetzt hell ist und dass es dreht, heute Abend wird es dann finster und dann wird es wieder hell, aber das große Problem, alles was du siehst, siehst du immer jetzt. Ein guter alter Freund von mir hat einmal gesagt, sorge dich nicht um morgen. Warum? Weil morgen nichts passiert wird. Es ist übrigens sofort hier und jetzt sofort überprüfbar. Wenn du das fertig bringst, ich mache mal was Einfaches. Ich sage jetzt einfach ein Glas Wasser einschenken oder ein Glas Kaffee, eine Tasse Kaffee einschenken. Wenn du es fertig bringst, morgen im Laufe des Tages irgendwann einmal eine Tasse Kaffee einzuschenken, kriegst du von mir als materialistischer Mensch 10 Millionen Euro bar auf die Hand. Alles, was ich behaupte, klingt im ersten Moment, wenn man den Trick nicht kennt, verrückt. Und du wirst feststellen, du verlierst. Du kannst jetzt denken, dass du dir das morgen das denkst du jetzt. Aber wenn du mir das beweisen willst, werde ich dir beweisen, dass wenn du es einschenkst, dass es heute ist. Das ist so elementar, das klingt jetzt wieder wie ein Witz, wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ein wunderschönes Beispiel für Dummheit, geistige Dummheit. Und jeder, der das noch nie gehört hat, jetzt wenn man eine Wahrnehmungspsychologie macht und so, der kennt es natürlich, das ist nichts Neues. Aber die Masse, die du dir ausdenkst an Zombies, die werden sagen, das geht nicht. Und es ist das Leichteste der Welt überhaupt, ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Jedes Kind kann das. Du fällst auf deine Logik rein. Muss ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. Und es ist minimal, wenn ich was umfahre. Deine ganzen Probleme, dein Hass baut auf diese Unvollkommenheit deiner Logik auf und all das, was du anderen vorwirfst, ist nur ein Spiegelbild von dir selber. Gottes Sohn aus Mittelfranken, die Lehre des neuen Messias sind ebenso krude wie umfassend und durchaus gelehrt. Das sind mir das Verrückte, die lesen dann eventuell wen rein und sagen, ah, ist ja gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn sie dann in die Holo-Arithmetik gehen, weil da wirst du dann mit Formeln erschlagen, weil das nicht irgendwie ein seichtes Geschwätz von was ist. Der gelernte Elektriker, das ist übrigens wieder eine absolute Lüge. Es ist so schlecht recherchiert. Ich habe in Weißenburg jetzt raumzeitlich als diese Figur Udo, wenn du recherchierst, habe ich 20 Jahre Geschäft gehabt. Ich bin kein gelernter Elektriker. Ich habe einen Beruf gelernt, das ist Radio- und Fernsehtechnik. Und da kann man sagen, das ist ja ähnlich. Nein, das ist nicht ähnlich. Ich kann nicht schreiben, der gelernte Metzger und ich rede von einem Koch. Es geht ja um die Wahrheit. Was ich dir damit zeigen will, dass das selbst von dem Journalisten Jan Weißenburger ist, so unendlich schlecht recherchiert ist. Er greift auf diese 8 Bände von 2000 Seiten zurück und die einzige Seite, die in dieser Art und Weise das darstellt im Internet, das ist halt eigenermaßen wieder das Sascha Möfferlach, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Die haben das eben übernommen, weil sie kostenlos sind. Wenn die nur Holofeeling eingehen, gibt es die ersten 3-4 Seiten, die Holofeeling-Seiten, und da findest du aus dem Stegreif schon mal mindestens 15.000 Schriften, 15.000 Seiten. Nicht nur 2.000. Wie ist das recherchiert? Und jetzt sage ich das Bonbon dazu. Ich sage dir jetzt in deinem arroganten Wissen, dass 99,9% deiner intellektuellen Wissenselemente genau aus solchen präzisen Informationsquellen heraus sind, die du nachplapperst und in deinem Kopf verwirklichst. Und sobald was auftaucht, was deiner Logik widerspricht, ich weiß ja. Das ist dein Wissen. Egal, ob du ein Professor bist, ob du ein Theologe bist, das spielt keine Rolle. Und das, was du zu sein glaubst, hat null Überlebenschance. Übrigens drohe ich jetzt nicht, weil du gehst immer von deinem Körper aus, von deinem Affenkörper. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass also hier in der Bibel, in der Original Tora, immer wieder zwei Worte für Mensch gibt. Das, was du Mensch nennst, was hier Mensch genannt wird, ist in der deutschen Übersetzung steht ja immer nur Mensch. Es ist unheimlich wichtig, ob jetzt hier
Adam steht. Von denen gibt es übrigens keine Mehrzahl. Oder ob da Enos steht oder Medim, das ist die Menschen. Medim nochmal MD, das hebräische Radix MD, heißt Tod. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das lateinische Wort Tod heißt zu viele. Das, was du Menschheit nennst, ist ein Gedanke. Das ist wieder eine Küche plus ein Chat. Wer hat eigentlich die Menschheit gezählt? Bleinfeld-Vortrag anhören. Du wirst feststellen, das sind Fehler über Fehler. Ich zeige dir in Physikbüchern, in Chemiebüchern Fehler. Das sind die Fehler in eurem Führerscheinprüfungsbogen. Da gibt's nichts zu diskutieren, weil das hundertprozentig sicher ist. Dass wenn ich mir jetzt an Mendeleev ausdenke, wo ich lerne, der hat das Periodensystem entdeckt, da gibt's nichts zu entdecken. Wenn einer in einer Zeit, wo es ja geschweige denn so weit weg ist von einigermaßen Technik in Größenordnungen beschreibt, die man nicht einmal mit Elektronenrasterbiesogruppen sehen kann, nach heutiger Vorstellung von Technik, und der beschreibt es bis ins Detail mit Atomen und Elektronen, das kann höchstens sein, dass der da sitzt und dann fällt ihm das ein, dass das so sein könnte. Kopernikus, wenn du da zurückgehst, das, was mit Rückläufer, was der entdeckt hat, das ist nicht möglich. Fitzjohn, der die Lichtgeschwindigkeit das erste Mal gemessen hat mit einem Versuchsaufbau, wo ich dir genau in einem Hebräischen, in der Dora, die Formel zeigt, die in der Dora drin steht, ohne Diskussion. Ihr plappert nach und baut Vorstellungen auf. Aber es ist alles richtig, aber nur in einem symbolischen Sinn. Das H2O, das, was immer ist, El Hayom, Gott, das Meer, ist rot geschrieben. Sobald hier das Meer eine Welle aufschmeißt, H steht für Wahrnehmung, sind da zwei Wahrnehmungen, nämlich ein Wellenberg und ein Wellental. Und die drehen sich um sich. Und das, was jetzt das Drehen ist, nennen wir Volumen. Volumen übersetzt du mit Raum. Geh in ein Wörterbuch rein, das heißt Rollen. Volfere. Volumen, Evolution, Revolution. Und was rollt? Rollt nicht von A nach B, was du dir ausdenkst, sondern das rollt um einen einzigen Mittelpunkt, nämlich um den Punkt herunter. Alles, was auftaucht, zerstört das Bestehende. Augenblick für Augenblick, egal wo du hinschaust. Wenn du versuchst, irgendwas Existierendes am Leben zu erhalten, es geht nicht, da schreibt dir meine göttliche Schöpfung vor. Okay, schau ein Weizenglas an, schau einen Baum an und versuch den möglichst lang am Leben zu halten. Denk an deine rechte Hand und versuch die möglichst lang am Leben zu halten. Sobald du an was anderes denkst, ist sie weg. Der Glaube, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht mehr dran denkst. Die Unsterblichkeit. Ist dir noch nie aufgefallen, dass jetzt in deiner Vorstellung von Mensch, ein Mensch ist ein ganzes Leben. In deiner Vorstellung entsteht der Mensch als ein Säugling. Wenn der in die Schule kommt, ist nichts mehr da von dem Säugling. Wenn er heiratet, ist von dem Schulkind nichts mehr da. Das ist hundertprozentig sicher. Das sind Fakten. Und wenn die Sachen existieren, existieren sie immer jetzt. Akzeptiere es oder leide weiter. Und die, die du dir ausdenkst, die leiden nicht. Nicht einmal der du zu sein glaubst. Ja, ich habe doch Schmerz. Ich sage, wenn du Zahnschmerzen hast, ich garantiere dir eins, der hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist dein Zahn. Und Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Erstens existieren die Dinge bloß, wenn du dran denkst. Und die Sachen, die du dir denkst, die spüren es nicht. Das spürt bloß der Geist, der dran. Und wenn du jetzt siehst, dass einer Schmerzen hat, Schmerzen kann man nicht sehen. Das ist die Interpretation von einem Bild. Du würdest nicht auf die Idee kommen, deinen Computer erklären zu wollen, dass du derjenige bist, der ihn programmiert. Ich mag es wieder so. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Das ist beides ausgedacht. Ich habe einen Computer und ich habe einen Trockennasenaffen. Ich mache mal eine Parallele. Das, was ich hier Gehäuse nenne, nenne ich hier Körper. Das, was ich hier Computerchip nenne, das nenne ich hier Gehirn. Das, was ich hier Programm und Daten nenne, nenne ich dein intellektuelles Wissen. Und all die Dinge sind wieder weg, wenn ich sie nicht denke. Hör auf, irgendwelchen Figuren in deinen Traum erklären zu wollen, dass sie nicht den richtigen Glauben haben. Das mache ich nicht, das interessiert mich nicht. Und nochmal, ich habe betont, ich erzähle dir das jetzt nicht in irgendeiner Form als Rechtfertigung für den Udo-Bachelor. Das ist sowas von uninteressant. Ich bin so unscheinbar. Leb so einfach als Mensch, den du ausdenkst, würdest du das überprüfen, dann wirst du feststellen, dass ich keine große Villa habe und keine Goldketten. Wo ich immer sage, wenn du alle, auch wenn die lieb sind, ob das der Papst ist oder der Dalai Lama, die alles mit sich machen lassen. Mensch unter Mensch. Figur in einem Traum, ein Avatar wie alle anderen auch. Wichtig ist der, der träumt, der es erlebt. Also den gelernten Elektrikum abmacht, tantiert,
Er handiert mit philosophischen, naturwissenschaftlich, judäischen, mythologischen und linguistischen Ansätzen und verknetet sie zu einem Ganzen. Dessen Wahrheit offenbarte sich allerdings nur dem endgültig, der die gesamten 2000 Seiten deiner bisherigen 8 Offenbarungen gelesen hat. Das stimmt zum Beispiel auch nicht, was ich sage. Es sind insgesamt, das Hauptwerk, bleiben wir bei dieser ersten Schrift ohne die ganzen Updates, sind knapp 5000 Seiten. Diese Grundseiten, bevor du die nicht gelesen hast, und zwar mindestens jede Schrift 5 bis 6 Mal, wirst du sowieso nicht verstehen, intellektuell. Es sind übrigens mittlerweile von den 100 Affen etliche, die haben das noch wesentlich öfter gelesen. Noch viel, viel mehr. Geht zeitlich gar nicht, weil Zeit gibt es nicht. Du bist dann schon in einem anderen Zeitraum. Aber das ist überhaupt nicht entscheidend. Das, was ich behaupte, ist, dass du gar nichts lesen musst davon. Du musst einfach zuerst einmal wissen, wer du bist. Ich sage, ich erkläre dir, wer du bist. Punkt. Und dann ganz, ganz einfach, wie du erklärst. Und wenn du jetzt die ganzen, schätze ich grob immer 20.000, 25.000 Seiten, die zugänglich sind, dazwischen drin mit diesen ganzen Updates, wenn du die von hin bis vorne in- und auswendig aufsaugen kannst, ohne eine Sekunde überlegen zu müssen, dann habe ich dir auf der göttlichen Schiefertaufe beigebracht, ein Aleph zu zeichnen. So viel zum Thema der Schimmelpilzkolonie. Und wenn du meinst, ich bläme mich jetzt auf, bitte tut mir leid, wenn du mich so ausdenkst. Das Wichtige ist, ich habe noch nie behauptet, dass der Udo was weiß. Alle, die reden, die wissen nicht. Die Weisheit deiner Welt liegt in den Sprichwörtern, wenn man sie versteht. Und alle, die wissen, die reden nicht. Und ich rede nicht. Das ist ich, OP. Ich lasse den Udo in deinem Traum für mich reden. Und dass er das macht, ist, weil ich dich dazu benutze, dir einen Udo auszudenken, der dir Geist, dir träumenden Geist das erzählt. Das sind die Sätze, die ich dir sage. Also der ist nicht wichtig. Kannst du auch meinen, wenn du ein religiöser Fanatiker bist, so hier wie John Lennon oder was, denn erschieße ich. Es wäre mir so egal. Ich kann nicht sterben, ich bin schon längst tot. Ich bin so viel, ich bin ja nicht du. Und du und du und du und du und du. Und der Baum und der Stein. Das ist immer mit der Sache mit dem Bewusstsein. Bewusstsein kann man nicht besitzen. Jetzt geh mal in deine Universitäten, wenn sie Gehirnforschungen machen, wenn sie probieren, das ausgedachte Gehirn, das Bewusstsein zu finden, und dann ist immer wieder, der hat ja so viel Geist. Da muss dir eins klar sein, ein ausgedachter Geist ist eine Vorstellung von Geist und ein ausgedachter Gott ist eine Vorstellung von Gott. Der Geist, das Bewusstsein ist der, der sich's ausdenkt, der sich in dem Moment, wo wir drüber sprechen, schon wieder zu einem Wort macht, wie wenn ich von nichts und von allen reden, du. Den kleinen Unterschied zwischen Rot und Blau ist zum Beispiel einer kleinen Schritte, die man verstehen muss. Das ist es. Und dazu brauche ich keinen Intellekt. Du musst nicht eine dieser Seiten lesen. Es reicht mir, wenn du begreifst mit diesem einfachen, kindgerechten Beispiel, wer du bist. Und irgendwelche Leute musst du schon gar nicht überzeugen. Wenn deine Erlösung, und Erlösung ist schlichtweg und einfach aufwachen, aus diesem Traum der Hyper, zugegebenermaßen, aber da muss ich sagen, da kommt ein gewisser Gestolz in mir hoch, verdammt echt programmiert ist, es ist nichts anderes wie wirklich eine Matrix. Und es ist nicht nötig, dass du irgendeinen überzeugst von was. Dann sage ich immer wieder halt im Mund. Schon das Gegenteil wieder von Sekten. Da versucht man möglichst viele Mitglieder zu kriegen. Die interessieren mich nicht. Mich interessiert bloß du, der mich jetzt ausdenkt. Und das machst du ganz alleine. Da brauchst du kein Udo dazu. Du müsstest nur dich so weit disziplinieren, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da. Und dann wirst du, das wird dir erklärt, wie man das kann. Und es wäre eine sehr ungerechte Situation, in der du dich befindest, wenn ich jetzt abhängig machen würde, was ja alle religiösen Weltverbesserer glauben, ich muss die Menschen überzeugen, dass sie in der verkehrten Weltbild leben. Nein, ich sage, jeder, egal was er glaubt, lebt im richtigen Weltbild, in einem Weltbild, das eine Richtung darstellt, was die aber nicht wissen, was sie anschauen. Immer nur eine Facette von einem höheren Komplex. Und das ist eine Hierarchie von Chat, nennt sich das. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Und das, sobald du dann Wahrnehmungen machst, ob das nur feinstofflich gedanklich ist oder sinnlich wahrgenommen, bist du in einer unendlichen Struktur. Und unendlich ist eigentlich nichts. Klingt jetzt sehr widersprüchlich, aber das macht dein Denken. Das kommt irgendwann, das ist wie mit der Sexualität. Meine berühmten, einfachen Beispiele, 3x3x3 Wachstumsstufen, das baut in einer extremen arithmetischen Präzision auf. In einer göttlichen. Die, jetzt muss ich wieder normal reden, ich denke mir jetzt Leute aus, die seit wirklich 20 Jahren intensiv Holofeeling studieren, ganz für sich.
Die sagen immer, das ist unglaublich. Und jetzt mittlerweile sagen sie, nee, das ist göttlich. Das, was ist, ist das, was ist. Und wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist jetzt zum Beispiel wieder eine Sache, wo ich sage, das musst du jetzt einfach mal stehen lassen. Aber ich versichere dir, wenn du den Weg gehst, dann wird es so sein. Und dann siehst du in deiner Welt vielleicht Figuren auftauchen, wo das freigeschalten ist. Alles, was du anderen tust, tust du dir selber und im Positiven wie im Negativen. Du bist der Richter über alles und jeden. Ihr könnt wieder sagen, was hat der Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Alphatum gemeinsam? Sagst du mal den, der sich jetzt das denkt, weil in dem Moment, wo er sich denkt, sind es seine Informationen und die Ursache ist sein Schwamminhalt, sein Intellekt. Generelle Einschränkungen für die Vermietung von bla bla bla, das können wir jetzt wegmachen. Das haben wir, glaube ich, durch. Und jetzt wird es interessant. Jetzt machen wir in den Brief weiter, dass der mal richtig loslegt. Ach, dann sein Computer. Faktenbasiert. Also sein Wissen. Ich rede jetzt wieder, wir sind wieder bei dem Roland, der jetzt die Petra aufklärt. Dass die ganzen großen Geister der Aufklärung aber den Aberglauben einer rationalen Kommende, rational heißt berechnet. Ratio ist die Berechnung. Eine rationale Komponente entgegensetzten und die Welt nicht mehr mystisch zu erklären, sondern faktenbasiert. Das war unsere Ausgangsbasis. Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen und nichts ist weniger faktenreich wie irgendein Glaube. Ob das ein religiöser Glaube ist, ob das ein esoterischer Glaube ist oder allen voran, habe ich am Anfang gesagt, ein geistlos nachgeplapperter naturwissenschaftlicher Glaube, Vorstandswelt. Ich mache mal nochmal meinen Harry Lesch. Ich finde den buffig, den ich mir jetzt ausdenke. Ich mache jetzt mal den, oder den du dir ausdenkst. Geh Gedankenspiel mit. Wir denken uns jetzt, weil wir ja noch normale Menschen sind und glauben, es hat eine Vergangenheit gegeben, dass ein jetziger, hochdotierter Astrophysiker, dass dieser Charakter im 1500 etwas gelebt hätte, im 16. Jahrhundert gelebt hätte. Da hat ja angeblich, denken wir uns jetzt, Universitäten gegeben, die schon da waren, bevor es uns gegeben hat. So denken normale Menschen mit einem Haufen Bücher und hohe Gelehrte. Und wenn der damals studiert hätte, dann würde er jetzt mit derselben Inbrunst hier dir ganz logisch erklären, dass die Welt eine Scheibe ist. Und das wäre dann genau einer der ersten Wesen, wenn Galilei kommt, der sagt, das ist eine Verschwörungstheoretiker. Das kannst du total vergessen. Wir Physiker, ich werde dir beweisen, dass das nicht stimmt. Weil wenn die Erde eine Kugel wäre und wieder runterlaufen würde, würde ich ja nach unten fallen und das ganze Wasser würde drauflaufen. Also wie kann man so einen Scheiß glauben? Da müssen wir uns gar nicht mehr den Kopf zerbrechen. Das kann nicht sein. Aber irgendwie hat sich dann die komische Kugelwelt doch durchgesetzt. Weil man Parameter mitverändert hat, die man nicht bedacht hat, dass nicht alles von oben nach unten fliegt, sondern der Mittelpunkt entgegenstrebt. Dem hier. Unaufhaltsam. Das ist die Physik, wenn wir in die Physik gehen, das sind wundervolle Schriften, das ist eine Religion, das stimmt alles. Was nicht stimmt, ist das Erklärungsmodell. Du hast Formeln, die halt auftauchen und deine Lehrer erklären dir, was das bedeutet. E Quadrat ist mc. M Quadrat mal c hoch 4 eigentlich, im Original. Was ist diese Energie? Schau doch einfach das Wort an. Energia. Inneres Wirken. Das innere Wirken, das ist die wörtliche Übersetzung. Was ist eigentlich ein Universum? Uni ist das eine und Versum heißt in eins gekehrt. Universum, Evolution, Revolution. Von Augenblick zu Augenblick, zwar mit Lichtgeschwindigkeit, sobald sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, existiert weder Raum noch Zeit. Raum fällt in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Jetzt, sobald ich an Ewigkeit denke, mache ich schon wieder so, als normaler Mensch. Die Ewigkeit ist nicht irgendeine Zeit, die von der Vergangenheit in die Zukunft, was du Evolution bisher genannt hast, sich aufspannt, sondern die Ewigkeit ist alles jetzt. Das ewige Hier und Jetzt. Und sobald du lichtgeschwind denkst, bewusst, ist alles, was du denkst, immer hier und es ist jetzt. Und du benennst jetzt das. Bleinfeld, Chemnitz, München, mein Wohnzimmer, meine Küche, mein Keller. Aber was dir noch nie aufgefallen ist, ich setze dich in Bewegung. Dass du immer in der Mitte bist, mit einem Vorher, mit einem Hinter dir, mit einem Über dir, du kommst aus der Mitte gar nicht raus. Der Raum um dich, das sogenannte Volumen, das eigentlich nur Rollen heißt, und das rollt nicht von A nach B, du veränderst nur deinen Blickwinkel, auf deiner Verabredung oder sonst was, ist ja ganz grob, das wird eben auf diesen Tausenden von Seiten erklärt, zuerst in einer kindgerechten, einfachen Sprache und dann sehr, sehr präzise mit Formeln, dass du alles nachrechnen kannst. Gut. Petra,
all deine Modelle funktionieren in der Weise, dass sie Zusammenhänge plausibel machen und sie auf Prämissen der eigenen Wahl beziehen, sodass ein vordergründiges, schlüssiges Erklärungsmodell eines Sachverhaltes entsteht. Das ist das, was du wirst immer wieder innerhalb deiner Logik, die wird die Logik nicht verlassen. Warum ist es jetzt eigentlich hell? Hier, in dem Raum. Wir bleiben mal jetzt in dem Bereich, den du dir ausdenkst, auch in deinem Zimmer. Da kann es natürlich jetzt dunkel sein, weil die Zeit ja immer jetzt ist. Du kannst dieses Video anschauen, es kann stockfinstere Nacht um dich herum sein, außer dein Monitorbild. Hängt davon ab, wenn du das anschaust. Ja, jetzt natürlich. Es ist ja immer jetzt. Es ist nicht, dass heute Morgen ein Tag beginnt und am Abend Ende. Es ist ein, ich nenne es ein Zeitfenster, das du aufspannst. Und in diesem Zeitfenster, das ist wie wenn du eine Seite aufspannst. Wenn du jetzt auf dem Monitor diese Worte anschaust, sollte dir klar sein, dass die Worte gleichzeitig da sind. Jetzt fangen wir mal zum Lesen an, machen wir mal da Geräusche draus. Und dann passiert was Eigenartiges. Die kannst du nicht gleichzeitig aussprechen. Aber, was jetzt wichtig ist, wenn du ein Wort aussprichst, sprichst du das jetzt aus. Ich mache mal eine Zeile. Petra, alle deine Modelle funktionieren in der Weise, dass sie Zusammenhänge plausibel machen und sie auf Prämissen der eigenen Wahl beziehen. Und dann schaue ich die Zeile an und ich raste nur den Blickwinkel ab und jetzt sage ich, ich habe die Worte nacheinander gesprochen. Was hundertprozentig sicher ist, ich bin der Erste, dass wenn du die Worte anschaust, sind die gleichzeitig da und wenn du Worte aussprichst, sprichst du jedes Wort auch jetzt aus. Also von einer zeitlichen Nacheinander ist da nichts da. Übrigens auch nicht, wenn du dir einen klassischen Film anschaust, so wie du dir jetzt vorstellst, dass ein Film läuft, auf dem Fernseher, auf dem Monitor, da kommen die Bilder nicht nacheinander. Jetzt, 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 jetzt. Und dein Gehirn, würde der Naturwissenschaftler, der setzt das alles zusammen. Ich sag dir, wenn du dir was ausdenkst, da kiste zum Beispiel ein Gehirn, das wird so funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Die ganze Naturgesetze da außen, die sind nicht entdeckt worden, sondern die funktionieren so, wie du dir das ausdenkst. Du musst die Kausalität umdrehen. Und du Geist, du stammst auch nicht von irgendeinem Gedanken von dir ab, sondern die Gedanken kommen von dir. Egal, was du denkst. Das ist das Problem mit dem Ei und mit der Henne und da gibt es kein Vorher und Nachher. Wenn ich jetzt sage, dass in dem Problem eigentlich schon das Wort Jahwe drin steckt, dann mache ich ja wieder Wortspielereien. AI, auf Hebräisch geschrieben, Aleph J heißt nichts, unter anderem sage ich immer. Nichts. Auf Holo Feeling, A ist 1, I ist der kleine Gott, A ist der große Gott, 1, 10. Das heißt Schöpfergott. Schöpfergott, wissen wir wiederum, heißt nichts. Der Schöpfergott, und jetzt sage ich mal, statt der Henne nenne ich das Wort Huhn. Dann nochmal H-U-H. Da gibt es in dem Hebräischen ein Zeichen Waff. H, Waff, H, dann steht J-H-W-H. Was war jetzt zuerst da? Der Schöpfergott, der denkt, oder der Gedanke, der gedacht wird? Ist dir schon mal aufgefallen, dass jeder Gedanke, den du denkst, den jetzt denkst, es ist ungefähr die Hierarchie, wie wenn du jetzt normal in deiner Logik gedacht, als Brösel, wie ich das nenne, als Äffchen, als Körper dich vor einen Spiegel hinstellst und du lächelst in den Spiegel rein und dann wirst du feststellen, das Gegenüber lächelt. Stimmt oder stimmt? Wenn du heulst, heult das Gegenüber. Da gibt es eine Hierarchie, aber keine zeitliche Hierarchie. Es ist ja nicht, dass du lächelst und danach lächelt der Spiegel, sondern alles, was du machst, wird im selben Moment gespiegelt. Übrigens, das Wort Moment, M und M steht für Gestaltwerdung und O ist immer das Kreisen. Und wenn ich M-O-M, Mem, Waf Mem wieder eingebe, die hebräischen Zeichen dafür, dann heißt es hier Fehler. Das ist das hebräische Wort für Fehler. Weil in dem Moment, wo eine Gedankenwelle in dir auftaucht, fehlt es im Heiligen Ganzen, aber ohne zu füllen. Wie kann ich jetzt das verstehen? Der widerspricht sich ja schon wieder. Schau doch einfach am Film an. Wenn du am Film anschaust, jedes Bild, das auf dem Bildschirm auftaucht, das ich herausnehme aus dieser Datei, ohne was aus der Datei herauszunehmen, das wird bloß herausgerechnet. Jede Vorstellung, acht auf mein Deutsch, jede Vorstellung, die du jetzt machst, alles, was du dir ausdenkst, ist nicht da außen, wenn du träumst. Nicht einmal, wenn es real erscheint auf der Farbbrille. Es ist der Weg innerhalb. Das sind verschiedene Schichtungen. Du kommst mit deinen jetzigen Schimmelpilzkolonie wissen überhaupt nicht weiter. Du brauchst einen vollkommen neuen Ansatz. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Wenn du das ganze Wissen der Mensch, das du jetzt deiner Menschheit zusprichst, in einem Fachgebiet bis zu Detailwissen, was ich sage, jeder einzelne Brösel, den du dir ausdenkst, hat ein eigenes Leben. Wenn wir all dieses Wissen symbolisieren, wir mit einem aller einzigen Buchstaben, dann nenne ich den Buchstaben H. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein neues. Der Satz sollte vielleicht einigen bekannt kommen.
Das ist ungefähr so, wenn ich zu einem Computer sage, wenn du mir jetzt deine ganzen Programme und das Betriebssystem gibst, dann kriegst du von mir ein neues. Jetzt ist dir aber klar, wenn du die Programme und das Betriebssystem hergibst, den Computer platt machen, sagen die. Der ist so verkrebst, der ist so verdreckt, da kann man nochmal weiter platt machen und ein neues Betriebssystem aufspielen. Dann ist aber in dem Moment, wo es weg ist, bin ich ja bloß noch nichts. Eine Kiste, wo keine Bilder mehr sind, gar nichts. Das ist das Vertrauen, wo ich von dir will. Es ist in Wirklichkeit viel einfacher. Aber der Witz ist, wenn du mir jetzt dieses Programm, dein ganzes Wissen deiner Welt gibst, dieses H, diesen Buchstaben, dann merke ich, du vertraust mir. Ein altes Beispiel. Und dafür kriegst du für den Buchstaben von mir ein Wort. Ein Wort ist ja mehr wie ein Buchstabe. Mehr. Und du wirst jetzt feststellen, ich gebe dir das Wort Haus. Und wenn du jetzt genau hinschaust, jetzt mit dem Wort ist wesentlich mehr zu machen wie mit dem Buchstaben, dass ich dir das H gar nicht weggenommen habe, weil ich ja das heilige Ganze nie zerstöre, ich erweitere das bloß. Das symbolisiert, dass egal welches Wissen du in dir trägst, es ist ein systemrelevanter Parameter, egal in welcher Religion du bist, egal in welcher Nation du geboren bist, egal welchen Charakter du hast, es ist ein systemrelevanter Parameter für das heilige Ganze. Ich rede immer von einer göttlichen Bibliothek. Und da sind zum Beispiel Krimis drin. Sind Krimis was Schlechtes? Aber was passiert jetzt, wenn ich die Verbrecher raus tue? Wenn ich im Wellenberg wegmache, fällt auch das dazugehörige Deutsch zusammen, das heißt, die Polizei fällt weg. Dann fällt aber etwas, was prinzipiell möglich ist, nämlich Grimmis fällt aus dem Heiligen Ganz weg und das ist Entheiligung. Die Schwierigkeit ist die Definition einer Grausamkeit. Das ist die Moral, Mosei im Hebräischen. Ich habe so oft erwähnt, das hebräische Wort für Moral, Tradition. Das hebräische Wort Mosei, ich spare mir das jetzt hier auf die Anzeige zu bringen. Kann ja der Heiko eventuell reinschneiden, wenn er das macht. Dieses Wort Mosea, das heißt erst einmal Moral, dann heißt es hier Angeber, Denunziant und Schwarzmaler. Ich muss es doch schnell einschalten hier. Für den Heiko, dann hat er nicht so viel Arbeit. Das ist übrigens, was hier steht, ist nicht willkürlich, das ist ganz normal. Schaut es in dem Wörterbuch nach. Weiter. Was habe ich dann jetzt? Ach, ich schwächel schon wieder. Ich war alt. Nein, komm gar nicht in Frage. Jetzt haben wir es. Moser. Das ist M-O-S-R. Angeber, Anschwätzer, diese ganzen Sachen. Angeber, Anschwätzer, Belehrung, Denunziant, Ermahner, Ermahnung, Fessel, Moral, Warnung, Zuchtzüchtigung, Zügel zur Rechtweisung. Das grün geschriebene ist Itzhak Luriga, die mir also absolute echte Juden, sagen wir jetzt einmal, wie die dieses Wort übersetzen. Zuchtzüchtigung, Disziplin, Erziehung, Ausbildung, Warnung, das steht jetzt da eigentlich alles mit drin. So, und jetzt, wie kannst du das verstehen? Das musst du gleichzeitig denken. Ein Moralist ist ein Schwarzmaler, ein Angeber, weil ein jeder Moralist gibt an, was richtig und was verkehrt ist. Ist jetzt der Henkel rechts oder ist er links? Ich weiß es. Der Henkel ist rechts oder der Henkel ist links und jeder, der wo was anderes behauptet, ist ein dummer Kopf. Er ist ein Schwarzmaler. Weil er, wenn du nicht das tust, was wir dir wollen, dann kommst du in die Hölle und niemals ins Himmelreich. Er ist ein Denunziant, weil er jeden massiv denunziert, der nicht seine Logik entspricht, der nicht passt. Wenn du rechts bist, hast du einen Hass auf Ausländer, wenn du links bist, hast du einen Hass auf Rechtsradikale. Den guten Menschen bei eigener Definition, jeder in seiner Logik meint, er gehört zu den Guten, den ist gar nicht bewusst, wie viel Feindbete er in sich trägt. Umso mehr du meinst, du weißt, was richtig ist und was gut ist, das erscheint dir dann auch vollkommen gut, weil deine Logik dir das aufzwingt, die du dir nicht raussuchen konntest. Hast du Feindbete ohne Ende? Habe ich nicht gesagt, liebe deine Feinde? Das Wort Feind steht schlichtweg und einfach für alles, was dir böse, schlecht, auch unlogisch oder unbrauchbar erscheint. Das sind Puzzlestücke, die du entheiligst dich selbst, den eigenen Geist. Ich sag zu dir, der du immer bist, du Geist. Liebe all deine Wellen. Und du musst keine Angst haben von irgendeiner Welle. Und du solltest dann nicht sagen, die Welle ist gut und die ist schlecht. Oder die Welle bin ich. Wenn du an dich denkst und die anderen Wellen bin ich nicht. Einfache Sätze, die ich seit einem vollen Jahrhundert predige. Immer im Jetzt. Immer in ein Zeitfenster hineingedacht. So,
Die Filterblase haben eine weitgehende Einigkeit ideologischer Prämissen. Sie werden nicht hinterfragt, sondern als gegeben aufgefasst. Die Plausibilität als Indizienbereich. Aus beiden zusammen resultiert der Glaube an eine Lehre. So funktioniert eine Sekte. Jetzt muss dir klar sein, dass alles, was eigene widersprüchliche Glaubenssysteme, Sekten sind. Zum Beispiel die größte Sekte deiner Welt ist die Naturwissenschaft. Es ist die Weltreligion. Chronologisches Denken, Gedanken, die hier und jetzt gedacht werden, um sich herum im Raum und Zeit zu verstreuen und sich dabei einzureden, dass man damit nichts zu tun hat, das ist Materialismus. Darum habe ich ihn, ich bin nur in den ersten Seiten, weise ich schon darauf hin, du kannst jetzt viele klassisch religiöse Sekten ausdenken. Ob das Moslems sind, ob das Christen, ob das Hindus sind, es gibt keine einzigen, die nicht an der Vergangenheit glauben, die sie sich ausdenken und meinen, sie haben damit nichts zu tun. Dieser Materialismus und alle glauben, sie sind Säugetiere. Ob das Moslems sind, ob das Juden sind und alle versuchen, ihr Affendasein möglichst lange in die Länge zu ziehen. Wenn du mal Holofeeling wirklich verstanden hast, dann bist du wahrlich ein Verrückter. Was heißt verrückt? Verrückt. Dann bist du nicht mehr normiert, nicht mehr normal. Für normale Menschen bist du dann nicht mehr zurechnungsfähig. Jeder, der wirklich Holofeeling lebt, was der meiste ja gar nicht mitkriegt, wenn du auf mich hörst, ich sag halt am Mund, bleib möglichst im Hintergrund. Und wenn du mit normalen Affen zu tun hast, dann unterhalte dich auf der Ebene der Affen. Wenn du versuchst, deinen Händen was zu erklären, es ist sinnlos. Das wirst du übrigens merken. Jeder, der längere Zeit Holofeeling macht, das ist dann diese Aussage, ich bin mit einem zusammen gewesen, der den Holofeeling macht, der lässt dir überhaupt keine Wahrheit gelten. Hundertprozentig hat er kein Holofeeling gemacht, weil wenn der Holofeeling gemacht hätte, wäre er mit allen einverstanden gewesen, was die sagt. Weil er erkennt, du hast auch recht, bloß er was, in was für einer engen Filterblase sie hängt. Das macht es aus. Es geht um eine allumfassende Liebe. Liebe deine Feinde. Das sind Sichtweisen, das sind Perspektiven. Du hast eine Vorstellung von richtig, Richtung und alles, was für dich verkehrt ist, ist die Kehrseite. Ich, wenn ich sehe, dass ich sage, das Ding hat keinen Henkel und sage, nee, das Ding hat einen Henkel in der Mitte, was ich was er sehe, weil ich nämlich alle Seiten gleichzeitig sehe. Darum habe ich hier vor 20 Jahren in einem ja ganz von vornherein gesagt, ich führe keine Diskussionen, ich diskutiere nicht, weil das Wort Diskussion heißt ein Kampf um einen Standpunkt. Lass uns das ausdiskutieren, wer recht hat. Es ist unendlich sinnlose geistige Energieverschwendung. Ich führe jetzt einen Monolog, weil ich mir das selber erkläre. Der Monolog ist immer das Chat. Lass uns ausdiskutieren, was eine Küche ist. Ein Herd, ein Kühlschrank, ein Waschbecken, Töpfe, Gewürze, was ist eine Küche? Das ist die Welt der Normalität, die du hoch, geistreich, weil man dich so programmiert hat, die Welt der vernunftbegabten Menschen und beziehen das Wort Mensch auf Trockenauslaufen. Lass uns drum streiten, was ist eigentlich eine Wohnung? Ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer? Lass uns das ausdiskutieren. Es kann ja nicht jeder recht haben. Das sind deine Menschen, die du dir ausdenkst, die übrigens alle unschuldig sind. Die können ja nichts dafür, dass du sie dir so ausdenkst. Und du wiederum kannst dir nichts dafür, du Geist, den ich das jetzt erzähle, dass du die denkst. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und die Welt, die du dir jetzt träumst, ist nicht dazu da, dass du die Fehler rausmachst, weil der Führerscheinprüfungsbogen ist voller Fehler. Aber deine Aufgabe ist es nicht, die Fehler rauszumachen. Die müssen drinbleiben für die Nächsten, die nach dir kommen. Und der den erschaffen hat, diesen Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler, der hat sich dabei was gedacht. Gibt es übrigens auch in der Prüfung Praxis und Theorie. Ich habe jetzt immer von der Theorie gesprochen. Wenn du in der Fahrschule bist, fährst du auch schon Auto, was uns zu dem Wort Automobil führt. Jetzt kommen wieder die ganz alten Sachen für die ersten Holofeeling-Sachen. Was ein Automobil ist, Autos ist das Selbst und das Mobile ist die Bewegung, ist ein Selbstbeweger. Was ist denn dann eine Automatik? Das ist erst einmal wieder ein Selbst und Madikus heißt Dummkopf, Tor, Blödmann, Unbewusstsein, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Eine Automatik, die macht etwas von selbst, aber sie weiß nicht, was, warum sie das tut und wieso sie das macht. Was ist dann ein Mathematik? Die Madik bleibt der Dummkopf, der Tor, der Blödmann. Mathe hat mit Rechnen nichts zu tun. Da können wir dann reinspringen. Ist Mathe, das Wort griechische Wort, hast einfach nur die Erkenntnis, das gelernte Wissen, das, was du kennst, ist das, was man dir einprogrammiert hat. Und ein Mathematiker ist eigentlich jeder normale Mensch, egal welcher Mensch er ist, als Affe.
Er fährt als Dummkopf auf den Klausen seines gelernten Wissens und er weiß nicht, was er eigentlich genau macht und warum er das macht. Weil normal ausgedachte Menschen sind Gedanken. Der, der es wissen sollte, ist der, der sich die Menschen ausdenkt. Das ist immer der Unterschied, wo ich dann sage, Tiere, die du dir ausdenkst, denen sprichst du einen gewissen Instinkt zu und den Trockennasenaffen, die ja genau genommen bei eigener Definition auch bloß sterbliche, vergängliche Säugetiere sind, darum hast du dieses Wort Endosch auch im Hebräischen unheilbar krank. Es werden keine Menschen überleben. Nochmal, der Säugling, den du dir denkst, ist weg. Alles, was du prinzipiell, was existiert, ist schon weg, wenn du es nicht mehr denkst. Das sagt jetzt der Erste. Kann jedes Kind sofort überprüfen. Der Zweite sagt, was ist das für ein Spinner, weil dir das unlogisch erscheint. Es ändert nichts an der Tatsache, dass das, was ich dir sage, hundertprozentig sicher ist und was du glaubst, zwar logisch ist. Was sollte denn einem geistlosen Computerprogramm, an Homo sapiens, bei eigener Definition, logischer erscheinen wie die Logik auf den Gleisen, auf denen er denkt? Und wenn jetzt da einer auftaucht, den du das erzählst, wie die abstürzen, da hat jeder von euch die Erfahrungen schon gemacht. Von euch meine ich jetzt die Geistesfunken von mir hinter gewissen Masken, die ich mir ausdenke. Stimmt, Ruder, das stimmt. Keine Chance. Und dann will man natürlich retten. So funktioniert die Sekte. Ehrlicherweise muss man auch die großen Weltreligionen in diesem Sinne als Sekten bezeichnen. Das ist richtig. Aber was er jetzt komplett auslässt, ist sein Glaube. Er ist seriös. Er hat studiert, Naturwissenschaft, wissenschaftliche Psychologie. Mir sind Fakten basiert, nicht bloß mystisches Geschwätz, was man nachplappert. Ich sage, beweis es mir. Die Wissenschaft ist der große Durchbruch in der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit. Würde er das auch sagen, wenn man ihm das nicht beigebracht hätte in seiner Glauben, in seiner Religion? Es ist genau das Gegenteil der Fall. Du wirst irgendwann einmal demütig in der Selbstbeobachtung erkennen, bei dem, was du dir so alles ausdenkst, dass alles genau andersrum ist. Dass die Guten die Bösen sind, die du bisher als gut definiert hast, böse sind und dass die Bösen gut sind. Aber es bleibt Einseitigkeit und wenn dann noch weiter gehst, was du meinst, dass beides gleichzeitig sind, aber bloß eine Seite davon da ist. Wir machen eine Welle, das ist ein Wellenberg und ein Wellental. Du denkst schon wieder zeitlich. Die Ursprung jetzt rein, arithmetisch, die Arithmetik ist die Rechenlehre. Haben wir einen Einheitskreis, den wir uns ausdenken, der hat 4 Quadranten. Und das, was du jetzt einen Sinus nennst, denkst du aus diesem Einheitskreis heraus, das ist ein reines Konstrukt, ein Auftragen von Winkeln, die gleichzeitig da sind. Plus ist hier und Minus ist hier. Du machst aber das Plus hier und das Plus hier, du reißt das schon wieder auseinander. Du sagst, jetzt ist es hell und heute Abend wird es wieder finster. Hell, finster, hell, finster. Sobald du dich erhebst, in die Synthese gehst, Synthese ist der Geist, die Synthese von Desi und Antidese, das ist der sich die Erdkugel ausdenkt, die von der Sonne umschienen wird. Dann wirst du auch plötzlich merken, dass das, was du siehst, nicht dreidimensional Volumen ist, sondern es ist, wenn ich immer sage, die 3D-Brille, dass das schlichtweg und einfach erst durch die Verknüpfung, reinen arithmetischen Verknüpfung von 2 Bildern, eine dritte Dimension entsteht, die da außen gar nicht ist. Das kann man ganz leicht, wenn ich mal sage, was auf deiner VR-Brille auftaucht, hast du 2 flache Bilder. Und da drinnen entsteht ein dreidimensionales Bild, weil alles, was du um dich herum ausdenkst, deine Information ist, sonst könntest du es nicht sehen. Nochmal, es muss in deinem jetzt ausgedachten Gehirn drin sein. Aber da ist hier Schluss, jetzt in dem Vorstellungsmodell. Und dann wirst du irgendwann einmal merken, dass dein Körper jede Kleinigkeit, die Namen, Nomen ist Omen, dass das komplett ein arithmetisches System ist. Die Holofeeling-Studie, muss man, das geht nicht auf 500 Seiten. Aber das ist unwichtig. Der Wissenschaft reicht Plausibilität nicht als Gradmesser für die Bewertung einer Aussage. Sie fragt nach wahr oder unwahr. Kategorie 2, ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Damit ist die Entheiligung schon da. Und die Plausibilität, Plausibilität, die er hier anspricht. Was seid ihr denn einer gewissen programmierten, was seid ihr denn an Basic-Betriebssystem logisch erscheinen wie die Basic-Struktur? Aber was passiert, wenn du Windows-Daten einspitzt? Es ist immer wieder, das ist ein ganz simples Beispiel. Dass alles, was er denkt, ihm vollkommen logisch ist. Für ihn ist vollkommen logisch, dass hell und dunkel abwechselt und dass er von seiner Mutter geboren wurde in der Vergangenheit. Dass er das aber nur mit einem Meineid beschwören kann. Jeder Einzelne, und nochmal, wenn du Meineid schwörst, das Einzige, was ich von dir jetzt verdrehst, du darfst alles dir ausdenken. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Aber im klassischen Sinn, als richtig ansehen, sollte
solltest du nur das als Wahrheit, eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit, ist das, was du jetzt wahrnimmst. Und dann ist es nicht richtig, dass sich auf einem Monitor was bewegt und es laufen auch schon gar keine Menschen hin oder her. Das ist jetzt kein Finger, wenn du vom Monitor sitzt. Tausendmal zeige ich das in Videos. Und da bewegt sich nichts von rechts nach links, wenn du genau hinschaust. Jetzt muss ich da doch kurz reinspringen. Wissenschaftliche Definition, das ist übrigens aus die Physik in Nullpunkt Gottes. Die ist simpel aufgebaut, das sind klassische Wikipedia-Einträge, die dann hier 1:1 zitiert werden und werden erklärt. Und jetzt ist es rückgängig, dass ich sage, es stimmt alles, was ist, aber nicht die Bilder, die du dir vorstellst, wenn du das hörst. Und das ist jetzt der Punkt, die Halluzination. Ich zitiere, also zum Teil kann es sein, dass die Einträge minimal verändert sind, weil Wikipedia ist ja auch eine gewisse Bewegung drin. Und ich weiß jetzt, weil ich es erschaffen habe, dass das zuerst Wikipedia war, der immer nur wieder abgeschrieben. Kann ja jeder eintragen, aber das sind ja immer Quellen, die sogenannten offiziellen Quellen, die man dann benutzt. Da muss man zuerst einmal wissen, was offiziell hinderlich sein und im Weg stehen heißt. Das kommt von Office, von der Bürokratie, der Logik. Stimmt nicht, wenn du sagst, nimm ein Lateinwörterbuch in die Hand. Offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Und was so mein Lieblingswort ist, ist das Kapital. Das Wort Kapital heißt ein todbringendes Verbrechen. Und solange du, Depp, mach deine Döppen auf, glaubst, dass dich Kapital am Leben hält, du wirst feststellen, das bringt dich ins Grab, wo du eigentlich jetzt schon drin bist. Das ist nämlich diese Traumwelt, in der du dich befindest. Versuch wach zu werden. Und der Halluzination, dieser Eintrag war das große klinische Wörterbuch für Psychiatrie. Aber das kann sich verändern. Unter Halluzinationen versteht man eine Wahrnehmung eines Sinnesgebietes, ohne dass sich nachweisbare Reizgrundlage vorliegt. Die Wahrnehmung eines Clusters, das ist jetzt sehr gespreizt in Holophilien geschrieben, was du da vor dir auf dem Monitor siehst. Unter einer Halluzination versteht man eine Wahrnehmung eines Sinnesgebietes, ohne dass eine nicht nachweisbare, eine nachweisbare Reizgrundlage vorliegt. Ich lese es normal so. Das ist der Reih, ist der Spiegel. Und nach heißt ruhend, entschädigt. Das bedeutet zum Beispiel, dass physikalisch nicht nachweisbare Objekte gesehen werden oder Stimmen gehört, ohne dass jemand spricht. Halluzinationen können alle Sinnesorgane betreffen. Das, was du jetzt im Moment erlebst, ist genau der Fall. Und jetzt, mein Kind, pass genau auf, was jetzt kommt. Je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, siehst du einen Menschen, obwohl überhaupt kein Mensch da ist. Und du hörst einen Menschen sprechen, obwohl überhaupt kein Mensch spricht. Weil was du siehst, sind einfach nur Lämpchen, die flackern. Und was du hörst, ist nach deiner Logik, die du jetzt übrigens auch nicht siehst, die du schon wieder in irgendeiner Kiste reinkonstruierst, eine kleine Vibrante hin und her schwingt und angeblich Schallwellen erzeugt, die zu deinem Ohr gehen. Der Witz ist jetzt, dass die Lautsprecher nicht da war. Schallwellen hat sowieso noch keiner gesehen. Und es geht in dein Ohr rein und dann geht es ab, Steichbügel Cochlea in dein Thalamus rein, in das Schlafzimmer und dann hörst du die Stimme. Das ist logisch. Das ist alles bewiesen. Zeig's mir. Ist jetzt das Sektengeschwätz oder ist es kein Sektengeschwätz? Das, was ich dir sage, ist das, was hundertprozentig sicher ist. Wobei das, was ich jetzt erzählt habe, zitiere ich den religiösen Glauben eines Naturwissenschaftlers. Aber kann er das überprüfen? Du kannst dann Vorstellungen aufbauen, du kannst das verwirklichen, teilweise. Und jetzt pass auf, bei einer Illusion, jetzt wird es ganz interessant, was das ist. Bei einer Illusion hingegen wird ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen. Was passiert, wenn du eine Zeitung liest? Das Einzige, was da ist, ist ein Fetzen Papier. Und du kriegst plötzlich Angst, da ist ein Krieg ausbrochen, da ist dieses, da ist jenes. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen und in irregulären Mustern werden scheinbare Gesichter erkennbar. Wohlgemerkt, das ist das Original-Eintrag bei Wikipedia. Habe ich nicht gesagt, alles, egal welches Buch du mir bringst, das du mir zeigst, alles, was da drin steht, stimmt. Es wird nie, egal was einer behauptet, was du von mir hörst, dass das nicht stimmt. Aber ich sage dir, ich bringe dir andere Bücher, wo zum selben immer was anderes drin steht. Das natürlich auch stimmt. Henkel ist rechts, Henkel ist links. Das ist so ein simples Beispiel, kindgerecht. Das ist jetzt, wenn du eine Zeitung liest oder Fernsehen schaust. Nochmal, es ist wichtig, lass das auf dich wirken. Du leidest, nicht ich.
Ich leide überhaupt nicht als dein Gedanke. Ich will dir helfen. Und da hat nichts damit zu tun, dass du an deinem jetzigen Menschenleben was verändern müsstest. Das ist auch so eine Bedingung. Das lasse ich unangetastet. Du musst nur nicht eintreten, nur nicht austreten und keinen Pfennig dafür bezahlen. Du lebst dein Leben genauso weiter. Aber was du jetzt wirst, du wirst der dich sich selbst beobachtet als Figur. Du wirst jetzt einer, der ein Videospiel spielt und sich jeden Moment bewusst wird, dass das Männchen, das da in der Welt rumläuft, dass weder die Welt noch das Männchen existieren, dass das nur in deinem Kopf abläuft von den Spielern. Dann gehst du aus der Unvergessenheit heraus. Bei einer Illusion hingegen wird ein real vorhandener Sachverhalt verändert wahrgenommen. Ein tatsächlich vorhandener, feststehender Gegenstand scheint sich zu bewegen oder in irregulären Muster werden scheinbare Gesichter erkennbar. Das ist ein Foto, das ist ein Monitor, das ist dieses jenes. Bin ich dumm, ich hätte es bloß größer machen müssen. Was passiert? Und jetzt, das sind Selbstgespräche, das ist das Verrückte. Immer, wenn du die vorhergehen hast, weißt du, dass du jetzt am Fetzen Papier hast, du Worte liest, die lösen in dir Vorstellungen aus und der erklärt dir eigentlich, was in dir abläuft. Viel genauer wie jedes Meditationsbuch, jedes religiöse Meditationsbuch oder jetzt was. So genau, dass du das sofort nachvollziehen kannst, wenn du die Schritte mitgehst und dich dafür interessierst. Und dann komme ich dir auch als Gott entgegen, indem ich dir das wesentlich präziser einfallen lasse. Wenn du nur immer nachschauen musst, dich nachrichten tust, nach anderen richtender Meinungen, dann hast du immer die große Auswahl von Möglichkeiten. Aber da wirst du selektieren, da müssen wir jetzt das stochastische Denken haben. Wenn du Beweise willst, dass was nicht stimmt, werde ich dir immer mehr Beweise einfallen lassen, dass es nicht stimmt. Und wenn du was glauben willst, werde ich dir immer mehr Beweise einfallen lassen, dass es so ist. Bis hin teilweise zur Realisierung. Wenn du jetzt glauben willst, dass der Weltuntergang kommt, was jetzt viele sagen, die Zeugen Jehovas haben ja schon so oft gesagt, die Welt ist untergegangen. Ist ja nicht. Wieso ist das in deinem Traum nicht passiert? Weil du glaubst, dass die Welt nicht untergegangen ist. Was passiert, wenn du das glaubst? Für die, die das geträumt haben, ist die Welt untergegangen? Patch. Täglich kriegst du das Mund mit dir, das ist wie in einem Videospiel. Welt geht unter, dann hörst du da, bium. Neu anfangen. So funktioniert es. Schlechter Glaube. Du bist ja auch in dem Wahn, dass du sagst, ja, ist ja logisch, irgendwann einmal in der Zukunft werde ich mich wieder auflösen. Aber ich bin ja Seele, ich bin ja Geist. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich sage, ich bin ein Geist oder ich bin ein Trockennasenaffe? Beides ist eine Existenz, die schon wieder weg ist, wenn du es nicht denkst. Aber wie lange ist eigentlich ein Gedanke da? Der ist immer jetzt da. Wie lange dauert es jetzt? Pass auf, ich zeige dir mal immer mein kleines Spiel. Denk dir, das ist die Zeitanzeige von YouTube-Video. Eine Sekunde. 1000 Jahre. Eine Mikrosekunde. Was hat länger gedauert? Es ist alles so da, solange es da ist. Aber die Worte lösen eine andere Vorstellung in dir aus. Ich kann mir jetzt hier Nürnberg ausdenken. Ich kann mir Zürich ausdenken. Ich kann mir Wien ausdenken. Aber wo ist jetzt das? Immer hier. Ich denke es mir aus. Aber egal, was ich mir ausdenke. Ich kann mir grünes Marsmännchen auf dem Mond oder auf dem Mars denken. Aber ist dir aufgefallen, dass jetzt die ganze Zeit weder ein Mars, ein Mond noch ein grünes Marsmännchen existieren, bis ich die Worte ausgesprochen habe? Das ist hundertprozentig sicher. Das sind Fakten. Warum ist jetzt da wieder hell? Ja, weil die Sonne scheint. Wo war die ganze? Kann der Sonne, die gar nicht da ist, was hell machen? Es gibt eine Sonne, die nie da ist. Das ist der Sohn. Das ist dein geistiges Licht. Ich sage immer die Lampe im Projektor. In deiner Welt, du wirst doch wohl nicht glauben, wenn du jetzt in einem Kino sitzt und du siehst eine herrliche, prächtige Landschaft vor dir, dass diese Landschaft von der Sonne, die da oben ist, im Kino beleuchtet wird. Ja, die Schattenwürfe, alles das kann ich am Computer simulieren, sogar in 3D. Es sind arithmetische Berechnungen eines Programms, das ist Holofilling. Und nochmal, das ist nicht erschaffen für die Figur, die, wenn der Film läuft, die in dem Film auf der Leinwand oder auf der VR-Brille auftauchen. Was passiert, wenn ich, das ist jetzt rot geschrieben, all heißt Gott und nichts. Es blau heißt Raumzeit. Wenn ich, raumzeitlich unbewusster Mensch, blau geschrieben, innersterbliches Säugetier, das heißt ich, das blaue Ich, eine Zeitung lese oder auf einem Fernseher- oder Computermonitor glotze, nehme ich unbewusster Mensch dann diesen real vorhandenen Sachverhalt genauso wahr, wie er wirklich ist? Nein! Ich nehme ihn verändert wahr. Ich unbewusster Mensch glaube nämlich dämlich, dass sich in bzw. auf diesen feststehenden Gegenstand etwas zu bewegen scheint. Das ist Bewusstsein, nicht deine Logik.
Ich unbewusst, der Mensch glaube nämlich dämlich, blau haben wir gehabt. Fakt ist jedoch, rot geschrieben, ein hundertprozentig sicheres Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das bedeutet Faktum. Es gibt auch alternative Fakten. Was sind denn alternative Fakten? Ich behaupte, dass ich mich jetzt nur als Pixelmännchen auf dem Monitor befinde. Aber das gilt nur dann, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der jetzt vom Computer sitzt, wenn ich das glaube. Wenn ich jetzt glaube, ich bin jetzt in dem Moment im Blindfeld, dann sehe ich den Udo in einer gewissen Entfernung real vor mir sitzen. Wobei Entfernung heißt, dass ich eigentlich in dir drin bin. Fakt ist jedoch, auf einem Fernseh-Monitor bewegt sich nichts. Der besteht bewusst betrachtet nur aus völlig unbeweglichen flackernden Lämpchen. Nimmst du das überhaupt wahr? Wenn du Fernseh schaust, nimmst du wahr, dass wenn du in der Zeitung reinglotzt, dass da vor dir nur ein Fetzen Papier ist mit Farbe drauf gespritzt, wo du plötzlich Grieche, Politiker, wo du genau weißt, ob das Gute sind oder ob das Böse sind, habe ich aus das Buch heraus, sage ich immer pro Leben. Wo weißt du das her? Das habe ich aus das Buch heraus. Aus das Internet heraus. Aber da muss der Glas eine, egal welche Seite du mir zeigst, ich kann dir auch andere Seiten zeigen. Und es bleiben trotzdem nur flackernde Lämpchen. Ich, unbewusster Mensch, sehe doch in der irregulären Muster dieser Matrix, das nennen wir übrigens auch Matrix, dieser flackernden Lämpchen, scheinbare Gesichter und reale Gegenstände, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. In der Wirklichkeit. Ich erkläre dir, was die Wirklichkeit ist. Und was passiert, wenn ich, unbewusster Mensch, eine Zeitung lese, sehe ich, was de facto hier und jetzt ausgedacht da ist, weil die denke ich mir auch aus mir heraus, wenn ich träume. Stell die vor mich hin. Ich, bewusster Mensch, sehe völlig statische Buchstaben, jedoch als unbewusstes Ich sehe ich nicht das, was wirklich da ist, sondern ich sehe scheinbare Gesichter und reale Gegenstände, ich sehe bewegte reale Gegenstände. Alles, was ich aus den Buchstaben jetzt heraus generiere, wenn ich mir das vorstelle, wo es eigentlich bloß Informationen sind. Meist nur einseitig logisch interpretiert herauslese. Zum Beispiel, das sind die zwei Stellen. Nochmal, die ich mit Holofilien konfrontiere, diese träumenden Geister, denen ich in ihren Traum irgendwie auf irgendeine Art und Weise Holofilien-Schrift der Seite irgendwas einspiele, sind zwei Seiten. Es sind welche, die lesen wirklich nach ein paar Zahlen. Nach der ersten Seite. Oh, das ist irgendwie total anders. Und spinnt sich total angesprochen und die anderen lesen zwei, drei Zahlen, das ist Teufelszeug, damit will ich nichts zu tun haben. Die sind alle so gescheit. Und dann wird natürlich, weil man zu bequem ist, im Angesicht dieser riesigen Menge von möglichen neuer, vollkommen neue Informationen, geistreiche Informationen, das tue ich mir nicht anders, schaue ich zuerst im Internet nach Holofeeling, ah, Sekte, alles klar, die wollen Kohle machen. Und dann ist es abgehakt. Das nennen die dann hier seriöse Wissenschaft. Neugier. Okay, die ich herauslese und diese Geschichte verwirkliche ich dann aufgrund meines Glaubens, Beschwörungskunst, AOB, unbewusst in mir selbst. Hat ein Trump einen Einfluss drauf, wie du in dir ausdenkst? Hat eine Merkel einen Einfluss drauf, wie so von dir? Kennst du die überhaupt? Hast du die jemals gesprochen? Ich sage immer in Bezug auf den Jan Stefan, den ich überhaupt nicht kenne. Der Journalist, der diesen seriösen Eindruck in die Weißenburger Zeitung macht, das Einzige, was da wirklich existiert ist, in den Nürnberger Nachrichten war, und das dann hier zwangsläufig sich aufbauscht. Das ist das, wo zuerst einmal nachschauen in einer seriösen Quelle, was richtig ist. Und immer nochmal, es ist 99% deines jetzigen Glaubens, ist alles aus so seriösen Quellen, die total einseitig subjektiv interpretiert sind. Und jetzt geht's weiter. Ich sehe scheinbare Gesichter, reale Gegenstände und bewegte Geschichten beim Betrachten der Worte in Zeitungen und Geschichtsbüchern. Und beim Betrachter war die Märchenbücher und fiktiven Romane. Da ist ja kein Unterschied. Ob ich jetzt ein Geschichtsbuch lese oder was weiß ich, an Dan Brown oder wie heißt Foley, ein Mittelalterroman lesen du. Es bleibt ein Fetzen Papier drauf. Doch bei Märchengeschichten ist selbst einer geistigen Schlafmütze bewusst, dass die aus den Märchenbüchern generierten, bewegten Geschichten, Menschen und Dinge in seinem Kopf, das ist ja wie ein Dateierbuch, das ist mein Bücherregal, nur hier und jetzt im eigenen Kopf existieren, wenn an sie gedacht wird und dass die nie da außen existiert haben. Sobald ich aber interpretiere, dieses Buch ist ein seriöses, offizielles Geschichtsbuch, dann war das in der Vergangenheit so. Ich erkläre dir, wie du funktionierst. Und jetzt habe ich hier von mir, wenn ich durch den Udo seine Augen schaue, habe ich einige
betroffen liegende Geschichte von Leuten, die wirklich schon seit 15 Jahren Holophilic machen, weil ich sage, du brauchst mindestens 15 bis 20 Jahre vom ersten Mal hören aus, wo dir das beim ersten Mal schon logisch erscheint, bis das dann wirklich permanent installiert ist, weil du immer wieder in die Vergessenheit gehst. Eine Halluzination hat per Definition für den Halluzinierenden Realitätscharakter. So, jetzt könnte ich wieder sagen, ich gebe dir irgendeine Zeitung, wo Politikernamen auftauchen, die du noch nie gesehen hast, und dann weißt du hundertprozentig, die Merkel ist ja so oder so, positiv oder negativ. Und wehe, es taucht jetzt einer in deinem Traum auf, den ich natürlich auftauchen lasse, der es gegen dich behauptet, dann hat er natürlich überhaupt keine Ahnung. Diese Arroganz von Wissen, nichts macht dich dümmer wie dieses klassische Wissen, ob es ein religiöses Wissen ist, ob es ein esoterisches Wissen ist. Wir sind ja alle Geist. In der Esoszene, warum fresst er dann euer Müsli-Scheiße rein? Du musst ein geistiger Allesfresser werden. Du musst alles, was du dir ausdenkst, und jetzt ist das Müssen ist gar nicht, du wirst, ob du willst oder nicht, alles, was jetzt in dir auftaucht, was du auskotzt, was du dir ausdenkst, ist mit dem nächsten Gedanken fällt dir schon wieder rein. Aber da du ja vieles nicht essen willst, bleibt es aus. Aber Essen im Lateinischen heißt Sein. Und das Sein ist natürlich das Problem, dass wir immer Rot und Blau lesen. Rot gelesen, Sein. Kann man übrigens bei meinem Freund Hegel nachlesen, du alter Freund von mir. Ich weiß, es klingt unglaublich, wenn ich sage, das sind alles Leben, die ich gelebt habe. In Ich bin du schreibe ich zum Beispiel, als Einstein habe ich elementare in dem Leben zwar schon schöne Sachen gemacht, aber elementare Fehler gemacht. Die habe ich übersehen, die will ich jetzt durch die Offenbarungen richtigstellen. Es ist übrigens nicht die Formeln verkehrt. Immer wieder dran denken, sondern ich habe da was entdeckt und habe das versucht zu erklären und da habe ich was übersehen, nämlich mich selbst. Und das ist dieses Ganze, was jetzt übrigens nichts verkehrt gelaufen ist, weil es würde diese schönen Filme wie Dark oder Inceptions überhaupt nicht geben, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte. Ich habe bitte, wenn du irgendwas weglässt, irgendeine Kleinigkeit, dass du was nicht haben willst, geht das andere Seite auch mit weg. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir machen die Krankheiten weg aus der Welt, dann brauchen wir keine Ärzte mehr. Aber es geht prinzipiell, lass die Moral weg. Dann ist irgendwas, was prinzipiell denkbar ist, existiert dann nicht mehr. Aber wenn ich doch sage, Gott ist alles und nicht nur das, was du haben willst oder was du dir logisch vorstellst, und das wieder verknüpft sich auf einer höheren Ebene zu einer vollkommen neuen Qualität, beim Beispiel mit dem Kreis und mit dem Dreieck. Du lebst immer noch in einer Welt, wo die Weisen der Welt nicht mehr sind für mich wie eine Schimmelpilzkolonie. Da solltest du, wenn vielleicht Star Trek-Filme anschauen, wenn die mit höheren Intelligenzen konfrontiert werden. Im Star Trek. Eine höhere Intelligenzform. Das haben sie dann sehr schnell mitgekriegt, der Captain Picard und der Data. Und was hat die höhere Intelligenzform? War dann sehr, sehr neugierig, weil die gesagt hat, ihr seid ja letzten Endes bloß Hautsäcke mit Blut und Fleisch gefüllt. Bei eigener Definition. Das seid ihr eben nicht. Ihr Geistesform. Ihr seid Götter. Aber letztendlich nur ein einziger. Die Facetten von was nicht Denkbares. Das ist das Schöne. Das klingt jetzt so unglaublich und du wirst dich wundern, lässt man sich ein bisschen drauf an, mit was für einer unendlichen Präzision das plötzlich für dich sowas von logisch wird, dass du dir überhaupt nicht mehr vorstellen kannst, dass das du nicht verstanden hast beim ersten Mal. Das sind jetzt all die, wenn ich jetzt auch hier die Namen, da komme ich eventuell nochmal für Geschichte mit zurück, die das hier lange machen und die sind alle in dem Bewusstseinsklick, in einem der Blindfeld-Vorträge, wo ich das beschreibe. Wo die Zeit dann stille stehen wird, die Zeit. Was eigentlich Lichtgeschwindigkeitskurve ist oder Bevölkerungskurve ist, das sind immer dasselbe arithmetische Wunder. Ich habe da viele Einfachheiten mir gemacht, gewisse Tools mir entwickelt, wo man dann sehr viel in der Programmierung, wie man es bei Computer macht, darum hast du jetzt Computertechnik. Also dieser Realitätscharakter Beziehungs kann nicht von der Realität unterschieden werden. Ist wohlgemerkt, es sieht jetzt zwar sehr farbig geschrieben aus auf diesem Monitor, das hat aber einen Sinn, das wird dir auch erklärt. Das ist eine extreme Vereinfachung. Nochmal wieder zwei Seiten, wird es kompliziert oder wird es einfacher? Im Gegensatz dazu merkt die Person bei einer Pseudo-Halluzination, dass es sich nicht um eine reale Wahrnehmung handelt. Und das ist schon der erste, das ist Naturwissenschaft, das ist psychologisches Wörterbuch. Eine Person merkt, dass es sich bei einer Pseudo-Halluzination merkt die Person, dass es keine reale Wahrnehmung ist. Eine Person, eine Maske merkt gar nichts. Es ist was Ausgedachtes. Nur der Geist kann was merken. Ein Gehirn merkt auch nichts.
Weil ein Gehirn was ist, was nicht da ist, wenn das ist eine Vorstellung, aufgebaut auf einem angelesenen, anerzogenen Wissen. Es sind Bilder auf, ich sage jetzt, du bist ein Computer, es sind Bilder, die in dir auftauchen. Ursache ist das Programm, das in dir läuft, und das ist dein Glaube, dein Intellekt. Bei dir nennt man das Instinkt und beim Trockennasenaffen nennt man es Intellekt. Was ist der Unterschied? Es sind zwanghafte Regelsysteme. Der Unterschied steht nur in einer Quantität. Quantität ist eine Qualität. Früher Beispiel, wie gesagt, das Programm in einem ganz normalen Taschenrechner ist ein Tier, ist in der Instinkt, und jetzt irgendein moderner Hochleistungscomputer mit Internetanschluss ist Intellekt. Beides ist einfach nur zitiert, verbildet in einer Vorstellung, abhängig vom Programm. Jetzt hoffe ich, dass wir da weiterkommen. OP-Vorlage. Ihr müsst rein, ihr merkt, jedes Wort. Jetzt gehe ich ja noch nicht einmal, wenn ich sage, ich mache aus einem Wort aus dem Stegreifer 400 Seitenbuch. Ich habe bis jetzt noch gar kein Wort erklärt, sondern bloß in einem Kontext, den du brauchst. Die Wissenschaft, da machen wir jetzt weiter. Also wir sind wieder bei unserem Robert. Die Wissenschaft ist der große Durchbruch in der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit. Die Wissenschaft reicht Plausibilität nicht als Gradmesser für die Bewertung einer Aussage. Sie fragt nicht nach wahr oder unwahr. Natürlich kann ein Elektriker, in Klammer Bachelor, tausende von Seiten beschreiben und sich über seine Fantasie über die Beschaffenheit der Welt auslassen. Natürlich konnte Hitler in seiner Festungshaft in Landsberg am Lech selbiges in seinem Werk Der Kampf, in Klammer, das ich übrigens gelesen habe, tun. Die Frage ist, welche Wirkungskraft man diesen dilettantischen Werken zubilligen sollte. So wie du heute auf einen dilettantischen Bachelor hereinfällst. Übrigens auch das mit Hitler ist alles auch gelesen. Kannst du dir einen Hitler ausdenken, wenn man dir von dem nichts erzählt hätte? Kannst du beschwören, dass es überhaupt den Hitler gegeben hat? Die sogenannte Holocaust-Leugnung? Ich mache übrigens keine Holocaust-Leugnung. Das ist immer ganz, wenn eine Song ist, ein Holocaust-Leugner. Nein, ganzes Gegenteil. Du hörst mir denn nicht zu. Jetzt existiert doch der Holocaust. Der existiert doch jetzt. Wir denken doch von dem. Alles, was du denkst, existiert. Wir lassen bloß weg, ob das wahr oder unwahr ist, weil das nämlich hundertprozentig sicher ist, dass jetzt der Gedanke an den Holocaust existiert. Zu glauben, der war schon in der Vergangenheit, bevor du ihn gedacht hast, das ist Materialismus. Das könntest du nur mit der Meinheit beschwören. Ja, aber mein Opa war doch. Wie schon wieder, es taucht eine Figur in dir auf, die dir was erzählt, weil der Opa könntest, wenn du jetzt der eigene Opa wärst. Du sollst nur das glauben, was du mit eigenen Augen, am eigenen Leib erlebt und gesehen hast. Und alles, was dir einer erzählt, es ist möglich. Meine berühmte Sache mit dem Sexualverbrecher, das erzähle ich jetzt nicht nochmal, weil das auf den Punkt bringt. Man ist felsenfest davon überzeugt, dass es in deiner Welt Sexualverbrecher gibt. Wohlgemerkt, die scheißböse Welt, die du dir ausdenkst, scheißen ist Exkremente. Wenn das Wort schon wieder ordinär für dich klingt, hast du ein großes Problem. Bist du in der Lage, Worte vollkommen wertfrei zu sehen? Das ist Holo-Feeling. Das bringt dich in einen Zustand, dass egal was in dir auftaucht, dass das einen Sinn macht. Es sind ja Figuren. Was einen Gedanken am Leben erhalten wollen? Du gehst spazieren und dann wird vor dir ein sechsjähriges Kind von einem Auto niedergefahren. Mach dein Programm, fühlst dich scheiße. Reizauslöser, Zwang auf die Reaktion. Ich sitze da und lächle so, ist das ein Glücklicher, was dem alles erspart bleibt, der ist eigentlich wie ein Hochbegabter, der ein paar Klassen überspringen darf. Das ist nur andere Perspektive, Henkel rechts, Henkel links. Wieso interpretierst du alles, dass du dich schlecht fühlst? Das ist ein Zwang. Gefühle, die du Geist erlebst, erzeugen nicht die Reizauslöser. Studiere Holo-Feeling und du wirst in einen vollkommen neuen Zustand kriegen. Mach jetzt einmal als Beispiel, wenn ich einen Namen. Jetzt ist immer, dass ich dazu sage, wenn ich jetzt einen Namen nenne, diese Gedanken, die du denkst oder auch real siehst, die haben die Empfindungen nicht. Aber das ist ja nur ein Symbol wieder für dich, Geist, mit einem anderen Programm. Ritter, man kann die ganze Welt umarmen. Egal was passiert, weil man das Prinzip begriffen hat. Jetzt passt es jetzt hier mit rein. Ich muss ich fast sagen, jetzt hier für Holo-Feeling, wenn man die Selbstgespräche hört, da sind auch Bilder drauf. Da kommen immer, da fallen immer Namen. Und ich sage dann, die Namen sind jetzt nur Symbole, wo ich das zeige, meine Donis und meine Feddings. Das sind Ehepaare, fast Lehrer, Schulrektoren, Peter Fedding hier, lange Zeit Lehrer in Mexico City, sehr Weltlehrer hat. Und die sind jetzt alle in dem Mitte 75. Und jetzt rede ich raumzeitlich.
Einfache Geschichte. Für dich sind es nur Worte. Ob du die Menschen kennst oder nicht, es bleiben Gedanken. Es sind vollkommen vergängliche Erscheinungen. Das klingt jetzt sehr herzlos, aber das ist das große Problem, dass du ja mit deiner Logik alles, was du meinst, was gut ist, eigentlich böse ist, und alles, was wirklich für böse ist, ist der Befreiungsschlag. Es ist also so, Helene rührt sich, Toni ist zusammenbrochen, er hat schon sehr schlecht ausgeschaut, sind für einen Normalen, der die nicht kennt, ins Namen. Aber in Holofeeling ist es was ganz, der Toni Kienberger mit der Helene ist was ganz wichtig und die Fettings auch, weil die wirklich seit 25, seit einem Vierteljahrhundert ganz intensiv das studieren. Und Hirnschlauch und sie sagen, komm mir nicht anders, ich muss die Rettung anrufen. Und was jetzt die Schwierigkeit ist mit den Holofeeling, weil es ist ja immer mit Ärzten, ich gehe mir gerade drauf, das sind Krankheitenerfinder. Das heißt, wenn du es wirklich verstanden hast, was du bist, hast du Angst, wenn sich das auflöst, weil es ist ja nur umtauschen, es löst sich ja eh auf. Da es keine Zukunft gibt. Es gibt keine Zukunft, du kannst jetzt eine Zukunft denken. Es sind das Problem, die Spiegel, Kleinfeld, einfach die Vorträge ohne. Es gibt nur jetzt. Und solange du glaubst, ich bin in der Vergangenheit entstanden, wenn ein Berg da ist, ist auch ein Tal da. Aber du machst nicht die Transversal, wie ich das nenne, sondern da bin ich entstanden, aber ich darf mich wieder auflösen. Und ich sage, wenn ich an mich denke, entstehe ich in dem Moment, wo ich an mich denke. Und wenn ich nicht an mich denke, bin ich Geist immer noch da, halt mit anderen Informationen. Du musst komplett dich gelöst haben von dem Glauben. Du musst das Haar zurückgeben und das Neue, das Wort Haus reintun. Das ich dir dann übrigens auch wieder mal wegnehme. Dann sage ich, du bist das Haus Gottes, dann kriegst du für das Wort einen Satz. Und immer feststellen, das Neue, wo kommt, ist vollkommen neu mit ganz anderen Möglichkeiten, aber das Haar bleibt unverändert. Ich verändere nichts, ich erweitere das nur. Das ist Holofeeling. Auch die Religionen. Die lassen wir unverändert, aber wenn wir die richtig zusammensetzen, wenn ich einen Kreis habe und ein Dreieck habe auf der anderen Ebene, setze ich die richtig zusammen, kriege ich einen Kegel. Das wird aber ein Flachdenker niemals begreifen, was das ist. Weil er ja aus einer Logik ist, total kommen unlogisch. Kommen wir dann noch aristotische Logik, kommen wir dazu. Das ist der Materialismus, baut auf dieser aristotischen Lehre auf, das ist eigentlich der größte Dummkopf war. Und dann doch wieder nicht, die zwei Seiten, weil das ein bewusster Fehler im Führerscheinprüfungsbogen ist. Also zurück zu die Donis, ganz kurz, weil es geht jetzt nicht um diese Märchenfigur Doni, sondern um die Situation, wenn du schon ein bisschen weiter dich mit Holofeeling beschäftigt hast, weil zuerst einmal ist die Grundlage, es ist einfach geschehen, fordere dein Wille geschehe. Diese Sätze sind hammerschlecht, aber du bist halt immer noch ein Mechanismus und Leute, was ich mir jetzt wünsche für dir, von dir, dass du dich einfach zum Beobachter von dir selbst machst. Kirchengucken. Ein Tierforscher will an den Tieren nichts verändern, der existiert für die Tiere nicht. Dieser Geist, der sich, ich beobachte mich, auf unheimlich für ein Selbstgespräch, ich Mensch, wobei ein Mensch ja nur ein Programm ist, kann nicht den Körper, den auf der Leine, das Programm, das die Bilder macht, kann die Bilder nicht beobachten. Das Bewusstsein beobachtet die Bilder. Weil wenn ich jetzt sage, ich Mensch beobachte mich als Körper, beobachte nicht der Programm den Körper, sondern der sich das Programm ausdenkt. Wir haben ja das in die vier roten Ichs. Und da ist natürlich jetzt dieser Widerspruch an und für sich, sagt ja der Udo, lass es einfach geschehen. Und dann war schon fast ein wenig unsicher, kann mir nicht helfen, er ist zusammengebrochen und so. Was ist, 52 oder über 50 Jahre verheiratet. Und dann habe ich die Rettung angerufen. Und die war aber relativ schon, wenn aufgewirrt, jetzt rede ich normal. Und dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Sag ich, nicht bei immer der Zwiespalt, es geht um die Entscheidungen. Sag ich, das ist doch überhaupt nicht, wenn du wirklich der Beobachter bist, ist das nicht dein Problem. Ich sage tausende Male, du sollst dich beobachten und dich nicht einmischen. Und als der, der die Rolle spielt, spielst du die Rolle mit einem Programm weiter und das Leben in dieser unteren Ebene erfordert Entscheidungen. Das Wort Entscheidung heißt, dass eine Scheidung sich aufhebt. Immer die Vorsilbe End, die ich tausende Male erwähne. Wenn ein Gummi sich entspannt, hört die Spannung auf. Wenn dich jemand enttäuscht, wo ich jetzt zur Zeit dabei bin, ich versuche dich maßlos zu enttäuschen, dann hört die Täuschung auf, die du dir selber eingeredet hast. Und wenn etwas in einer gewissen Entfernung von dir erscheint, dann ist das Entfernen eigentlich in dir drin, weil du denkst dir das ja bloß aus. Es ist nicht da außen. Denk an die Fahrerbrille. Gut. Und ich sage, du musstest jetzt eine Entscheidung treffen. Das Programm kriegt das nicht mit. Die Möglichkeit, rufe ich die Rettung an oder rufe ich sie nicht an. Und du hast jetzt das, du sollst nur der werden, der beobachtet. Das heißt, mit dem Programm wirst du Entscheidungen treffen. Und es sind auf dem Weg von zwei, anrufen oder nicht anrufen. Es können auch mehrere Möglichkeiten sein, mache ich das oder das. Aber wenn du dich jetzt entscheidest,
machst du nicht die Entscheidung, die die Scheidung aufhebt, sondern du öffnest von mehreren Möglichkeiten bloß eine Spur. Das ist mein Autobahnbeispiel. Das heißt, dass ja das Leben auch ständig wechselnd in Bildern ist und das Autobahnbeispiel von ich bin du kommst an der Kreuzung, an ein Videospiel und sobald du sagst, ich laufe rechts, dann legst du schon einen gewissen Bereich, die nächste Zukunft, die nächsten Bilder fest, die aber nie in der Zukunft sind, sondern bloß jetzt laufen. Und die Bilder, die hier auftaucht werden, wenn du ein Videospiel spielst, die sind dann schon mal im Hintergrund wieder. Alle Möglichkeiten, die prinzipiell auftauchen können, in dir sind jetzt in dir drin. Das ist die Computermetapher, die Transversale. Du wirst aber mit jeder Entscheidung schon rudimentär, was als nächstes auf dich zukommt, rudimentär, also sehr grob, was rausselektieren, weil ja die anderen Bilder in der Straße wegfallen. Das ist mal das Erste. Da kommen die Schmetterlingsflügelschläge noch dazu. Und gut, jetzt der ist ins Krankenhaus gekommen, jetzt mache ich die Geschichte kurz weiter. Ärzte sehen mich gut aus, Gehirnschlag, ganz fein. Und ich sage jetzt dann in dem Gespräch zu Helene, weil die wollte natürlich dann verzweifeln, ich mache keine Tipps, ich erkläre nur, sage ich, das Erste ist, Helene, seit jetzt bewusst ausgedacht über ein Jahr, wenn ich von meinen Feddings oder von meinen Donis spreche. Ihr seid jetzt in einem Alter, dass ich immer darauf hinweise, euch muss klar sein jetzt, den Geistesfunk im Hintergrund, dass irgendeinem von euch zwei, das sind so Bilderbuch-Ehepaare beide, dass irgendein von euch zwei, dass der stirbt. Es tickt halt einmal die Uhr, wenn du auf die 80 zugehst. Und wenn ihr Glück habt, dann zerbröselt es beide gleichzeitig. Da müsstet ihr aber sehr, sehr viel Glück haben. Autounfall oder irgendwas. Und jetzt ist halt einmal so, dass der Doni rapide körperlich abgebaut hat die letzten Wochen. Mit Kreuzweh, wie aus dem Nichts. Und das war ja ein, die sind ja, glaube ich, mit 74 Jahren, die zwei sind noch Ski gefahren. Mit über 70 sind die noch Ski gefahren. Okay, auf jeden Fall. Heute Morgen hat dann die Helene nochmal, jetzt ist sie ruhig, hat sie gesagt, ja, jetzt, aber es sieht schlecht aus, sagen die Ärzte mit der Dritte, mit der Tochter. Und dann habe ich gesagt, jetzt komm mal mit den Entscheidungen oder kommst du mit Moral oder mit Angeberei nicht hin, dass ich immer wieder sage, es ist jetzt, es habe ich euch schon prophezeit. Ich bin ja Prophet und du kannst wirklich, wenn du dich auf nichts verlassen kannst, aber das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Und es war, dass der Körper, der du zu sein glaubst, dass er die Erlösung, wenn du wach wirst, beginnt ja in dem Moment, wo du aufhörst, dich mit dem Gedanken Körper zu verwechseln, sondern es ist nur der Wechsel von der Figur, die du dir ausdeckst, zu dem, du wirst das dann mal zu dem, der sich alles ausdenkt. Das ist die nächsthöhere Bewusstseinsebene. Dass man das jetzt schon denken kann, das kann jeder denken. Das große Problem ist, du wirst merken, wie hartnäckig ich dann eigentlich doch im Vordergrund stehe, dass ich doch dieser eine Gedanke bin und die anderen Gedanken bin ich nicht. Das reine Begreifen, die Theorie, bringt dich keinen Schritt weiter. Das muss hundertprozentig installiert sein. Das ist das mit den ganzen, wo man dann so, ja, ich habe so viele Beispiele, ich will nicht drauf eingehen, aber jetzt komme ich, was ich, die Geschichte bis jetzt habe ich nur erzählt, dass jetzt das Wichtige kommt. Es ist wieder das Thema, was kann ich machen? Also ich immer wieder, ich bringe dann so Beispiele, wenn ich jetzt mit meiner Marion wäre, das wird der Marion passieren, was würde ich machen oder was würde die Marion machen? Und ich sage, Tierchen gucken, schauen, was es Tierchen macht und was es sich damit einhandelt. Weil du legst ja mit der Entscheidung eine Spur fest. Ich sage jetzt, ich mache mal Möglichkeiten. Es ist nur ein Gedankenspiel. Du hast jetzt sehen können, das ist so, du kannst ihn mal halten, lässt ihn einfach los und dann wartest ein bisschen wegschnorkelt. Oh, ist der herzlos. Bin nicht herzlos, ich bin nur absolut emotionsfrei, abadisch. Wir beschreiben jetzt einmal ein Programm, wir haben ein Spiel programmiert und dann hat er es geschafft. Das ist die eine Spur. Du hast jetzt aus deiner Reaktion heraus die andere Spur gewählt. Du hast die Rettung angerufen. Jetzt ist er im Krankenhaus. Es kann nicht sein, was jetzt sich herausstellt, dass er es wahrscheinlich nicht schafft. Und ich sage, bitte zu Gott, dass er es nicht schafft. Weil du hast dann mit diesem kleinen Unachtsamkeitsfehler, was du kannst sein, dass du 3 oder 4 Jahre dann anpflegen darfst. Weil du nicht loslassen kannst. Schalte deine Moral aus. Wenn du träumst, das allererste, nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kann leiden, kann was empfinden. Wenn du mit irgendjemandem sympathisierst, den du dir ausdenkst, muss das erste klar sein, dir geht's dann schlecht. Ich kann natürlich Sympathie natürlich auch machen, ich kann natürlich auch mit einer Sekte sympathisieren. Oder mit einer Naturwissenschaft. Der Roboter, den wir uns jetzt ausdenken, der nur ein Gedanke ist, die Äußerungen, die ich mir jetzt denke, der hat es ja nicht geschrieben.
ich denke mir, dass der das geschrieben hat. Mir ist das jeden Moment bewusst, weil ich absolutes Bewusstsein bin. Wenn mir mal sagen im Chat, die Holofeeling in ihren Chat, wie die sich aufregen über Einträge. Ich sage, was ist, wenn du träumst, habe ich nicht gesagt, jede Internetseite, jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht, tauchst du aus dir auf. Und der Zwang zu sagen, das hat der geschrieben und das ist da passiert und den Film hat der aufgenommen und der gedreht, das musst du abstellen. Solltest du dir in den Büchern nachlesen, was Halluzinationen sind, was da ist und was du konstruierst. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Zeig's mir. Alles meine Idee. Das sind die Fakten, basierte Naturwissenschaft, die zu 99% aus logischen Konstrukten bestehen. Und wenn ich dir sage, wenn man dir das nicht erzählt hätte, wärst du gar nicht in der Lage, das zu denken, geschweige denn in deiner Welt zu entdecken, dann wird es nicht existieren. Es wird keine Erdkugel geben, wenn du dir keine ausdenkst. Ja, aber die Astronauten haben doch. Was ist jetzt ein Astronaut? Schattenfrau lesen. Ist ein Gedanke, den du dir denkst. Eine Kiste, wo du dir was reindenkst, der ist da oben gewesen und hat dann die Kugel von da oben gesehen. Und es geht dann bis hin, dass du es auf die Verabrede bringst. Ich kann nur wieder sagen, ihr habt keine Ahnung in den letzten Jahren, wie sie hochdotierte Wissenschaftler da waren, die gebeugten Hauptes wieder abgezogen sind, weil die Argumentation hinausgegangen sind. Wir Wissenschaftler wissen ja. Lass uns von Fakten reden, von hundertprozentig sicheren Fakten, von wirklich hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Die erste Tat ist, dass du dir was denkst, dann frag dich, was ist die Ursache, dass ich so oder so denke. Das, was man mir erzählt hat, oder Fakten auf eigenen Erfahrungen basieren. Wenn ich dir sage, der Tod hat für mich den Stachel verloren, ich kann nicht sterben, ich habe keine Angst vor dem Tod. Nicht die geringste. Ich, wisst ihr wieso, weil ich nichts bin. Zumindest, wenn du mich nicht ausdenkst. Und wenn du mich ausdenkst, was bin ich dann? Einfach nur eine Welle, die in dir auftaucht und zu dem, der mich ausdenkt, zu dem sage ich, ich bin du. Das bedeutet, ich bin du. Ich sage das nicht zu dem, der du zu sein glaubst. Den denke ich mir aus. Und ich bestimme, was du dir ausdenkst. Aber nur ein bisschen. Ich habe dir nämlich eine Freiheit gegeben. Das, was ich dir einfallen lasse, die Traumwelt, ist voller Lügen. Das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du jetzt entscheiden darfst, dass du dich einmal für was interessierst, was unlogisch ist. Das ist wie wenn ich sage, hey, du bist gar kein Zug. Du bist der Vogel, fang zum Fliegen an. So ein Depp sagst du dann, ich sehe doch, dass ich ein Zug bin. Ich sehe doch, dass ich ein Trockennasenaffe bin. Siehst du das wirklich? Und was ist mit den Affen, wenn du nicht an ihn denkst? Holofeeling heißt, du bist immer 200 Gramm rote Gnede und was du siehst, ist die Form, die du dir selber gibst. Ich bin zum Beispiel der Stuhl, ich bin die Fotokamera durch die Augen vom Udo, was ich mir ausdenke, ich bin jetzt die Ritter. Aber was jetzt der Witz ist, dass ich weiß, dass ich in dem blauen Kopf der Ritter drin bin, weil ich mich jetzt selber als Udo in den Kopf der Ritter reindenke, weil ich mir denke, die Ritter, die als ausgedachter Mensch überhaupt nichts sehen kann, dass die jetzt den Udo sieht, den ich mir jetzt ausdenke. Und der Udo, der jetzt im Kopf von der Ritter drin ist, die denkt ja, weil die ja ich ist, dass ich als Udo sie sehe, zumindest was ihr glaubt, was er ist. Habe ich übrigens gut gemacht. Und darum ist in dem Udo die Ritter drin, wohlgemerkt in dem Udo, der in der Ritter drin ist. Das klingt so unendlich kompliziert, aber wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und das fällt alles in einen Punkt zusammen. Das Weiseste, was in deine Welt besitzt, sind meine heiligen Schriften. Alle, nicht nur das Christentum. Upanishaden, Bhagavad Gita, Koran, Bijin Lu, Jakob Lauber, Albert Einstein, Sokrates, Kant, allen voran Hegel. Das sind alles Leben, ganz Leben, die ich gelebt habe. Ich ist jetzt nicht der Gedanke Udo. Und du hast die Möglichkeit, von meiner Erfahrung und meinem Wissen zu partizipieren. Du musst nichts tun. Auf der Bröselebene lassen wir das gleich. Du musst nur neugierig sein. Das Einzige, was ich jetzt fordere, ist, dass du neugierig wirst. Auf was? Auf dich selbst, auf das, was du bist. Und den Rest mache ich dann für dich in deiner Neugier. Dann lasse ich Wunder passieren ohne Ende. Und das sind etliche, die werden das bestätigen, die ich mir jetzt ausdenke. Und warum? Warum erleben die das? Weil ich mir das denke, dass die erleben. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Das ist jetzt nur mit der kleinen Helene-Geschichte. Die können wir jetzt noch weiterspinnen. Ich sage, da ist ein anderes Ziel, dass die irgendwann als 98- und 99-Jähriger von der Parkbank sitzt. Ihr schiebt doch das eigentliche Problem vor euch her. Nämlich die Erkenntnis, was ihr seid. Das ist dieses
dieses Muster verlassen, in der Vergangenheit, ich jetzt denke, geboren und in der Zukunft dann sich auflösen. Und dazwischen, wenn, möglichst viel Kohle ranschaffen, dass man überleben kann, als wenn ich Geld am Leben erhält. Das ist übrigens deine Welt zurzeit. Das, was die Welt am Leben hält, wir setzen auf Wachstum, ist so unendlich geistlos. Ich zitiere mich übrigens immer aus dem Neuen Testament, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die größten Idioten sind. Schon aufgrund der Tatsache, das, was er hier schreibt, er rezitiert dieses Wissen, dass die Naturwissenschaft endlich faktenbasiert arbeitet. Dieses religiöse Geschwätz kann man überhaupt nicht brauchen. Es ist in der Religion noch nie drum gegangen, es sind Metaphern und Märchen. Das Wertvollste, was du besitzt, übrigens das, was in deinen Geschichtsbüchern steht, ist auch Märchen. Und es gibt alternative Fakten. Wenn Menschen träumen, träumt nämlich jeder seinen eigenen Traum. Und jetzt brauchen wir die Naturwissenschaft, Alfred Wieler, die Mehrweltentheorie. All die Sachen stimmen aber nur ein bisschen. Und man ist verzweifelt bemüht, jetzt nur in der Naturwissenschaft die Weltformel zu finden. Aber diese Weltformel, da muss ich jetzt fast schnell reinspringen. So, passt du mal auf. So, ich zitiere prinzipiell nahezu überhaupt nicht in den Büchern. Wenn ich zitiere, zitiere ich das, was ich irgendwelchen Denken ließ. Holofeeling unterscheidet sich, dass es nicht ein zusammengelesenes Wissen ist. Das ist natürlich zuerst einmal das Standardwissen, was ich jetzt wirklich gebildeten Menschen habe in verschiedenen Fachgebieten, wenn ich nämlich philosophische Schriften zitieren würde. Es gibt Grundlagen in der Philosophie, Regeln. Und es gibt physikalische Regeln oder chemische Chemiker. Das sind Fachgebiete und der Chemiker weiß nichts von der großen Philosophie und ein Philosoph weiß, wer relativ nur am Rande Allgemeinbildung, was Physik ist. Darum muss ich das jetzt erst einmal eine Grundlage schaffen. Was Holofeeling ist, was vollkommen neu ist, ist die Vatersprache. Diese Arithmetik im Hintergrund gibt es in keinem Buch deiner Welt. Wenn du mir wen bringst, egal wen du mir bringst, dann sage ich dir, wo es her hat, wo es nachliest, wo es rezitiert und nachäfft. Es gibt aber immer welche Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Das sind die Künstler, man kennt es doch, die Künstler und die Denker, die hier Dichter, die schreiben, die Romanautoren. Wenn du ein Gedicht machst oder ein Lied deckst oder Musik komponierst, das haben die ja nicht irgendwo abgeschrieben, wenn sie es selber machen. Sag ich dir auch, wo sie es her haben. Von mir. Von dem, der es ihnen einfallen lässt. Wieso meint ihr, wenn ich immer meine Texte Udo Lindbergh, Udo Jürgens, diese ganzen Kleinigkeiten in Rudolf Steiner, Udo, der das Erbgut in sich trägt, meine Duftmarken, und dann zeige ich dir arithmetisch genau das alles, was die dann geschrieben haben, weil es ihnen eingefallen ist, weil die das von mir haben. Jetzt nicht vom Udo. Ich erkläre dir, dass ich du bin. Ein Einstein, den du dir ausdenkst, der entsteht in dem Moment, wo du an Einstein denkst. Den kannst du dir bloß denken, weil irgendwo in deinem Schwamm dir einer was von einem Einstein erzählt hat. Dass den jemals gegeben hat, kannst du nicht beschweren, dann schwörst du an Meinheit. Es ist die Sache wieder mit der Illusion. Du hast das aus das Buch heraus, wo du sagst, das ist ein Geschichtsbuch. Würde jetzt der Einstein in den Braun-Roman auftauchen oder in irgendeinem Fantasieroman, dann würdest du sagen, das ist eine Fantasiefigur. Aber wer bestimmt jetzt das? Sagst du mal, was du glaubst, ob das ein solches oder solches Buch ist. Und ein Einstein, den du dir ausdenkst, der hat dann das entdeckt, was denkt, was du dir ausdenkst. Das gilt für Philosophen, für allen. Und dann kannst du sagen, der hat das, der Mendeleev hat das Periodensystem entdeckt, bis du mal anfängst selber zu denken, da gibt es nichts zu entdecken. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Aber der Witz ist, was ich feststelle, jetzt in einem normalen chronologischen Denken, wenn du das jetzt den Gedankengang mitgehst und feststellst, der hat eigentlich recht. Der hat eigentlich recht. Aber das ist halt der zweite so mächtig. Bis das komplett ausgetauscht ist, das Haar zu einem, der Buchstabe zum Wort geworden ist, dass du das wirklich installiert hast, 15 bis 20 Jahre. Vorausgesetzt, du bleibst intensiv am Ball. Das heißt nicht, dass du von morgens Abend Bücher lesen musst. Das sind die Widersprüche, wo ich habe, das ist halt Holofeeling, weil ich verschiedene Perspektiven beschreibe, wo sich alles in dir wehrt. Jetzt hat er mir rausgebracht, der ist schuld. Also pass auf, den Fame-Warmer, schmeiß zum Fenster raus. Siehst du, das kann mir nicht passieren, ich habe kein Handy.
Der große Physiker Richard Feynman, das ist jetzt eins der Zitate, weil das sehr tief ist. Der große Physiker Richard Feynman hat einmal folgende weise Worte in einem Vortrag gesprochen. Das ist eins der ganz wenigen Zitate in diesen über 20.000 Seiten Schriften. Als jetzt gezählt. Wenn die Wissenschaft Experimente, übrigens, was sind denn Experimente? Schau das Wort an. Ex heißt heraus, peri heißt ringsum. Und mende kommt vom mendior, das heißt zuerst einmal sich etwas überlegen, grundradix mens in der Lautformung im Lateinischen, ex peri, herausgetreten, um mich herum, überlegt, mendior und Lügen verbreiten. Das sind Experimente. All die wissenschaftlichen Experimente sind Lügen. Wenn du jetzt sagst, es ist unmöglich, es ist wieder, wenn ich dir sage, in deinen Physikbüchern sind Fehler, so eklatante Fehler, dass unser Esther mit 14 Jahren sagt, unglaublich. Und es ist jetzt nicht, weil ich ihr was einrede, sondern weil eine 14-Jährige in der Lage ist, wenn sie selber denkt, dass das gar nicht so gewesen sein kann. So wie ich mir Vergangenheit vorstelle. Und es fällt dann nicht auf, du liest und es geht dann nur, dass man, ich lasse das programmieren, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen Glauben, deine Logik in Frage zu stellen, kannst du geistig nicht mehr wachsen. Also gut, jetzt nur ein Wort. Ich habe gesagt, das Wort, wenn du willst, mache ich jetzt ein 400-Seiten-Buch, wenn ich anfange zu hebraisieren und dann kriegst du die komplette Geschichte im Hintergrund. Wenn die Wissenschaft, die wir uns jetzt ausdenken, nur noch Experimente in solchen Gebieten durchführt, die kommerziellen Gewinn versprechen und in solchen, deren Gesetze man bereits kennt, wird sie sich völlig selbst zum Stillstand bringen und keine wirkliche Wissenschaft mehr sein. Wissenschaft hat sich neues Wissen verschaffen. Aber in dem Moment, wo du auf den Gleisen stehst, die bestimmt, was du denken darfst oder nicht denken darfst, weil das neue Wissen muss ja einhergehen mit dem Bestehenden. Das heißt, sobald einer behauptet, er jetzt keine Kugel. Eine Kugel, das ist ja bewiesen. Nein, es ist eine Theorie. Es ist die Theorie des heliozentrischen Weltbildes. Es war auch die Theorie des geozentrischen Weltbildes, des ptolemäischen Weltbildes. Alles, was hier Theorien sind und Axiome sind, sind Mutmaßungen. Wir springen dann gleich rein. Es ist blinder, dogmatischer Glaube, der dir logisch erscheint, die Axiome, die es wert sind, dass sie geglaubt werden, obwohl man sie wirklich gar nicht beweisen kann. Du kannst nicht beweisen, dass du von deiner Mutter geboren wurdest und du kannst in keinster Weise, wenn du präzise bist, beweisen, dass in deinem Kopf ein Gehirn ist oder ob dein jetzt ausgedachter Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Weil um was zu überprüfen, musst du es zumindest denken. Einen nicht gedachten Gedanken kannst du nicht beweisen. Du kannst dir aber bewusst machen, dass hier zum Beispiel immer nur das existiert, was du jetzt wahrnimmst, egal was du wahrnimmst. Und in dem Moment, wo du was Neues wahrnimmst, das aus nichts kommt, das die ganze Zeit nicht existiert, obwohl es da ist, dass ich jetzt zum Beispiel zum Robby, den wir uns jetzt ausdenken, hier in dem Saal, schnipp, wo war die ganze Zeit eine Brille? In dem Moment, wo ich das ausspreche, spürt diese Brille, dieses System, wenn ich glaube, der Robby zu sein, spüre ich die Brille auf der Nase. Und ich kann jetzt überprüfen, dass die in dem Moment, wo was auftaucht, dass es, bevor ich es gedacht habe, nicht da war. Schau ihn an. Den. Hat nicht existiert. Er war jetzt warte die ganze Zeit da gesessen. Würdest du das beschwören? Das ist das ständige Wechsel von Bildern. Okay? Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, dieses Wissen verschaffen, die Wissenschaft verschafft und lernt, das sind Wissensverhinderer. Schon seit allen Zeiten, das lernst du aus den Märchenbüchern, die du Geschichtsbücher nennst. Medizin, ich habe tausende von Beispielen, Semmelweis, alles Mögliche. Alle elementaren, wirklich neuen Sachen, die im ersten Moment unlogisch erscheinen, werden nämlich von der Naturwissenschaft abgelehnt, von der Wissenschaft, von der Medizin. Bis aus welchem Grund auch immer sich das dann doch als richtig, das aber auch nur wieder zeitweise richtig ist, bis wieder was Neues kommt. Steht übrigens auch in Büchern, ist alles bekannt. Das tauscht sich aus. Diese elementaren neuen Sachen, die im ersten Moment von der alten Logik aus unlogisch erscheinen, wenn ich Basic habe, ist Windows total unlogisch, bis ich das intronisiere und erst wenn das wirklich dann installiert ist, merke ich, wie primitiv Basic ist. Erst wenn du das Wort von mir, Haus von mir bekommen hast, merkst du, wie primitiv deine jetzige Schimmelpilzkolonie denkt. Das ist das Prinzip im Hintergrund. Uns Naturwissenschaftlern, das war noch ein Freigeist. Also was ich noch sagen wollte, die wirklichen Errungenschaften werden meistens dann durch Außenseiter, durch Zufall entdeckt. Was ich nicht schmälern will, dass die Wissenschaft, wie sie besteht, im Verfeinern einer Theorie und im Erweitern ist, aber nur auf den Gleisen dieser Logik. Mein Beispiel ist immer der Verbrennungsmotor. Von den Rudolf Diesel
bis zu einem jetzigen Dieselmotor, wie du ihn dir jetzt ausdenken kannst, weil das auf deinem Programm drauf ist, ist Naturwissenschaft, aber das sind Schritte, die sind alle logisch. Machen wir aus Einzylinder, Vierzylinder, dann läuft das Ding runter. Warum machen wir nicht einen Druck nochmal mit einem Turbolader dazu, machen das Ganze elektronisch? Das sind Schritte, die sind zwangsläufig logisch. Aber der Sprung in eine vollkommen neue Logik, die können die Wissenschaftler nicht. Im Gegenteil, das sind die Pharisäer. Zu allen Zeiten, in allen Bereichen, ob es Religion ist, zu Jesuszeiten, ob das Wissenschaftler sind, alles, was elementar Neues, Semmelweis-Geschichte und so weiter lesen, wird von der offiziellen Naturwissenschaft massiv das da mal bekennt, kämpft, weil das ja nur Dilettanten sind wie der Elektriker-Bätscher. Eins noch, lassen wir das, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht. Uns Naturwissenschaftler sollte es in erster Linie darum gehen, das Unbekannte zu erkunden, und was wir alle dazu dringend nötig benötigen, ist Fantasie. Der Mensch geht nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern an seiner Fantasielosigkeit, sage ich immer. Und Fantasie wiederum ist etwas, was du in keinster Weise irgendwie mit Wollen erzeugen kannst. Wenn dir nichts einfällt, fällt dir nichts ein. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Was macht der Goethe, wenn ihm nichts einfällt? Was macht der Udo Lindenberg oder der Udo Jürgens, wenn ihm nichts einfällt? Und wo kommt es her, was ihm einfällt? Zuerst einmal von dem, der sich den ausdenkt. Du denkst jetzt an Udo Jürgens aus und du denkst dir, der hat dieses und dieses Lied geschrieben. Das ist einmal die Ursache. Und wieso denkst du dir das? Weil dir das einfällt. Weil dir das logisch erscheint. Eine Fantasie mit einer schrecklichen Zwangsjacke. Das ist jetzt wichtig. Da kommt die Weisheit. Denn was wir finden müssen, ist eine völlig neue Sicht der Welt, die mit allem, aber wirklich mit allem, was wir bisher wissen, wir Menschen, wir Menschheit, übereinstimmen muss, aber dennoch mit ihren Vorhersagen vom bisher Gewohnten abweicht, denn sonst ist es nicht wirklich neu. Und interessant, sie muss also mit all ihren Vorhersagen, mit unseren alten Erkenntnissen übereinstimmen und diese dennoch irgendwie auf eine geheimnisvolle Art und Weise überschreiten. Das ist Holophilie. Habe ich nicht immer wieder betont, jeder hat recht, alles, was irgendwie behauptet wird, jedes Experiment bleibt unangetastet richtig. Aber Holofilling überschreitet es noch ein Stück, dass du plötzlich feststellst, dass der Widerspruch zum Beispiel in den quantenmechanischen Systemen oder vor allem jetzt zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, das heißt das reine arithmetische Gerüst zwischen der Welt des unvorstellbar großen, ausgedachten Großen, was man nicht mehr wahrnehmen kann, und der Welt des mikrokosmisch Kleinen, was man auch nicht wahrnehmen kann, das ja nur auf nachgeplapperten logischen Konstrukten aufbaut, die sie nicht vereinigen können. Ist ja oberflächlich, haben wir immer Sonnen mit Planeten drumherum und Protonen mit Elektronen drumherum. Das sticht dann ja schon ins Auge als Symbol. Aber so wie man das jetzt rechnerisch anfasst, die Formel Weltform ist ganz leicht. Das ist Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Einfach Pi Quadrat durch 27. Das sind die 27 hebräischen Zeichen. Aus der kleinen Zeichenformel zeige ich dir ganz präzise, rechne ich dir zum Beispiel im Makrokosmos sämtliche Planeten, Planetenabstände, Gravitationen, Umlaufzeiten aus, mit der minimalen Hinzu, aus dieser Formel, mit der minimalen Hinzufügen und Weglassen von den Zahlen 1, 2, 3, 4 und komplettes Mendelesche Periodensystem auf mit Schalen und so weiter und so weiter. Wenn du kommst, komm zu mir, dann zeige ich dir. Und das alles von den Dilettanten, den Elektriker-Bätscher. Es klingt ja fast so, als wenn ich jetzt beleidigt wäre. Es ist ja definitiv so, ich kann mich doch nicht noch kleiner machen, wenn ich so, ich bin doch so, wie du mich ausdenkst. Das ist ja nur, ich denke mir jetzt einen aus, das musst du jetzt sagen, ich spreche für dich, ich denke mir jetzt einen Roland aus, oder Robert hast du, Entschuldigung, der sich den Udo so ausdenkt, aber kann der Robert, den du dir jetzt ausdenkst, aufgrund dessen, was ich dir erzähle, hat der mich wirklich ausgedacht, oder bist du derjenige, der sich den Robert ausdenkt, weil ich das erzähle, dass der den Udo so sieht? Du bestimmst über alles, du bestimmst sogar, was die Menschen, die du dir ausdenkst, glauben. Das ist es. Merkst du, du musst immer einen Schritt weiter, du stehst immer eins vor dem, was du dir ausdenkst. Du bist in der Hierarchie eins vor dem, der du zu sein glaubst. Ich, Mensch, denk an mich, Körper. Wir wissen, blau ist ausgedacht. Wo kommt der Mensch her? Ja, ich denke mir doch den Menschen aus und sage, das bin ich. Ich denke mir andere Menschen auch aus, die haben andere Denksysteme. Also gut, dann bin ich der, der sich jetzt dieses Ich bin ich ausdenkt. Aber wo kommt jetzt in dem Moment, ist doch ich auch wieder was Ausgedachtes. Ich denke mal einen Denker aus, der sich am Menschen ausdenkt.
Wo kommt der Denker her? Muss ja einer da sein, der sich den ausdenkt. Gut, ich bin der, der sich einen Denker ausdenkt. Dann ist der auch was Ausgedachtes. Dann muss ich einer sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt. Ich sage immer wieder, das ist die Richtung. Da kommst du dann nach 5 Stufen übrigens in einen Bereich, wo du bloß noch sagen kannst, da muss einer sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen ausdenkt, der sich einen ausdenkt, der sich einen ausdenkt. Du kommst jetzt in einen Bereich, weil nichts mehr vorstellbar ist. Das geht genau nach 5 Stufen, dann bist du bei der Quintessenz. Alles genau erklärt in Holofilm. Aber schnell, ich wollte Pause machen. Okay, dieses Überschreiten, alles bestehende Wissen zu allen Zeiten ist richtig, widerspricht sich aber extrem. Das wird alles mit Holofeeling erklärt, weil es auf eine vollkommen neue Art und Weise darüber hinausgeht. So wie wenn ich sage, ich stehe oben und sehe, dass die Deppen sich um die Perspektiven streiten. Und es geht dann noch um die Mehrdimensionalität, ist eh ganz anders. Wenn es Ihnen gelingt, sagt er zu seinen Studenten, diese andere Sicht auf die Welt zu entdecken, die mit allem, was bereits beobachtet wurde, übereinstimmt, aber in einer anderen Hinsicht, dem ungeachtet, völlig davon abweicht, dann haben sie wahrlich eine sehr große Entdeckung gemacht und dann sind sie das größte Genie, das die Menschheit je hervorgebracht hat. Ich weiß, dass dies nahezu unmöglich scheint, aber es ist dennoch nicht gänzlich unmöglich. Feynman, das Originalzitat. Und den Schuh wirst du dir anziehen müssen. Weil ich bin bloß ein Gedanke. Ich will mir das ausdenken, was du sagst. Ich rede nicht von dem Bruder. Nochmal, alles, was ich dir jetzt erzähle, ist dein Wissen. Das ist der Wissensbereich, der dich nie interessiert hat. Das ist ungefähr so, wenn du am Internet sitzt und du surfst auf deine bevorzugten Zeiten. Und da gibt es eine Seite, wenn du die aufmachst, die für dich vollkommen neu ist, wo du jetzt materialistisch, was soll ich ausdrücken, was dir ein Vogel raus hat, wie ich immer so schön sag. Die du nie sehen wirst, weil dich die nicht interessiert, weil dein Interesse, deine Logik auf die Seite gar nicht hinführt. Ich rede nicht von mir. Ich erzähle alles, was ich erzähle, erzähle ich dem, der mich ausdenkt. Und jetzt springe ich in den roten Bereich. Also ich denke mir jetzt den Udo aus. Bist du schon ich? Drum beginnen die Bücher mit Ich bin du. Dieses Ich bin du bezieht sich natürlich nicht auf den Gedanken, dem Brösel oder dem Brösel. Wer denkt uns jetzt aus? Uns. Wer denkt sich jetzt den aus, der vom Computer sitzt? Jetzt ist es hochinteressant, wenn du jetzt aufmerksam zuhörst und du glaubst, du bist einer, der vom Computer sitzt. Hast du jetzt, während du zugehört hast, die ganze Zeit an die Brösel gedacht, die sich jetzt hier sitzen? Hat irgendeiner dieser Brösel jetzt die ganze Zeit an den gedacht, der vom Computer sitzt? Alles, was existiert, existiert nur, wenn es gedacht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem materialistischen Wahn lebst, dass ein Gedanke von dir auch dann existiert, da außen irgendwo, wo du ihn dir jetzt hindenkst, der ist immer hier und jetzt. Ganz nebenbei wieder dieses religiöse Geschwätz, mach dir kein Bild von Gott. Du bist dein Gott. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, was du jetzt denkst, das bist nicht du. Aber das ist wieder nur einseitig. Magst du Kategorie 2? Ich habe da jetzt gedacht, das bist nicht du. Ich sage, jede Kategorie 2-Frage, die ein Ja- oder Nein-Antwort hat, ist unvollkommen. Selbstverständlich bist du das. Jetzt widerspreche ich mir ja schon wieder, oder? Also gut. Schau jetzt einmal entweder den Monitor oder den Udo an. Dann kannst du sagen, bist du das? Es ist deine Information. Stimmt oder stimmt? Jetzt schau irgendwo anders hin, denk an was anderes. Was ist das? Deine Information. Das bist du doch und du bist es nicht. Meine 200 Gramm rote Gnede, bist du die Gnede oder die Form der Gnede? Das ist das Spiel. Ich mache aus derselben Gnede eine Tasse, ich mache ein Pferdchen, ich mache eine Figur, ein Püppchen, ein Teller, ein Brezel. Diese Form ist doch nicht Gnede und dann doch wieder irgendwie. Es bleibt aber immer 200 Gramm rote Gnede. Das heißt, dann, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Es ist doch jetzt gleichgültig, ob ich an den Körper denke oder ob ich an den Körper denke. Ob ich einen Stein anschaue oder einen Baum anschaue. Das bin ich nicht, weil ich ja der bin, der sich's ausdenkt. Mit dem nächsten Gedanken wird es zerstört. Offensichtlich bestehe ich aus zwei Hälften. Aus einem, der immer ist, der sich Sachen ausdenkt und aus ständig wechselnden Informationen, die ausgedacht werden. Das ist übrigens der Order. Sehgewinne Körper, Denker und Ausgedachtes. Männlich und weiblich nennen wir das. Das ist, Gott erschafft den Adam nach seinem Ebenbild. Selbst wenn jetzt das auftaucht, die Welle, plus 5 minus 5 JHWH, ist eigentlich immer 0. Es ist immer im Gleichgewicht, vor allem wenn du harmonisch denkst.
Solange du immer einseitig bist, kommst du in den Zustand. Es ist wurscht, ob du sagst, ich bin Christ, ich bin Hindu, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Du bist der Adam. Adam ist männlich und weiblich. Er ist Denker und Ausgedacht. Er ist träumender Geist und Traum, weil der ist immer, das ist die männliche Hälfte, und er ist ständige Veränderung, das sind die Gedankenwelt. Ist ganz easy. Jetzt bin ich noch gar nicht ohne Formen, wir machen Kindergartensprache. Jetzt muss ich ganz kurz das noch machen, dann machen wir Pause. Du und deine Menschheit, haben schon vor langem aufgehört, nach mir zu suchen. Jetzt spricht wieder, wer spricht das eigentlich, wenn du das liest? Du selber. Jetzt, darum sage ich, ich kann dir das nicht darstellen. Das Phänomen hast du, wenn du begreifst, was der erste Unterschied ist bei den Offenbarungsbändern. Das sind Selbstgespräche. Dasselbe ist übrigens, wenn du dann im Video die Monitore rauf hast. Was man nicht vom ganzen Herzen sucht, wird und kann man auch nicht finden. Mein Menschensohn ist auf der Suche nach mir, nur durch die Schule seines eigenen Bewusstseins und daher auch durch die wirkliche Suche seines gesamten Daseins gegangen. Jetzt kann man wieder sagen, ah, jetzt ist ja doch der Menschensohn. Da sprichst du, sprichst doch die Menschen. Du bist doch der Gott, der sich jetzt am Menschensohn ausdenkt. Wenn du das liest. Wer denkt sich das eigentlich? Jetzt ist es natürlich jeder Lautsprecher in deinem Computer. Wenn du dir das ausdenkst, der jetzt die ganze Zeit übrigens nicht da war, was hast du dann die ganze Zeit gehört? Mit was hast du eigentlich jetzt die ganze Zeit zugehört? Mit deinen Ohren? Wie können Ohren hören, die gar nicht existieren, wenn sie nicht gedacht waren? Ja, ich weiß, du bist dir hundertprozentig sicher, dass deine Ohren und dein Körper und dein Gehirn auch dann da ist, wenn das nicht existiert. Du solltest das doch mal wissen, was 100% sicher bedeutet. Hodophilie ist hundertprozentig sicher. Es ist eine erschreckende Erkenntnis festzustellen, dass sämtliche Menschen, alle Menschen in deinem Traum, die in dir auftauchen, hochgebildet dich da mal wissen, was 100% sicher bedeutet. Bist vielleicht auf wenige Handvoll, aber die wissen, dass du sie selber bist. Die haben das Spiel durchschaut. Meine 100 auf. Ich, der einzig wahre Gott, war dabei sein Lehrer. Das mache ich jetzt mit dir. Aber ich zwinge dich nicht, dass du schon lernen willst, wenn du nur unreif bist und lieber weiter in die Hosen scheißt, lasse ich dich gerne mal 2, 3 Bücher durchleben. Frag nicht, wie viel ich gebraucht habe. Wir wollen das abkürzen. Und wie gesagt, das Leben selber ist immer maßgeschneidert. Da mische ich mich wirklich nicht ein. Das sind so viele Einzelfragmente, die man zuerst einmal begreifen muss. Ich mische mich überhaupt nicht ein. Ich zwinge überhaupt keinen. Ich benutze Leute. Denk, Susanne, wenn du magst, wenn wir an unseren König denken. Ich habe zu dir nie gesagt, organisier das, und ich habe auch nicht gesagt, wie die Sigrid dann durchdreht hat. Das ist jetzt eine Privatgeschichte. Das musst du jetzt wieder verstehen. Da war ja eigentlich nichts. Das war ihre Eifersucht. Wie er seine Freundin gehabt hat, dann war ich schuld, wie ich das zulasse. Bist du denn wahnsinnig, sag ich, wenn er hier meint, er müsste fremdnageln? Das ist im Mischmeck, nein, mach doch und schau, was du dir einhandelst. Dann wollte sie nichts mehr wissen, er wollte wieder seinen Frieden haben, und so hat sich das dann aufgelöst, ohne dass was war. Jeden Tierchen sein Pläschen. Die Lösung von Vamens nahezu unmöglich erscheinenden Aufgabe stellt dir für ihn daher nicht das geringste Problem dar. Wohlgemerkt der Menschensohn, den du dir jetzt ausdenkst. Und ich erkläre dir, was du selbst bist. Du musst lernen zu wissen, was du selbst bist. Nicht irgendein Gedanke von dir ist vollkommen uninteressant. Seine göttliche Ausbildung ermöglicht es ihm sogar noch einen gewaltigen Schritt weiter zu gehen. Er hat nicht nur alle großen naturwissenschaftlichen Fragen und Antinomien gelöst und unter einen harmonischen Hut ist gleich Geist vereinigt, wie von Feynman gefordert, sondern er hat ganz nebenbei auch noch alle Mythologien, sämtliche Religionen und den mathematischen Aufbau aller Sprachen. Wohlgemerkt, ich erzähle dir was. Sprachsysteme sind reine Computersprachen. Und zumindest unterschiedliche Betriebssysteme und Programmstrukturen gibt es in die Sprachen. Das ist arithmetisch, das sind Zahlen. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist, wenn ich doch einen Hauch von Geist vor mir habe und ich zeige dir hier zum Beispiel die ganzen Naturkonstanten auf Stellen in ein System in der hebräischen Tora rein als Zahlen gelesen, dass die drin sind, die Einstein-Formeln, dass da alles drin ist. Da muss doch irgendwann einmal dein blöder Affendarwinismus aus deinem Kopf rausgehen, zu glauben, dass irgendwelche Halbnormalen das vor ein paar tausend Jahren geschrieben haben. Du kannst mir natürlich jetzt ausdenken, dass die das geschrieben haben, dass die das reingeschrieben haben, und dann haben die das aber nur gemacht, weil ich mir das jetzt denke. Die Quelle bin ich immer selbst, das rote Selbst. Als er den Aufbau der Sprachen, die gematere Umformung der Buchstaben in Zahlen mathematisch korrekt in die neue Weltsicht einintegriert. Und das lassen wir jetzt sein, das geht dann, wenn wir das weiterlesen, und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und dann können wir ein Päuschen machen. Wie viel haben wir da noch? Ja, das wäre jetzt dann spannend. Machen wir Pause jetzt erst noch und nachher nur ein bisschen essen, oder wollt ihr ganz aufhören? Weitermachen? Den Brief zumindest noch.
Die Wissenschaft ist der große Durchbruch, haben wir das Frage, war oder unwahr. Natürlich kann der Elektriker Batcher tausende von Zeiten beschreiben und sich über seine Fantasien über die Beschaffenheit der Welt auslassen. Natürlich kennen Hitler seine Festung Landsberg, ausgedacht hat man. Die Frage ist, welche Wirkungskraft man diesen dilettantischen Werken zubringen sollte. Das Holo-Feeling-Umbarungswerk ist weit, es überragt alles, was in deiner Welt existiert und geistige Welt. Weil es ein Summa Summarum ist. Und die Untersysteme, das ist immer, wo ich früher gehört habe, ja, der plappert ja bloß in Lover noch. Lover-Bücher sind gigantisch, aber es ist ein Brösel, eine Kleinigkeit, wie ich immer sage, es ist ein Krümel. Der Krümel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Krümel. Es ist alles richtig, was da drin steht, aber nur auf das Jüdische und auf die Bibel in der normalen jüdischen Auslegung bezogen, aber nicht auf die Physikbücher. Das ist der große Schritt. Es ist allumfassend. Und ich erkläre mit bestehenden Einzelteilen, wie die Puzzlestücke zusammenpassen. Das heißt, so wie du heute auf den Dilettanten Batcher hereinfällst, wärst du in der Zeit des Nationalsozialismus auf Hitler reingefallen, Ausrufezeichen. Und du bist auf das große, geistlose, naturwissenschaftliche Geschwätz des 20. Jahrhunderts reingefallen. Das für dich der Maß aller Dinge ist, obwohl es für die Feindbilder predigt. Nochmal ein einfacher Satz. Jedes logische Denksystem oder Glaubenssystem, das im Widerspruch zu irgendeinem anderen logischen Denksystem steht, das durch dieses Glaubenssystem auch aufgeschmissen wird. Weil wenn sich jetzt ein Naturwissenschaftler Mythologie, Kirchen oder Märchen ausdenkt, kommen ja die auch aus dem System, aber die sagen, das kann nicht zu uns. Das ist das Meer, das Wellen aufmacht und sagt, die Wellen kann zu mir, aber die Wellen kann nicht zu mir. Es sind genauso deine Gedanken. Ich bin Deutscher, aber ich bin kein Afrikaner. Du denkst an den Deutschen und du denkst an den Afrikaner. Die gehören beide zu dir. Ich bin der Martin und ich bin der Udo. Nein, du bist der, der sich beide ausdenkt. Und das Prinzip ist, dass du so einen Zwang hast, dich zu personifizieren, jetzt fange ich zum Ganzen an, aber dass andere Personen, andere Masken, dass dir gar nicht bewusst ist, dass die nur existieren, wenn sie von dir ausgedacht werden. Und es entsteht automatisch immer auch deine eigene, auch wenn dir das nicht bewusst ist. Das ist das Prinzip, wenn ich sage, in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel den Udo irgendwie einen gewissen Respekt, das heißt übrigens Richtspiegelung, Rückspiegelung, Spekulum, Respekt. Wenn du einen gewissen Respekt kriegst, dann ist der Udo was für dich ganz Tolles. Deine Meinung vielleicht, meine nicht, aber in dem Moment, wo ein toller Gescheide entsteht, brauchen wir, wenn ein Berg entsteht, brauchen wir, wenn es einen oben gibt, muss einen unten gehen. Und jetzt kommt das große Problem, dass du sagst, das bin ich und das ist ein anderer. Nein, du bist der, der sich beide ausdenkt. Jetzt denke ich mir, ich hätte das Robert-Programm, es ist umgekehrt, es ist der Dilettant Batcher, den er sich ausdenkt und dann ist er zwangsläufig, er glaubt, er ist der Gescheite. Aber er ist auch nicht, der Geist ist immer der, der sich beide ausdenkt. Die ganze Menschheit, alle Völker ausdenkt, alle Religionen ausdenkt. Das magst du doch, oder? Es ist doch hundertprozentig sicher, dass was du denkst, deshalb ist, weil du es denkst. Und es ist so, wie du dir es denkst. Und es ist im Meer, wird es nur dann zu existieren, aufzutauchen, beginnen, wenn du es denkst. Aber sobald du an was anderes denkst, kommt das Volumen. Das, was du um dich herum denkst, obwohl das nur ein ständiger Wechsel in einen Bereich ist, den du momentan nicht verstehen kannst. So wenig wie ein Säugling im 7., 8. Schwangerschaftsmonat in der Matrix erklären kann, wie die Welt aussieht, wenn er abgenabelt wird. Wenn du geboren wirst, der Wechsel, das sind so schöne Beispiele. Ich bin nicht gekommen, um die Liebe zu bringen. Ich bin die absolute Liebe. Jeder, der mich hier lange genug kennt, jetzt rede ich wieder normal, 15, 20 Jahre, der kann das nur unterschreiben. In einer absoluten Selbstaufopferung, ohne irgendwas zu wollen. Ich war nicht mehr müde, dir das zu erklären, bis dir Blut aus den Ohren rausläuft. Aber ich war keinen Wort sagen, wenn es dich nicht interessiert. Das heißt, würde so ein Robber, so ein Charakter in mir auftauchen, ich rede jetzt wieder normal, dann würde ich anklopfen und wenn er dann sofort ja, aber jedes Mal sagt, ist ein klares Zeichen, dass er nicht zuhört, weil die Elementaraussagen nicht diskutierbar sind, die sind das, was ist. Also gut, der Dilettant Batcher. Wärst du in den Zeiten national hereingefallen, dessen bin ich ganz sicher, dass wenn hier du beim Nazi, beim Hitler, das ist genau, auf solche Charaktere fällst du rein. Ich weiß aber Bescheid. Es wird immer so sein, wie es sich ausdenkt. Vielleicht, ohne es richtig zu bemerken, hast du rechtsradikales Gedankengut weiterverbreitet, indem du die Auslassungen der Reichsbürger zum Thema Grundgesetz und Legitimität der Bundesrepublik Deutschland weitergeleitet hast. Fürchterlich, Petra, ganz fürchterlich. Das ist natürlich auch so, der hat auch einen großen Fehler mit den Auslassungen
des Grundgesetzes. Das ist nämlich ein großes Problem, dass du jetzt, wenn du wirklich nachforschen tust, ist auch ein Quäntchen Wahrheit dran mit den Reichsbürgern, wo dir keiner was sagt. Es ist immer so wie die normalen, wenn du dich wirklich auskennst, wenn du Rechtswissenschaft studierst, wirklich studierst, dann wirst du feststellen, dass das wesentlich mehr an der Wahrheit ist, wie das, was du momentan offiziell siehst. Beides ist ein bisschen wahr. Das ist Holofeeling. Aber mit Holofeeling kriegst du den Trick, dass das heil wird. Dass das was vollkommen Neues wird. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer höheren Ebene was Neues. Sonnenschein und Regen, ich mache wieder so ein kindgerechtes Beispiel. Sonnenschein und Regen nenne ich Wetter. So, jetzt fragen wir den Bauern, was besser ist. Frag den Bauern, was besser ist. Das ist doch die Frage Kategorie 2. Dann wird er dich auch anschauen und sagen, was ist das für eine blöde Frage? Ich brauche das beides. Aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt sage Krieg und Frieden? Ja, da will man nur Frieden haben. Das ist wie wenn du sagst, ich will nur Sonnenschein haben. Immer Sonnenschein. In die Welt, wo man in die nächste Welt in Himmelreich, wo man kommen zu 72 Jungfrauen. Oder im Brandner Kasper, wo man gehabt und wo dann meine Oma, die gestorben ist, die habe ich so lieb gehabt und meine Tochter dann Unfall gehabt, die sind dann alle wieder da. Das ist selbst in den ganzen Filmen, wo dann hier irgendwelche als Geist sind, Ghost zum Beispiel, ist ein großes Problem. Oder ich habe mich dann auf dem Operationstisch liegen sehen, Nahtoderfahrungen. Ich war dann da ganz und war neben dem Bett gestanden, habe gesehen, wie die mich operieren. Ihr könnt tausende solche Bücher aus euch rausziehen und die werden immer wirklicher für euch werden, weil ihr euch selber verarscht. Der, der schaut, der wirklich Geist ist, der sich gelöst hat, der Beobachter, der Tierchengucker, wird niemals sagen, ich bin der Gedanke oder der Gedanke. Lass das auf dich wirken. Das ist solche Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wenn dann immer sich so eine Schattenfigur erhebt und schaut sich dann selber an, lies einfach Kübler-Ross und so weiter und so fort. Da ist auch ein Quäntchen Wahrheit dran. Mein berühmtes Beispiel mit David Copperfield, sein Vater. Muss ich kurz erzählen. Hier, viele Jahre, der hat einen Herzstillstand gehabt, der war wirklich klinisch tot und dann haben sie ihn zurückgeholt, dann hat er erklärt, was er erlebt hat. Das sind die Kübler-Ross-Geschichten. Ne? Schönes Wetter und die Krankenschwester, wo ihn dann ins Gesicht haut, wo Blümchen, alles so schön. Diese ganzen Märchengeschichten, immer noch himmelreich ist der Welt wie die jetzige Welt. Das ist wie wenn ich in der Matrix ein Baby erkläre, wenn du rauskommst, sieht es genauso aus wie da drinnen. Und du bist jetzt in der Matrix 2, in dem Holofeeling-System und wenn du da rauskommst, These, Antithese, in die nächste ist komplett anders. Ich kann Basic nicht erklären, was man mit Windows machen kann. Windows ist Holofeeling. Was es mir momentan geht, du hast Basic-Strukturen und deine jetzige Logik wehrt sich massiv. Ich bin der Erste, weil dir das was dir logisch erscheint, Lügen sind, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Die mehrt sich massiv, Windows-Daten zu akzeptieren, weil sie unlogisch erscheinen. Jetzt komme ich dir so entgegen, dass ich sage, Mensch, pass doch einmal auf. Wie definierst du unlogisch, dass du sagst, es ist unlogisch, wenn ich dir was erzähle, was du sofort überprüfen kannst, hundertprozentig sicher überprüfen kannst, sagt deine Logik, das ist unlogisch, das stimmt nicht. Wenn du das jetzt hier über Wochen immer wieder wiederholst und dir bewusst machst, dann kommst du zu einem Zustand, wenn ich jetzt meine Helene mir ausdenke, oder die Feddings, die alten Hasen, die seit einem Vierteljahrhundert das machen, als Lehrer, als Schulrektorin, dass sie sagt, ihr macht es so kindgerecht, es wirft dich in einen tiefen Zustand in der Selbsterkenntnis, wie konnte es sein, der hat es vor 25 Jahren genauso erklärt. Es war mir vor 25 Jahren, habe ich gesagt, stimmt eigentlich. Dass ich aber trotzdem immer wieder der Zweite, weil es unlogisch ist, man hält lieber an dem fest, was logisch ist. Das ist Dogmatismus. Aber das hast du in der Hand, ich mische mich da nicht ein, ich sag dir, was ist, musst du nicht. Ich sag zu dir, lang nicht auf die heiße Herdplatte, du tust dir bitte böse weh. Ich sage übrigens nicht, die ist gefährlich oder schlecht. Ich sage, die hat einen Sinn. Alles, was ich erschaffen habe, hat einen Sinn. Übrigens auch die Grieche. Das sind jetzt der Nationalsozialismus. Ich fange nicht, wenn man die Holobahn-Schrift, der kommt dann irgendwann, der ist ein Demokratieleugner. Das ist eine riesengroße Falle. Das ist die Schwierigkeit, dass ich immer nur das was sagen kann. Du denkst dir doch jetzt Philosophieprofessoren aus an deine Welt, an die Unis, die dann hier die großen Griechen studiert haben. Die soll mir einen aller einzigen großen Griechen bringen, der nicht darauf hinweist, dass Demokratie Arschlochkarte ist. Kinder an die Macht. Mein demokratisches Krankenhaus. Mein Kinderfasching mit den Waffen. Ich kann dir unendliche Beispiele bringen, dass den größten Holzkopf eigentlich aufhören müsste, dass hier jetzt in Österreich, wenn ich sage, oder was man mit 18 oder 16 wählt, wenn du ein bisschen älter bist, das sind Kinder, die haben keine Ahnung, die sind bloß leicht manipulierbar über die Werbung. Deshalb wird das gemacht. Übrigens läuft da nichts verkehrt, da gibt es keine Illuminaten. Das empfehle ich im Führerscheinprüfungsbogen.
Du wirst irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass keiner in deinem Traum mächtig ist wie der, der träumt. Was aber eigentlich mächtig ist, er hat sich entmächtigt, weil er nicht mehr der Boss im eigenen Haus ist, sondern er einer Logik anhängt, die ihm das alles souffliert, das gar nicht seine eigene Logik ist, sondern die Logik seiner Lehrer und Erzieher. Schwamm ihn heute. Ganz einfache, kindgerechte Worte. Mir hab's gleich. Aber zurück zu Patcher. Ja, man kann glauben, kann allerlei linguistische Spielereien anstellen. In Klammer, die SMS, die du mir zu diesem Thema schicktest, erhält keine Quellenangaben. Offenbar stammen sie aus den Ausführungen von Patcher. Das ist das große Interessante. Es kommt aus der absoluten Quelle, was ich dir erzähle. In der Wissenschaft wird nur das anerkannt, wo man Quellenangaben dazu macht. Das ist doch genau die Gefängnistür. Ich zitiere, wir müssten jetzt in das Regelwerk reingehen. Wenn du eine Doktorarbeit schreibst, wenn du dir die anschaust, dann musst du Quellenangaben geben. Das heißt, alles, was du da schreibst, musst du genau sagen, in dem Buch steht das, in dem Buch steht das, in dem Buch steht das. Wenn du jetzt eine Doktorarbeit schreibst und du gibst keine Quellen an, keine Quellenangaben, die forschen dann, die machen sich hinter die Mühe zu schauen, ob das dann doch irgendwo drinsteht in den offiziellen Büchern. Immer dran denken, Offizio heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Ganz nebenbei, die katholische Kirche ist der offizielle Stellvertreter von Gott auf Erden. Die sind hinderlich, wenn du da dran denkst. Sprache, Nomen ist Omen. Also gut, wenn du jetzt da eigentlich eine geniale Arbeit schreibst, aber du hast keine Quellenangaben, dann fragen die dich, wo hast du das her? Dann sagst du, das habe ich mir selber ausgedacht. Das interessiert dich nicht, da kriegst du keinen Doktor. Das ist doch ein perfektes System, das ist übrigens mein göttliches Gefängnis. Gibt es eine Stelle in den ganzen Offenbarungsbetten? In dieses göttliche Gefängnis ist jeder eingesperrt, der keine eigene Meinung hat, keine ureigenste Meinung hat, ist in dem Gefängnis eingesperrt. Und das ist ein göttliches Gefängnis, wo das oberste Prämisse die Freiheit ist. Da sind die Türen frei, die Fenster, da sind keine Gitter. Jeder kann von den Gefangenen sofort rausgehen aus dem Gefängnis. Es ist offen. Das Vögelchen Mathematikus in Ich bin du Quadrat. Das am Fenster steht, im Käfig, die Tür offen und die anderen Vögel kommen. Sorge dich nicht um morgen, schau dir die Vögel an. Vor was solltest du Angst haben, wenn du weißt, wer du bist? Und dann kommen die und sagen, was machst du da drin? Und sag ich, ja, ich wohne da. Ja, komm doch mit uns mit, warum fliegst du nicht in die Freiheit? Ja, schon, aber ich weiß ja nicht, was ich dann essen soll. Ist doch überall genügend da. Nee, ich traue mich nicht. Ich kriege jeden Tag mein Essen, ist da eigentlich alles ist in Ordnung. Lieber von Nummer sicher gehen, lieber logisch bleiben. Der Spatz in der Hand ist mir lieber wie die Taube auf dem Dach. Taube, AUP, Glaube, Taube, Zauber, Beschwörungskunst. Die Taube bin ich. Du magst lieber den Sperrling in deinem Gefängnis. Wenn du jetzt meinst, die Normen sind zufällig, ich gebe keine Zufälle, keine einzigen. Ich sage immer wieder, wenn du weißt, wie ein Computerprogramm funktioniert, mache ich mein einfaches Beispiel, wir nehmen bloß eine Internetadresse. Es darf kein Yoda in der Schrift verloren gehen. Johannes Offenbarung. Wenn du was hinzufügst, wenn dich all die Plagen treffen, die da drin beschrieben sind, und bei Gott, ich schwöre, es wird so sein. Und wenn du was weglässt, hast du den anderen im Himmelreich ausgesprochen verloren. Das genau hat die Kirche gemacht mit der Masora. Der interessante Weise, dass beides gleichzeitig da ist. Die haben die Aussprache wegen die Masora hinzugefügt und zwangsläufig die Vielseitigkeit der Worte weggelassen. Das erkläre ich nicht, aber das kann man wissen oder nicht wissen. Jetzt nochmal keine Quellenangaben. Ja, es ist aus der absoluten Quelle. Das ist aus mir selbst. Und immer dran denken, ich sage, ich bin du. Alles, was der Udo dir jetzt erzählt, kommt erst einmal aus dir, weil ich bloß eine Figur in deinem Traum bin. Und so unglaublich das klingt, ich bin jetzt bloß eine Information von dir, weil das dir sogar dein materialistischer Glaube vorschreibt. Der ist ja auch richtig. Du kommst halt jetzt wieder auf dein Gehirn und so weiter und so fort, aber das lassen wir jetzt sein. Der Wortakrobat Willi Astor tut das in seinen Liedern auch. Sie klingen lustig und lustig sollen sie auch sein. Patchers Manipulationen sollen plausible Zusammenhänge konstruieren. Und für dich tun sie das auch, Petra. Schwieriger zu beantworten ist die Frage danach, inwieweit diese Konstruktionen auch stimmen. Ich rechne dir alles bis ins Detail vor. Ich zeige dir hochqualifizierte, wirklich geistreich, soweit man das nennen kann, Menschen, die hier das überprüft haben, was ich gesagt habe. Intensiv. Die hier Wort für Wort alles, was in den arithmetischen Schriften drin ist, bis auf 200 Stellen nach dem Komma sogar nachgerechnet haben und die haben dann gesagt, das ist göttlich.
Aber von vornherein schon zu sagen, das stimmt nicht, weil du zu bequem bist. Das Hauptproblem ist immer wieder bei gewissen Sachen, das Werk ist so riesengroß, um das zu überprüfen, müssten wir hier jahrelang dran arbeiten, um dann eventuell festzustellen, dass es doch nicht stimmt. Also lässt man es gleich von vornherein und sagt, das ist sowieso ein Scheiß. Nichts ist umsonst, nicht einmal das ewige Leben. Und das Schöne ist, du kriegst geschenkt. Das ist so ein Widerspruch, dass ich sage, du musst nichts, es geht nicht um intellektuelles Wissen. Es geht um die einfachen Sätze, die ich jetzt versuche immer wieder zu erklären. Verstehe ein einfaches Deutsch, auch wenn ich jetzt Fränkisch spreche. Kann ich nichts dafür, du denkst mich so aus. Weil das Schwierige ist, stellst du die entsprechenden Fragen nicht mehr. Tausende, ja Millionen von Historikern, Religionswissenschaftlern, Anthropologen etc. befassen sich substanziell mit Themen von woher und warum unseres Seins. Sie alle will die Elektriker mittels Offenbarungen eben mal rechts überholen. Ein starkes Stück. Es wird so sein, wie du glaubst. Ich habe mir gedacht, ich muss das wirklich vorlesen, weil es macht Spaß. Ne? All das denkt sich er doch aus, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist das, was ich von dir fordere, dass du dir jeden Moment bewusst machst, du hörst jetzt Worte. Du hörst die Worte von einem ausgedachten Udo, der dir irgendwas erzählt, das ihm wieder Worte auf dem Bildschirm, wenn du jetzt einen Bildschirm vor dir haben solltest, das mal wieder interpretiert, die denkst du dir doch genauso aus. In Ich Bin Du heißt es in dieser Erklärung Holofeeling für Neugierige. Und es sind Selbstgespräche, da liest du dann hier und ja, jetzt habe ich diese Schriften, wo eine Schrift ist, muss auch ein Autor sein. Jetzt denkst du dir an Udo Petsch aus, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Und da soll ich mir müssen zuerst einmal klar machen, was verstehst du unter dem Wort Gott? Wir haben zuerst einmal wieder zwei Möglichkeiten. Ist Gott ein Schöpfer als Ding an sich oder ist es die Grundsubstanz, die Energie eines Seins? Die 200 Gramm rote Gnede, die sich umformt, bestimmt selber nicht Gott, bestimmt nicht, welche Form du ihr gibst. Da muss einer da sein, der die Form gibt. Der Computer bestimmt nämlich nicht, welche Bilder ihr aufwirft. Das bestimmt die Datei. Das ist der Jotze im Hebräischen, der Former. Oder ist Gott der Jotze? Es ist jetzt egal, wir gehen einmal davon aus, Gott ist der Schöpfer. Da musst du dir jetzt erst einmal glauben, mach einen Gedanke. Du kannst jetzt an Gedanken denken und du denken, dass der irgendwas erschafft. Aber das macht er doch nur, weil du das dir ausdenkst. Das heißt, wenn du sagst, die Schrift hat der Udo Petscher geschrieben, das kannst du nicht beschweren, das ist eine Meinheit. Stimmt oder stimmt? Den Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, wo du bestimmst, dass er das geschrieben hat, Dankeschön, ich bin ganz, ganz lieb, dass du mir das alles schreiben liest, aber das stimmt dann auch wieder nicht, weil das, wenn ich jetzt ein Buch in der Hand habe, hat es der Drucker geschrieben. Wie definierst du Schreiben? Das, was ich jetzt nur anspreche, wenn ich normalerweise präzise wäre, mache ich jetzt eine 2-Stunden-Geschichte, wo ich bloß rumgehe und wenn du meine Gedanken mitgehst, sagst du bloß immer, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Ich arbeite mit einer absoluten Präzision, mit einer göttlichen Präzision in jedem Gedanken schon in der Welt der Wahrnehmung als Ding an sich, wo du keinen Intellekt brauchst, sondern Bewusstsein. Weil nämlich jedes Kind, wenn ich unser Esther wieder nehme, die jetzt dazu hört, sagt ja auch, stimmt eigentlich. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. 2 Seiten, stimmt es oder stimmt es nicht? Wie definiere ich Schreiben? Tausende Mal erzähle ich das. 2 Möglichkeiten, gibt es noch mehr Möglichkeiten? Sagst du mal, ist Schreiben, dass ein Ding Farbe auf ein Papier bringt? Dann schreibt das. Aber bestimmt der Kugelschreiber, wie er es macht? Dann schreibt das nicht. Also gut, und wer bestimmt es, wie er es macht? Die Hand, die ihn führt. Also gut, die Hand schreibt das Gedicht. Magst du mir das selbe Problem? Die Hand wird das machen, was das Gehirn, wo das dranhängt, der Computerchip, diesen Drucker so führt. Aber was macht das Gehirn, wenn dem Gehirn nichts einfällt? Das ist doch auch bloß, das sind doch alles ausgedachte Sachen. Es sind doch alles nur Dinge, die du dir ausdenkst. Du wirst irgendwann einmal dir den Schuh anziehen müssen, den du dir eigentlich ausziehen musst, wenn du vor mir stehst. Ich könnte jetzt hier sehr biblisch sagen, zieh deine Sandalen, zieh deine Quadratlatschen aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Also, ich versuche die rechts zu überholen, ich versuche gar nichts. Petra, fällt dir denn dabei gar nichts auf?
Gut, hier schließt sich für jemanden wie dich mit deinen Rückschlüssen auf die Prämissen mit allen Plausibilitätsüberlegungen zugrunde liegend der Kreis. Batchers Seele ist eben auserwählt und hat sich inkarniert in die materielle Wesenheit eines Elektrikers, der so in Verbindung stehen kann mit dem Wissen des Universums. Spöttisch könnte ich jetzt sagen, es war vorteilhaft, sich als Elektriker zu inkarnieren, weil es ja ein Experte für Antennen ist. Hahaha. Spaßiges Kerlchen, oder? Zumindest der sich jetzt den ausdenkt. Und jetzt kommt immer wieder von mir dazu geschrieben, beachte immer bewusst, welche Vorstellungen und zwanghaft logische Interpretationen die folgenden Worte in dir Geist auslöst. Es ist ein Fetzen. Was ist eine Illusion, wenn du in einem statischen Raster plötzlich Dinge und Sachen in deinem Kopf siehst, die jetzt gar nicht vorhanden sind? Jeder Moment, den du konstruierst, ist eine Illusion. Ob du eine Zeitung liest, ich zitiere mich einmal wieder selber als Jesus. Ihr Menschen, sprich Affen, die ihr außen zu leben glaubt, außerhalb des Kopfes von dem, der euch ausdenkt. Ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, und ihr hört laufen Dinge, die ihr überhaupt nicht hört. Es ist schon sehr interessant, wenn man das nicht versteht. Was passiert jetzt in dem Moment, wo du vor dem Computer sitzt? Du siehst Dinge, die du gar nicht siehst. Du siehst dann Udo Petscher, Finger, Fußballspiel, und du hörst dann Lautsprecher zu, obwohl du den gar nicht siehst. Das ist einfach, wo kommen dann die Geräusche her aus dem Lautsprecher? Erst wenn ich dir die Frage stelle, da schaffst du das Ding. Mein Klingelingeling-Beispiel, eine Tiefe ohne Ende, in einem einfachen, simplen kleinen Beispiel, das jedes Kind versteht, wenn es in Gedanken mitgeht, schmeißt schon das ganze naturwissenschaftliche Gebäude über den Haufen. Das naturwissenschaftliche Gebäude ist ein gigantisches Werk. Das Problem ist, es baut bloß auf einer Petitio Principi auf. Es ist wie ein Riesenkartenhaus, wo Rechenschritt für Rechenschritt, rein rechnerisch, die Quantenmechaniker mit ihren Riesenformeln ganz perfekt ineinander greifen, gut ein paar Kleinigkeiten, aber geschummelt mit Reformierungen, weil sonst würde das da oben schon wegbrechen. Aber was das Problem ist, die unterste Kartenschicht ist frei erfunden. Das ist die Illusion. Die unterste Kartenschicht ist, dass da außen eine Welt ist, dass man das Wort Universum nicht versteht. Dass das Wort Kosmos eigentlich nur Ordnung heißt. Dass man die Worte als Ding an sich aufgehört zu verstehen, dass man meint, Mathematik heißt Rechnen, wo das eigentlich heißt, das gelernte Wissen, die Erkenntnisse eines vollkommen geistlosen Dummkopfes. Jeder normale Mensch, ob du jetzt ein Hartz-IV-Empfänger bist, ob du asozialer, wie man das so schön sagt, ein Obdachloser bist oder hochreich, gebildet oder sonst was, ihr seid alle Mathematiker. Ihr denkt auf den Gleisen eines Schwamminhalts, was letztendlich ihr. Und jetzt musst du dir den Schuh wieder anziehen. Das waren jetzt wieder nur Worte, du hast dir schon wieder Sachen ausgedacht. Ist dir das jetzt bewusst gewesen, dass da bloß Geräusche waren? Was wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Chinesisch gesprochen hätte? Oder du würdest kein Deutsch verstehen, weil du Ägypter oder Inder oder sonst was bist. Dann wären da nur Geräusche gewesen und es wäre nichts passiert. Primitives Basic-Programm sagt dann, kann Datei nicht lesen, kann Datei nicht lesen. Unlogisch. Weg. Das passiert, sobald du durch die Filterbrille einer Logik schaust, was du alles aussortieren, was dir unlogisch erscheint, weil du auf den Geschwätz vom Zweiten hörst. Petra, ganz generell könnte ich diese Thematik einfach als lächerliche Spinnerei abtun. Das täte ich wohl, wenn es nicht um dich ginge, als um eine Person, eine Maske. Den interessiert der Geist gar nicht. Mich interessiert die Person nicht, sondern der Geist hinter der Maske. Und der Geist hinter der Maske, die Maske trägt erst einmal der Mensch, das Programm. Mein Tierprojektor-Beispiel. Die in meinem Herzen wohnt. Nun, ich habe mir schon vor Monaten eine Folge von Batchers Vorträgen auf YouTube angesehen. Ich halte den Mann für intelligent, auch belesen und durchaus charismatische Ausstrahlung. Dasselbe gilt aber auch für Adolf Hitler. Hitler las sehr viel in seinen jungen Jahren. Meist war es völkisches Gedankengut, wie es damals sehr populär war. Er schwärmte für Richard Wagner, der Germanentum in seinen opulenten Werken verherrlicht. Er lebte eine Zeit lang in einer multikulturellen Moloch Wien als Kind verdroschen. All das, wenn er das jetzt beschwört. Schwer dann meinert. Es ist wie ein Geschichtsbuch und dann verwirklicht er das. Wäre jetzt das irgendein Roman, ein Ken Follett gewesen, dann wäre es eine Fantasiegeschichte und dann wäre es nicht echt. Das ist der Kantung. Ich habe schon vor langer, langer Zeit aufgehört, mich über solche Idioten, einfache Menschen, Affen, einfach bei eigener Definition Gedanken zu machen, interessiert mich nicht, weil die schon, ich habe damit kein Problem, wenn ich sie nicht denke. Übrigens, das Wort Problem heißt definitiv das Vorgelegte auf Lateinisch. Du musst einfach bloß die Worte, egal in welcher Sprache, verstehen. Ich gehe mit meinen Holger spazieren als Brösel unter Brösel und dann sage ich, schau mal, Holger, schau mal da drüben. Na schade, was? Unser Schulhaus ist eine Uhr drauf oben. Schau mal die Uhr an. Was ist jetzt das?
Ich sage, wie, was soll das sein, das ist eine Uhr? Na, ich sage, das ist dein Problem. Das heißt, das Vorgelegte. Das Vorgelegte, jeder Moment, den du dir ja selber ausdenkst. Und der Herr der Schöpferkräfte, der Adam fiel in einen tiefen Schlaf. Ich bleibe mal in der deutschen Übersetzung. Wenn wir das im Hebräischen machen, ist das eine arithmetische Formel. Das ist kein Witz, das ist eine Formel. Der fiel in einen tiefen Schlaf und dann nehme ich sage jetzt mal, ich rede mal als UP. Dann nehme ich aus dem eine Rippe, heißt es. Das heißt übrigens dasselbe Wort Rippe, Zeller heißt auch eine Scheide, eine Seide. Ich nehme eine Rippe aus dem Adam, der ja denke und ausgedacht ist. Ich nehme aus ihm eine Rippe, eine Seide heraus. Da steht das hebräische Wort Zeller. Jetzt solltest du wissen, auf Holofeeling heißt es die Geburt eines Lichtaugenblicks. Ein Moment. Dieses Zell alleine, das hebräische Wort heißt Schatten. Denk an den Diaprojektor, deine Welt, deine Traumwelt, die du projizierst. Und die 70 hin, das ist ein Augenblick, das heißt ein Schattenaugenblick. Ich nehme den heraus und stelle die vor den Adam hin und sage, das ist deine Eva. So steht es in der deutschen Übersetzung. Im Hebräischen steht da Tschava. Ich springe da mal ganz kurz rein. Ja? Passt, super, schaffe ich. Das ist das hebräische Wort. Da steht hier, das ist die Eva. Interessanterweise, das, wenn du jetzt sagst, das heißt etwas ausdrücken, aussagen, aussprechen und ein Erlebnis haben. Langentscheid. Die Eva ist das, was du dir ausdenkst, was du aussprichst, das erlebst du. Was du dir ausdenkst, was du aus dir herausdrückst, das erlebst du. Obwohl das dann doch nur in dir drin ist, wenn du dir das bloß ausdenkst. Weil alles, was, wenn ich mir jetzt ein grünes Maßmännchen auf dem Mars ausdenke, ist ja nicht da oben. Aber wenn ich mir jetzt Nürnberg oder Wien oder Chemnitz ausdenke, ist es genauso in mir drin. Bloß jetzt kommt wieder, jetzt mischt sich der zweite wieder ein. Was ganz nebenbei der Bruch des zweiten Gebotes ist. Wenn ich mir jetzt die Sonne ausdenke, ist die nicht da oben, ist sie in mir. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben. DR heißt übrigens Generation. Oben heißt polare Existenz. Mach dir nicht kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder, B-I-L-E-R, hebräisch hingeschrieben, heißt es im Kinder weg. Das ist Weisheit pur und nicht religiöses Geschwätz, sondern die absolute präzise Beschreibung, was hundertprozentig sicher ist. Außer du verbrämst es als Mythologien, weil wir wissen ja alles, was Sache ist. Wir wissen ja, dass das Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, H2O. Zwei H, die um sich herumkreisen. Also diese Eva ist das, was du dir ausdenkst und die wird jetzt wieder der Schatten. Das ist ja eine Uni. Uni ist das eine, das absolut eine. Verbundensein der Gott heißt es übrigens mit Holofeeling. Das kann man ganz leicht lernen, ist eine Sprache, gilt für alle Sprachen der von dir ausgedachten Welt. Stell die vor sich hin, das ist das, was du ausdrückst, das, was du erlebst und nimmt jetzt dieses und führt es wieder zurück in den Denker. Das steht in der Bibel ganz in den ersten Vers, kannst nachschauen im zweiten Kapitel. Und sagt, ihr seid eins, aber ihr treibt einen Keil dazwischen. Der Keil ist die Nulllinie. Du bist Wellenberg und Wellendal. Und die kommen nicht nacheinander, wie hell und dunkel denn nacheinander kommen, weil es gibt hell erst, wenn auch ein Dunkel im Hintergrund ist, auch wenn du nicht dran denkst. Wenn du jetzt sagst, jetzt ist es hell, ist es ja auch dunkel. Aber jetzt die Logik sagt wieder, es ist ja auf der anderen Seite der Kugel. Ganz nebenbei das Wort Kugel. KG 11 Minuten haben wir noch. 2 KGL. Diese Kugel, hebräisch, GL heißt Welle und Kaf als Vorsilbe im Hebräischen, ganz normale hebräische Grammatik heißt wie, das heißt wie eine Welle. Ich habe es jetzt nur reingestellt, ihr wisst es ja sowieso. Ihr, die ihr ich seid. So, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Ich hätte jetzt doch gern das noch fertig gemacht, aber wenn wir es nochmal haben. Der Ingwer kann auch erwähnen, das kann er schneiden. Okay, dann machen wir die paar Dinge noch fertig, bevor wir dann, ich weiß nicht, morgen gibt es nochmal, ne? Ach, es ist immer viel zu wenig Zeit, es hetzt der Weißbuch-Vortrag, ich musste so hetzen. Ich habe über die Hälfte weglassen müssen, jetzt immer wieder normales Denken. Petra, ganz generell könnte ich wieder rein, Moment, mein Kampfschild, ich mache mal die wesentlichen Stellen, er war eben kein Gelehrter, er war ein Dilettant, genauso wie es Bachelor postuliert, ein Physikprofessor etwa wisse doch gar nichts über seine Formeln, er plappere nur nach, was ihm sein Professor beigebracht hätte. Nun, das behauptet der Herr Elektriker, der nie an einer Universität von innen gesehen hat, der überhaupt keine Ahnung davon hat, wie fundamental und unwissend eine derartige Ausbildung ist.
Und ich sagte, wo er keine Ahnung hat, wie viele Physikerprofessor bei mir schon waren, die wie kleine Kinder da sitzen, da soll meine Frau sagen, Fragen und Ärzte da sitzen und mit großen Augen zuhören, da sind teilweise Typen dabei gewesen mit 3 Doktortiteln. Weil die sagen, wie bin ich denn verbrettert gewesen? Mein ganzes Leben, ich war ja voll neben mir gestanden. Und dann kommt das Erste, was ich dann sage, halt im Mund, mach deinen Job ganz normal weiter. Johannes, stimmt oder stimmt? Du musst dein Leben leben, das ist die Rolle, spiel die Rolle weiter wie auf einer Bühne. Wenn du feststellst, ich bin ein Massenmörder, aber ich spiele das ja bloß. Was ich dir sage, du bist der Schauspieler, wenn das Bühnenstück zu Ende ist, das ist dein jetziger Traum, wenn du wach wirst, ist eh alles ganz anders. Und das muss ich jetzt, das kannst du nicht überprüfen, da musst du mir einfach vertrauen. Hitler war so gefährlich, weil er so einseitig argumentierte, weil er einseitig und halb gebildet war. Ich argumentiere überhaupt nicht einseitig, ich argumentiere hundertprozentig sicher überprüfbar. Soll ich nochmal anfangen? Ich zeige dir Physikprofessoren, ich mache nochmal im Kleinen, gehen wir in einen anderen Bereich, Kleinfeldvortrag. Ich zitiere einen Professor über die menschliche DNA. Der erklärt, wie die menschliche DNA funktioniert. Er sagt als allererstes, achte auf diese Worte und dann wirst du merken, ich lasse dir Menschen denken, die du träumst, wo du beobachten sollst. Du sollst dich hingucken. Beobachte die Figuren in deinem Traum vollkommen wertfrei und denke selber. Lass uns mal nachschauen, wie die DNA aufgebaut ist. Ich zitiere, ich zeige euch das Buch, wenn ihr wollt. Ich habe da einen Beweis, das habe ich aus dem Buch heraus jetzt. Ich zitiere, er zitiert ja nur, bloß er selektiert bei widersprüchlichen Büchern, welche richtig sind und welche nicht richtig sind. Diese DNA ist so unvorstellbar klein, dass man die nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht. Und jetzt schauen wir mal nach, wie die aufgebaut ist. So ein kleiner, unvorstellbar kleiner DNA-Strang hat die Speicherkapazität, und da sage ich der Genauigkeit halber, im Weißbuch-Vortrag sage ich von 100 Telefonbüchern aus 1000 Seiten. Und da muss ich ihn jetzt verbessern, da habe ich einen Fehler gemacht. In dem Buch steht drin, hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern auf 1000 Seiten. Und jetzt sage ich, woher weiß er das alles, wenn das so unvorstellbar klein ist? Das Wassermolekül, das noch nie einer gesehen hat. Oder das Mendeleysche Periodensystem, wenn man das jetzt nicht einmal heutzutage sieht, hat der das vor ein paar hundert Jahren schon entdeckt. Beziehungsweise vor 150, 200 Jahren. Wer ist jetzt da eigentlich der Spinner, dass ich dich darauf hinweise? Da hast du tausende Weiter, auf jeder Seite zeige ich dir Sachen, oder hier in der Physik, bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn, weil für ein Photon, wenn dich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, weder Raum noch Zeit existieren. Lorentz-Transformation sagt, dann fällt es für das Photon selbst, für das, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, in einem Punkt zusammen in der Formel, bei Lichtgeschwindigkeit, das ist diese Knickkurve, Kleinfeldvortrag anschauen, und die Zeit wird ewig. Was natürlich jetzt der Trick ist, dass im selben Moment die Masse in der Formel unendlich groß wird. Und darum ist das Photon zuerst einmal in manchen Büchern das einzige Teilchen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, weil es seine eigene Antimasse ist, als sie sich selber aufhebt. Das sagt er. Also da gibt es keinen Raum und keine Zeit. Komma, selbstverständlich bewegt sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Das definiert diese berühmten 300.000 bla 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 in der Sekunde. 10 Zeiten, da existiert kein Raum und Zeit, es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, was ja schon die Größen Zeit und Strecke Raum mit drin ist. 10 Zeiten weiter, jetzt denken wir uns einen Aromanzerfallsprozess, wo 2 Photonen entgegengesetzt sind. Wir denken uns das aus, wir denken uns eine Quantenverschränkung und all die Sachen stimmen für den, der sich das denkt, aber die Wirklichkeit, die symbolische Wirklichkeit ist ganz anders. Und dann kommst du irgendwann, was ja ganz wichtig ist, diese Fehler, sonst hätte es nie Factions gegeben. Den Film, der baut ja voll auf dieser Physik auf. Mit Zeitreisen oder Dark in einer anderen Version. Diese ganzen Filme hätte es überhaupt nicht gegeben, wenn diese Fehler nicht drin wären. Also es ist wichtig, da brauchen wir auch Mütter und Krankheiten, dann gibt es ja keine Schwarzwaldklinik oder sonst was. Macht ja keinen Sinn. Aber wenn es das alles nicht gibt, wenn du ein Teilchen, ein Puzzlestück wegnimmst, das ist die Entheiligung. Ich sage dir nichts, was irgendjemals normal gesprochen, wenn ein Mensch gedacht hat, ist unwichtig. Es ist ein Gedanke und ein Gedanke ist ein Spritzer, aus dem der immer ist. Und wenn es der kleinste, wenn es nur Hauch, ein Dunst ist, ist ein Teilchen von dem Ganzen, das ausgedacht wird, das man aber genau genommen gar nicht rausnehmen kann. Hätte er etwas über die andere Hälfte der Wahrheit erfahren,
wäre er nie zu dieser katastrophalen historischen Figur geworden, die er leider war. Wenn er die andere Hälfte der Wahrheit erfahren hätte. Das ist doch genau das, die ich immer dazu mache. Du sagst, der Engel ist rechts, ich sage ein bisschen. Aber auch links. Ich mache doch genau das, was er mir vorwirft. Jetzt erinnere dich am Anfang, in Du bist ich, wo ich sage, ich bin ein Spiegel, ich spiegle deine Meinung. Was siehst du in mir, einen arroganten Besserwisser? Das gilt übrigens für alle Menschen. Wenn du beobachtest alles, was einer sagt, was der Udo ist, ist er eigentlich selber. Das wird alles beschrieben. Im Positiven, im Negativen. Ich bin eigentlich das, was du denkst. Es ist wie mit der Kritik. Eine Kritik, die irgendeine Figur in deinem Traum äußert, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Ich sage bewährt. Kritik wertfrei bewährt. Es sagt alles aus über seine Einseitigkeit, weil sobald ich schon anfange zu kritisieren, muss ich ja mit was vergleichen. Die Vollkommenheit kannst du nicht vergleichen. Sie ist absolut. Sie ist alles. Egal, was du sagst, bin ich, stimmt. Das bedeutet übrigens das Wort Holo-Feeling. Diese Wortschöpfung von den Dilettanten. Holos das Ganze und Feeling das Gefühl, alles zu sein. Ich zitiere manchmal wieder selber. Schau in den Stein an, das bin ich. Schau in den Vogel an, das bin ich. Diese Jesus-Sprüche waren Hammerschläge. Aber ich bin ja der Jesus, das bist du. Du bist der neue Messias. Weil alles, was ich dir erzähle, erzähle ich jetzt, weil du das träumst. Petra, du willst mir immer wieder die Weisheiten irgendwelcher selbsternannten Lehrer aus dem Internet neu bringen. Ich bin kein Lehrer, ich bin der Gedanke von dir. Er ist ein Lehrer, der mit aller Gewalt Leute von irgendwas überzeugen will, bloß den nimmt keiner für voll. Nun, in aller Bescheidenheit behaupte ich, diesen Dilettanten sollte, wenn ich das denn wollte, mal für eine gewisse Zeit von mir lernen. Ich sollte von ihm lernen. So herum würde der Schuh ein Schuh daraus. Mein Interesse an solchen Leuten beruht allerdings ausschließlich aus zwei Gründen. Der eine Grund bist du, der andere Grund sind soziologische Interessen an allem, was es auf der Welt so gibt. Das ist so weit weg von dem, sich für das zu interessieren, weil schon ja die Mythologie und so, es ist ja endlich die Wissenschaft da, die mit Fakten arbeitet. Also das können wir gleich einmal wegstreichen. Sei es auch noch so absonderlich, lass mich das mit der Arbeit eines Psychotherapeuten vergleichen. Der Psychotherapeut kann sehr an den Phänomenen einer vorliegenden psychischen Störung interessiert sein, über die er für seine Berufspraxis eine Menge lernen kann. Er kann seinen Klienten auch persönlich gerne mögen, er wird aber nicht in den Fernsten daran denken, sich an dem gestörten Selbstbild oder Welt, an der gestörten Weltwahrnehmung des neurotischen oder gar psychotischen Patienten orientieren zu wollen. Peter, du schriebst, ich würde dein Weltbild nicht im Ansatz kennen. Du meinst aber schon, oh, dadurch verkennst du die Rationalität, aber eklatant. Ich befasse mich seit 5 Jahren mit deinem Weltbild, habe viele Stunden zugehört, Bücher gelesen, die du mir gegeben hast, unendlich viele Beiträge aus dem Internet gesehen. Petra, wann hast du in den letzten 40 Jahren den Weg heraus aus deiner Filterblase gefunden? Wann hast du zuletzt ein Sachbuch gelesen, ein wirkliches Sachbuch gelesen? Müssten wir jetzt sagen, dass deinem Weltbild zuwiderlief? Nein, mit dieser Einschätzung liegst du ganz sicher falsch. Es mag so sein, dass man einen anderen Menschen immer nur begrenzt verstehen kann. Ich mir also auch dein Weltbild völlig vollumfänglich erschließen kann. Ich erinnere mich sehr gut an eine Soziologievorlesung, bla bla bla, das können wir jetzt machen mit Cäsar. Es ist alles angelesen. Aber der Witz ist, wenn du liest, was machst du aus den Worten, die du liest? Wir haben jetzt erst einmal die Sache, dass wenn du liest, packst du ganz subjektiv geprägte Vorstellungen. Ich sage, du wirst aus einem Wort nur das herauslesen, was du hineininterpretierst. Schon das Wort Hitler oder das Wort Trump löst in dir sofort eine einseitige gute oder böse Vorstellung aus. Du siehst nicht das Wort, du entheiligst das Wort. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hebräische Wort, die Konsonante Radix Panim nehme, ich mache jetzt kein Hebräisch, habe ich oft gemacht in den Büchern, dann heißt es je nachdem, das wird gleich geschrieben, je nachdem wie du das aussprichst, als Panim aus, das ist nur Pn. Konsonant, nur Konsonant, mache ich Vokale dazu. Heißt es entweder als Panim ausgesprochen, das Gesicht, das Ansehen, das Aussehen, nach Langenscheid oder anderen Wörterbüchern. Und wenn ich dasselbe Wort Panim ausspreche, heißt es das Innere, im Innern. Aber ist nicht alles, was du anschaust, die geistige Sicht oder die Gehirnsicht, die du aus dir herausdenkst in deinem Innern, das sind die zwei Seiten von dieser Radix. Manche Radix, und das macht die Fokalisation, wenn ich zum Beispiel hier die Buchstaben Aleph und Bet hinschreibe, wo es schon losgeht, dass es hebräische Formen gibt, die nennen das nicht Bet, sondern Beis. Anders ausgesprochen.
Wenn das da steht, was du feststellen, in Langenscheid, die zwei Wörter sind das erste Mal öfters noch da, aber zweimal dieses Aleph Bet, wenn ich das ab ausspreche, heißt es vorder, wenn ich das ab ausspreche, heißt es auftauchen. Kommen. Das Kommen. Kommen ist aber Co, wie kreisend im Lateinischen, zusammen zwei MM, die zu einer Existenz waren. Jedes Wort ist eine physikalische Form L. Das heißt die Form Gottes. Die aber aus einer Struktur entspringt, das ist eine reine, es ist exakt die Präzision, wo du jetzt in einem primitiven Schimmelbildswissen, wo du drin hast, Computerprogramme nennst und jetzt vielleicht schon träumst von Quantencomputern, das auch eine Sackgasse ist ohne Ende, es funktioniert anders. Und jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Das haben wir noch. Das kann man dann auch nochmal anschauen.